Die Schwester oder Cousine hat Brust gegeben anderen Männern. Brust gegeben anderen Männern. Brust gegeben anderen Männern. Komm, sei ehrlich. Sei ehrlich jetzt. Aisha, dann gibt es eine Hadith. Warte mal. Eine Sekunde. Es gibt eine Hadith. Es gibt eine Hadith, wo Aisha, wo der Prophet gekommen ist und zornig gewesen ist. Und dann hat er gesagt, es ist mein Milchbruder. Es ist mein Milchbruder. Ganz genau, ganz genau. Aisha hat gesagt, nicht der Milchbruder. So oft blamiert deswegen. Ja, ja, oft blamiert deswegen. Warte, wir machen so jetzt. So. Wer ist der Erste? Also, du bist der Erste. Also, los, laber deine Lüge hier. Nachher, wir beweisen das Gegenteil. Zeig uns, dass Aisha gesagt, seine Cousine gesagt hat, sie soll die Brüste geben erwachsene Männer. Die Brüste geben, Mann. Der Brüste geben erwachsene Männer. Das ist die zehnmalige Stillen. Es geht um das zehnmalige Stillen einer Erwachsenen. Er zwingt mich nicht, die Hadith aufzumachen. Zwischen Lügner, Mann. Lügner. Lügner. Wo steht das? Wo steht wurde? Ja, was wegen meiner Frau? Was wegen meiner Frau? Du bist wegen einer Frau da. Du bist da. Du bist es. Komm, erzähl. Erzähl, wo steht im Hadith? Nein, Brust gegeben. Nein. Niemand wurde widerlegt. Lüge. Nein, wo steht das im Hadith? Wo steht im Hadith, dass in ein Gefäß gelassen wurde? Brust wurde gegeben. Also, Apfelslam, bitteschön. Ja, ich sag mal erstmal Gottes Segen. Ich sag ja, wieder Luca, du kannst in den Hadithen so schlimme Sachen finden. Ich bin Quranit, du weißt, wir akzeptieren das nicht als religiöse Quelle. Das ist alles Schrott. Ich weiß, darum. Weil der Al-Bukhari ist der größte Schwätzer überhaupt. Also, die glauben ja an ihn. Das ist ja das Problem. Die glauben ja nicht an den wahren Propheten, sondern was über ihn erzählt wurde. Die haben ihnen das alles in den Mund gelegt und die denken, das ist der Islam. Das hat mit Islam überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich muss beten, hör auf zu beten. Dein Gebet ist ungültig, einfach. Dein Gebet ist hundertprozentig ungültig. Mann. Hör auf, da Anwar, ich muss beten. Anwar, diesmal bitte den Koran anständig und dann kannst du auch. Alhamdulillah, ja. Also, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum. Erstens, Anwar, Al-Passan, ihr habt weder Wissen über den Koran noch über den Hadith, also würdet man nicht ohne Wissen reden. Nicht du schon. Wissen reden. Du hast Wissen. So, hey, lass mich das reden oder was? Hast du Wissen? Ich hab eine Minute. Hast du Wissen? Ich hab auch kein Wissen, deswegen verteidige ich nichts. So, also, dann geh wieder runter. Du hast kein Wissen. Tschüss. Also. Er sagt so, André, du hast kein Wissen, die ganze Zeit hier hat es gelernt und so, aber null Wissen, null, nichts weiß er. Was also für Menschen, ey. Ich bin leider unterwegs, ja. Ich möchte, jetzt ist er rausgegangen. So, schade. Ich möchte wissen, guck mal, Alphaslan. Was ist mit Alphaslan? Mach mal an, die anderen sind doch raus jetzt. Der ist ja vernünftig. So. Alphaslan, hörst du mich? Ja, bitte. Du bist ja Koranite, richtig, ja, ne? Ich bin Koranmuslim, ja. Gut. Sag mir mal bitte, steht das Nachmittagsgebet im Koran? Ja. Nicht das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet. Ja, steht im Koran. Alle fünf Gebete stehen im Koran. Nein. Doch. Nein. Wieso nein? Siehst du, Alpan, du hast ja gar keine Ahnung. Warum redest du? Tust dich stummen, sei leise. Ja, wenn du mich kickst nächstes Mal. Ich kicke dich nur mal, wenn du nochmal laberst hier. Du hast selber keine Ahnung und laberst hier die ganze Zeit. Du hast mir noch die Minute gegeben, dann lass mich dort reden. Ja, finde ich gut. Sura Isra 78, 79 auf und Sura Hud. Sag mal, ja, nee, nicht Mischmasch hier. Wir reden hier vom Nachmittagsgebet, dass es erwähnt wird. Das wird erwähnt. Jeder Muslim weiß, es gibt kein Nachmittagsgebet im Koran. Natürlich. Und ich gebe dir eine Hadithe, dass das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet im Koran vorhanden ist und Aisha hat dieses Gebet.
Nein, nein, das gibt es im Koran. Nein, okay, gut. Das, aber das okay. verstehen viele Muslime. Das, ja, versteht, okay, viele das versteht anscheinend wirklich ja. keiner. Ja. Also, immer noch, wie gesagt, wie ist deine Gebetswäschung, Alfaslan? Ich habe 4 Stellen. Genau. Wie viel hat der Sunnit unter dir da rechts? Der links? Hat 8, 9, weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, was also hebt sein Hadithen dein Koran auf. Das heißt, sein Koran ist nicht vollständig und für dich ist das alles vollständig. Und wird alles aufgehoben. Für mich ist der Koran vollständig. Allah sagt, ich habe euren Glaube mit diesem Buch vervollständigt und nichts ausgelassen. Und ja, es gibt auch die Hadith, wo er gesagt hat, ich werde euch was schreiben. Ich und dann weiß, sagen sie zu ihm, nein, nein, schreibt das nicht, denn der Koran ist ausreichend für uns. Ja, ist er auch. Ja, deswegen, guck mal, ich kenne Ozan auch ganz gut, ne? Mhm. Und ich akzeptiere, ich habe Ozan, ich mag Ozan gerne. Guck mal, ich mag jemanden, der friedlich ist. Ja, alles gerne, aber ich mag nicht diese teuflischen Geschichten, die dabei rauskommen. Richtig. Ja, wir ja auch nicht. Das ist doch, aber guck mal, wenn ich dir jetzt ernsthaft sagen tue, es gibt kein Nachmittagsgebet im Koran und das wissen alle. Oder ich weiß die Quellen. Deswegen, ich weiß, dass es 5 Gebete gibt. Mein. Ich habe dir die Quellen okay. gegeben. Nee. Guten Morgen. So, guten Morgen. Morgen. Ja, also Shalom, ich ziehe jetzt weiter. Shalom. Ich wünsche euch Gottes Segen, euch viel Spaß. Richtig, Rahmen, mein Bruder. Gottes Segen, dich und deiner Familie. Gottes Segen. Kriege ich jetzt 20 Sekunden, um eine Sache zu erklären? Achso, bitte. Ihr wollt ja Wissen haben. So, im Islam, also Al-Passan, der ist ja nur Koranist, der ist für uns kein, er ist Hadith-Rejector, also Hadith-Ablehner. Mhm. Ich will den nicht den Takfir oder so aussprechen, aber es ist ein Problem. So, das ist egal, wir haben 4 Quellen, hör zu, ja. Wir haben 4 Quellen. Ja, erstens ist Gottes Wort, der Koran, ja, das ist die direkte Quelle, von der wir nehmen. Was damit können wir Jesus? Sachen erklären und Wort lesen. Lass mich ausreden. Zweite Quelle ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das Wort, was er getan hat, was er gemacht hat, was er gegessen hat, alles, was er gesagt hat, ist auch unsere Quelle. Die dritte Quelle, die wir nehmen, sind die Sahaba, das bedeutet die Companions, also die Leute, die um ihn herum waren. Von denen nehmen wir auch die Quellen auf. Das bedeutet die Hadithe, die sie aufgeschrieben haben. Die vierte Quelle sind die Tabi'in, das heißt die Studenten, ja, die Schüler von den Sahaba. Das ist die direkteste Quelle, die wir haben zum Koran, zu Allah. Ja, der Prophet hat gesagt, man soll die nächsten 3 Generationen nach ihm folgen, ja. Und jetzt? Ja, das sind unsere Quellen. So, und denen folgen wir. Und Al-Passan will das nicht wahrhaben. Ja, eben, also menschengemachte, menschengeschriebene Quellen. Bravo, sehr gut. Das sind die sichersten Quellen, die wir bekommen können. Ja, die sichersten Quellen. Kannst du das beweisen? Kannst du zeigen mir ein Manuskript? Du tust so, als ob Hadithe einfach so aufgenommen werden. Hadithe wurde 200 bis 300 nach dem Prophet Mohammed aufgeschrieben. Ja, und weißt du mit welcher Methodik? Egal mit welcher Methodik, weil jeder kann irgendetwas labern und irgendetwas sagen. Und ja, das sehen wir. Ich weiß gar nicht, wie die aufgenommen werden. Nein, okay, ich zeige dir ein Hadith und du sagst zu mir nachher, das ist daif. Oh mein, ich sag dir gar nichts, du kannst mir zeigen, was du willst. Ich werde das nicht interpretieren für dich, ich bin ja kein Gelehrter. Oder ja, eben, weil du gar nichts. Ja, du brauchst jeden Gelehrten. Du bist ein Mensch, der kein Gehirn hat. Weil so, du brauchst okay. einen Gelehrten. Wenn du liest, irgendetwas. Du bist ein Professor zu, sondern wenn du liest, natürlich, wenn ich etwas lese, habe ich doch meinen eigenen Kopf. Ja, natürlich. Bist ja Einstein. Wenn ihr hört zu, Jahi, wenn ich irgendwo bin und etwas am Lernen bin und es steht ein Text und ich lese dort etwas, zum Beispiel, ich darf eine Frau schlagen, was soll ich denn interpretieren? Muss ich noch einen Gelehrten fragen, was bedeutet das? Aber wenn ich sage, ich darf eine Frau schlagen? Zugehört? Du hast mir gerade zugehört, aber du hast nichts verstanden. Was sind du hast mir zugehört, hör zu. Quellen? Ich habe dir gerade meine Unterrichtsquellen. Ich habe gerade gesagt, ja. Wenn ich dir ein Hadith zeige, ja. Dann würdest du behaupten, es ist daif, weil du nicht akzeptieren willst. Mein schöner Freund, ich kenne nicht alle Hadith, die da draußen sind. Ich kann dir nicht mal sagen, ob die Sahih, Daif oder sonst was sind. Aber ich kann dir das sagen. Ja, natürlich, weil du ja mein Gelehrter bist. Und dir ja, natürlich bin ich das. Ich bin dein Gelehrter. Ich bin dein Gelehrter. Ja. Natürlich. Ich bin dein Gelehrter. Hör mal, mein Freund, erklär mir doch erstmal die Trinität, ja? Und dann können wir weitergehen. Zuerst einmal sind wir hier und wir sprechen gerade über deine Religion. Ja, ist okay. Also, wenn du Fragen hast über meine Religion, können wir mal darüber sprechen, ohne Problem.
Verstehst du, ich flüchte hier nicht. Aber, okay, da steht geschrieben, eine Nacht war ich Gast im Haus von Umar und mitten in der Nacht ging er und schlug seine Frau und ich trennte sie. Als er zu Bett ging, sagte zu mir, oh, Asta, lerne von mir etwas, was ich von Gesandt Allahs gehört habe. Ein Mann soll nicht gefragt werden, warum er seine Frau schlägt. Okay, was sagst du? Ist das Sahih? Wenn das Sahih ist, das Sahih. Also, Punkt, das ist Sahih. Ja, dann ist das Sahih. Was soll ich sagen? Du darfst deine Frau schlagen. Ja, aber hast du mir jetzt die Erklärung geliefert? Hast du mir den Kontext geliefert von dem Hadith? Sure 4, Vers 34. Du darfst deine Frau schlagen. Ja, kennst du den Kontext von dem Sure 4, ja, natürlich, natürlich. Natürlich kenne ich das auf Arabisch, kenne ich die richtige Übersetzung. Mein Freund, wenn du mir das erklärst, ich werde doch nicht deine Erklärung nehmen. Ich werde doch die interessiert nicht. Lass dich verraschen. Du darfst Frauen schlagen. Das sagt Mohammed und das sagt der Koran, sagt Allah. Hat Mohammed, Allah sagt, schlag sie. Jemals irgendwen mit seiner Faust gehauen? Aisha. Nein, hat er nicht. Doch, Aisha, als sie weggelaufen, als sie unerlaubt aus dem Haus gegangen hat er sie. Doch, natürlich. Lüge. Aber egal. Hörst du, da steht. Dann geben wir noch die Quelle. Und endlich schlag sie. Da steht, ja, Männer sind. Du hast überall Quellen, gib mir die Quelle. Sure 434. Männer sind. Quelle geben. Männer sind für ihre Frau verantwortlich aufgrund dessen, was Allah einander gegeben hat. Und sie sind von ihrem Vermögen ausgegeben. Deshalb sind die Rechenschaften. Frauen hingebungsvoll, gehorsam und bewachen in der Abwesenheit ihrer Männer, was Allah von ihnen erwartet wurde. Aber diejenigen Frauen, denen sie vor Hochmut fürchten, ermahnt sie zuerst. Wenn sie dann bestehen bleibt, verlassen sie ihr Ehebett und endlich schlag sie. Du darfst Frauen schlagen. So wie hier, schau mal, so wie hier. So wie hier. So wie hier. Dein Allah erlaubt. Dein Allah erlaubt. Und dein Prophet hat gesagt, schlag sie. Also ganz kurz, so, ich hätte eine Frage, Bruder, wieder. Ja, Bruder. Also erstmal wünsche ich euch allerdings Gottes Segen. Also gibt es ein Hadith, also ich glaube, das müsste in Sahih al-Bukhari stehen, also wo Mohammed Aisha sogar geschlagen hat. Also das steht in Sahih al-Bukhari. Ja, genau. Ja. So irgendwo, ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Ich bemühe mich auch nicht. Genau, das steht halt dort sozusagen, ja. Ja, ja, steht bestimmt da. Ja, steht da. Steht in Sahih al-Bukhari, natürlich. Du hattest Leugner, Käfer. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat noch nie einen Diener oder seine Frau oder sonst was mit der Faust Okay, warte schon, lassen wir... Zeig ihm das doch. Ja, egal. Hallo, guten Tag, Stamun. Warte schon bitte. Ja. Warte schon bitte. Slave of... und Yusuf waren vor allem da. Slave, willst du was sagen, Yusuf? Und dann heißt Stamun, ich bin bitte. Weg, ihr seid keine Gelehrten, kein Nix, ihr habt keine Ahnung. Ja, danke, verschwinde von da. Komm, ja, verschwinde. Komm, sei leise, Also, Slave of Allah. Ja, erstmal, wie geht's dir denn? Wie geht's euch denn? Mir geht's gut. Gott sei Dank. Selber auch? Ja, mir geht's fabelhaft. Mir geht's gut tatsächlich. Das freut mich. Ja, ich habe eine Frage. Ist von Menschen geschriebenen Quellen nicht authentisch? Also, wenn du so von Menschen geschriebenen Quellen nicht authentisch, jetzt, wir haben den Koran. Der Koran wurde von Menschen geschrieben. Ist das authentisch für dich? Ja, ich rede jetzt aber über Hadith. Die Bibel doch auch. Eben, aber diese wurde 200-300 nach dem Prophet geschrieben. Oh, wie auch die Bibel. Nicht wie die Bibel, das stimmt nicht. Nein, warte, lass, wir kommen nachher zu dir, Istamon. Die Bibel wurde nicht 200-300 nach Jesus geschrieben, aber die Hadithe wurde 200-300 nach Jesus geschrieben. Ja, wir reden nicht über die Hadithe. Warte. Nicht das Wort Gottes. Warte. Wer hat den Koran geschrieben? Ein Mensch. Wer hat den Koran geschrieben? Ein Mensch. Ey, du bist ein Lügner, Bro. Muss ich dich deine Religion lernen? Stamun. Ich habe gedacht, du hast Wissen. Warte. Nee, ich habe kein Wissen. Ja, ich habe gedacht, das Wissen reicht schon vollkommen aus, dass man niemals behaupten kann, dass die Bibel das Wort Gottes ist, weil es unmöglich ist. Also,
sagt Allah nicht, dass er das Injil und das Evangelium herabgesandt hat, Starmon? Nein, die Bibel ist nicht das für uns, was unbekannt ist. Nein. Also, ich werde jetzt das aufmachen, jeder, der da drin ist. Eine Frage, ich antworte, sei bitte ruhig. Du lügst ja. Aber, du lügst. Sure 4, Vers 60. Stopp, du fragst meine Frage, Sure 4, Vers 60. Warum lügst du dann? Hör mal kurz zu. Okay, ich lasse dich sprechen und dann komme ich zu dir. Die Bibel ist für uns nicht das Wort Gottes, sondern das Evangelium ist das, was zu Jesus gepredigt wurde, a.s.w. Das ist das wahre Evangelium und nicht das, was die unbekannten Schreiber geschrieben haben. Wer waren die? Vielleicht waren das die Antichristen, Kindermörder. Ihr wisst doch nicht mehr, wer das war. Wer war das? Wer waren die? Also, bist du fertig? Widersprüche ohne Ende, flache okay, Erde. Bist du fertig? Ey, flache na, Erde ist im Koran. Bist du fertig? Wie schlimm du es findest, Frauen zu schlagen. Ja, und das ist es so. Sura 4, 34. Okay. Nimm ihn jetzt rein hypothetisch an. Wie es ist Männer erlaubt, hier Islam Frauen zu schlagen. Okay. Nicht hypothetisch, es rein ist dir erlaubt. Okay, wir gehen deinen Gedanken. So. Nicht in Gedanken, es ist dir erlaubt. Hör mal zu, bitte. Okay, danke schön. Okay, ich gebe dir recht. Sag mal rein hypothetisch. Gut. Jetzt gehen wir mal über die Bibel. Was sagst du, wenn Jesus in naher Zukunft ein Drittel der Weltbevölkerung einfach so niedermetzen wird? Ein Drittel der Weltbevölkerung, paar Milliarden Menschen auf einen Schlag, kleine Kinder. Hast du Kinder? Kennst du jemanden, der Kinder hat? Was ist mit den Kindern, die Allah befohlen hat, zu töten? Was ist mit den Kindern? Also, bist du fertig jetzt? Hey, also. Also, ich werde jetzt Ding machen. Okay, ich werde dich eine Minute geben zu sprechen, weil du redest zu viel. Du laberst zu viel Lügen, Istanbul, du enttäuschst mich. Ich habe gedacht, du hast wirklich Wissen, Mann. Weißt du? Ich habe wirklich gedacht, du hast Wissen, aber du enttäuschst mich richtig, richtig fest, weil du zeigst mir einfach, dass du kein Wissen über irgendetwas hast. Null Wissen. Da hast du eine Minute Zeit zum Reden. Istanbul, du stehst entstummen, du hast eine Minute Zeit zum Reden. Starmoon. Ein, zwei, drei. Ja, jetzt ist gut. So, also, ich hab nur geantwortet, mehr auch nicht. Also alles, was du für Islam vorwirfst, im Christentum ist noch viel, viel schlimmer. Du beschwerst dich über Frauen schlagen, aber unschuldige Kinder töten ist okay. Das ist okay. Was ist besser? Soll ich deine Frau schlagen oder deine Kinder töten? Was ist besser? Sag doch mal, was findest du schlimmer, du Heuchler? Da steht doch in eurer Bibel so drauf. Kleine Kinder sogar vergewaltigen. Ich kann auch meinen Link auf verlinken, ist auch kein Problem, Bro. Bro, du hast die ganze Zeit, mir etwas zu beweisen. Er hat gesprochen über Kinder töten. Okay. In Sura 18,80, warte schon, ich gebe dir nachher die Möglichkeit, eine Minute zu sprechen. In Sura 18,80 befürchtet Allah, weil Allah Angst hat, dass ein Kind ihre Eltern zur Übertretung führen würde und zum Unglauben. Und Allah lässt ihn seinen Kopf abdrehen und schlägt seinen Kopf an die Wände. Plus hat Allah mehrfach die Sintflut geschickt. Und Allah selber sagt, dass er Jesus schicken wird, die das ganze Welt vernichten wird und alles unter einer Scharia stellen wird. Aber kommt da in der Bibel, ist halt doppelt so schlimm. Nichts kann er zeigen, nichts kann er beweisen, nur labern. Aber 1:1, wenn wir sehen, wer Allah alles befohlen hat zu töten, ein Kind, unschuldiges Kind, die keine Sünde begangen hat, okay, hat Allah befohlen, aus Angst die Kinder den Kopf abzutrennen. Okay, das ist jetzt die Wahrheit. Okay? So, jetzt gebe ich dem Bruder, wer war vorher, der Slave, noch eine Minute Zeit und nachher kommt Yusuf. Moment, bitte. So. Bruder, eigentlich wollte ich gar nicht so diese eine Minute. Ich würde gerne eigentlich eine respektvolle Konversation mit dir führen. Sehr gerne, mein Bruder, sehr gerne. Also, okay. Ja, du hast einfach eine Minute Zeit zum Sprechen, weißt du? Ja, Bruder, aber diese Hadithe zum Beispiel, ja, diese, die man Sahih erst macht, die man authentisch macht, werden ja über mehreren Völkern, verschiedenen Völkern befragt. Ja, ne? Zum Beispiel, man fragt in Irak ein Volk und man fragt in Jemen ein Volk, ja? Und wenn die beiden das Gleiche sagen,
oder nahezu das sehr ähnliches, dann sagt man dazu Sahih. Dann haben wir noch Hassan, glaube ich. Wenn Hassan, Daif, Maudu und andere Bezeichnungen. Ja, Daif ist halt ganz unauthentisch. Und nicht, zum Beispiel, es gibt ja auch Widersprüche, ja, in den Hadithen. Mhm. Und dann, darum kann man nicht alle Sahih-Hadithe direkt als Sahih abstempeln, ja. Aber der Imam al-Bukhari, Imam Muslim, haben diese Hadithe alle für authentisch beschlossen und für Sahih. Darum heißt ja Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, weil die... Aber Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim, zum Beispiel in Sahih al-Muslim steht 5 Menschen und Sahih al-Bukhari, gleiche Geschichte, 6 Menschen, verstehst du? Ja, ich verstehe, aber trotzdem haben Imam Muslim und Imam al-Bukhari alle Hadithe, die in seinen Büchern stehen, für Sahih erklärt. Verstehst du? Und das ist es. Imam Bukhari und Muslime, sie hatten über hunderttausende von Hadithe und sie haben das alles untersucht und die Hadithe, die in seinen Büchern stehen, ist alles Sahih. Aber die Gelehrten dann sagen dann, nein, das ist nicht Sahih, das ist so, das ist so. Verstehst du, was ich sagen will? Ja klar, aber ja, also, welches davon ist jetzt richtig zum Beispiel, weißt du? Also alles was in Sahih al-Bukhari drin ist, im Buch Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim, ist authentisch, ist Sahih. Ja, es heißt ja Sahih al-Bukhari. Viele sagen, das ist nur der Name, aber das stimmt nicht. Ich weiß, dass Sahih al-Bukhari authentisches Buch von Bukhari ist, Imam Bukhari, rahimullah. Aber... wir haben jetzt 2 Widersprüche, welches davon ist richtig, verstehst du? Dann ist das eins davon, obwohl Sahih steht, trotzdem ist Sahih. Verstehst aber du? Aber woher weißt du dann, dass das, was du für Sahih erklärst, wirklich Sahih ist und das, was du für Daif erklärst, Daif ist? Das sind dann wiederum Menschen, die dazu erklären. Sie schauen zum Beispiel, diese Linie geht zum Prophet Mohammed. Woher will er das wissen? Verstehst du? Weil nur weil jemand erzählt hat und jemand gesagt hat, bedeutet gar nichts. Es wurde trotzdem von Menschen weitergegeben. Menschen machen Fehler. So wie sehen ja, in einer steht 4, der andere steht 5, in einer steht dieses Wort, der andere steht das. Woher willst du dann wissen, was richtig oder was falsch ist? Da kannst du doch nicht kommen und sagen, ja, das ist Sahih oder das ist Daif und das glauben, nur weil irgendein Mensch das so entschieden hat. Verstehst du? Zeitgemäß muss man schauen. Eben, genau, also zeitgemäß. Aber es ist, was ich sage, zum Beispiel, wenn ich... Kann ich dir mal bitte eine Frage stellen, wenn es möglich ist? Wenn nicht, natürlich, natürlich, du kannst gerne eine Frage stellen. Also, wenn es um meine Religion geht, ich bin ein richtiger Jahil, ich habe echt wirklich keine Ahnung. Aber ich weiß nur aus meiner Religion und aus deiner Religion, dass Jesus Christus, Friede und Segen auf ihn, der einzige Mensch auf der Erde ist ohne Sünden. Stimmt das? Genau, ja. Gut. Du kennst doch diese Sache mit dieser Frau, wo gesündigt hat und dann wurde sie, wollten sie die steinigen. Mhm. Kennst du das? Ja, kenne ich, ja. Glaubst du daran? Ja. Alle haben dann hat keiner Stein geworfen, weil alle hatten Sündige. Weil bei euch und bei uns ist ja jeder Mensch ein Sündiger, ja? Und warum hat Jesus Christus nicht den Stein geworfen? Kannst du mir bitte das erklären? Natürlich. Also aus die Pharisäer gekommen sind. Ja, genau. Ist Jesus zum Boden gegangen und hat geschrieben, weil es steht, denke ich, in Jeremia geschrieben, alle die nicht zu Jesus gehören, werden auf der Erde geschrieben werden. Und das so ist auch passiert. Er hat dann die Namen dieser Menschen auf der Ding geschrieben, auf der Boden geschrieben. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist gekommen, um die Kranken zu rufen, zu Buße und die Kranken zu heilen. Genau. Er ist, genau. Darum hat er auch keine Steine geworfen, so wie du sagst, weil er ist gekommen, also nicht um zu richten. Ja, aber darum hat er die Frau nicht gerichtet. Hätte er nicht als erster
den Stein werfen müssen, damit er zeigen kann, hör mal, ich bin ein Unschuldiger und ich bin sündenfrei. So werfet ihr jetzt auch einen Stein, wenn ihr wahrhaftig seid. Verstehst du, wo ich hinaus bin? Ich verstehe, aber das ist... Ich verstehe, es geht einfach darum, dass... Genau, aber es geht darum, Ajim. Ja. Ajim, es geht darum, dass laut Gesetz mussten die Pharisäer den Mann aufbringen. Aber das wurde nicht gemacht, das haben sie auch nicht gemacht. Sie haben den Mann, die angeblich diese Sünden auch gemacht hat, nicht gebracht. Und wir sehen dort, dass die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollten. Verstehst du? Es geht um das. Sie sind gekommen, sie haben gesagt, diese Frau hat Ehebruch begangen. Aber wo war der Mann? Wo waren die Zeugen? Verstehst du? Und Jesus sagt trotzdem, dass er nicht gekommen ist, um zu richten. Er wird das zweite Mal kommen und dann wird er richten. Ja, mit dieser Richtung, ich verstehe, mit Richten, genau. Verstehe ich schon. Ich verstehe das. Ist mir schon klar. Mhm. Es ist klar, dass er nicht gekommen ist, zu richten und zu töten und was weiß ich, sondern Frieden zu bringen. Mhm. Das ist mir völlig klar. Ich verstehe das. Aber warum hat er nicht als Erster den Stein geworfen, um denen zu zeigen, dass ich bin der Einzige sündenfrei von euch allen, weil ich ja Gott bin. Ja, aber eure Religion, weil Gott ich verstehe, aber Jesus, wie gesagt, ist nicht gekommen, um zu richten. Und darum hat er die Frau versöhnt. Darum, wir leben also jetzt. Jesus ist nicht gekommen zu richten. Ist Jesus der Richter? Jesus ist nicht gekommen. Das erste Kommen ist er nicht gekommen, um zu richten. Also später kommt er, um zu richten. Er wird später kommen. Sache passiert ist, war er kein Richter, sondern er war nur Liebebringer. Genau. Also darum, wir leben jetzt. Am Anfang ein Prophet, dann ist er Gott geworden. Hör zu, Ajim, wir leben jetzt. Ajim, warte schon bitte. Ja, ist okay. Es ist auch so, dass wir leben jetzt in der Gnadezeit, in der Gemeindezeit, sagen andere. Und diese Zeit haben wir jetzt alle Zeit Buße zu tun. Ist das, was Jesus gesagt hat. Er ist nicht gekommen zu richten. Jesus ruft jetzt zu was? Er sagt, tut Buße, kehrt um. Das sagt Jesus, tut Buße, kehrt um von euren Sünden. Verstehst du Schweizerdeutsch? Ja. Aber das ist ja der Jesus Christus ist ein Richter für sie. Nein, es gibt zwei kommende Messias, Ben Josef, Ben David. Der leidende Messias, der herrschende Messias. Der leidende Messias ist gekommen und am Kreuz gegangen, gestorben, auferstanden. Für die Sünde der Menschen, wie in Jesaja geschrieben steht. Das zweite Kommen wird er dann kommen, um die Welt zu richten. Und aber wer richtet? Nur Gott kann richten. Entschuldigung, dass ich so unterbreche. Ja, alles gut. Diese Religion und alle Religionen, die auf der Welt gekommen sind, müssen die Religionen nicht klipp-klar und klar wie Wasser sein und verständlich für den Gebildeten und für den Ungebildeten. Erkläre mir, was verständlich ist im Koran. Nein, guck mal, hast du mich jetzt verstanden, was ich meine? Ich habe verstanden, aber du sprichst... Ich weiß, aber du sprichst über Logik, über Verstand. Zeig mir irgendetwas, was im Koran verständlich ist. Nichts. Schau mal. Jede Religion ist gekommen. Mit dem Herzen noch verstehen, nicht nur mit dem einfach mit logisches Denken. Verstehst du, was ich meine? Ja. Logisch. Und wenn ich diese, um Gottes Willen, möchte ich deine Religion nicht schlecht machen, tut ja, deine alles Religion gut. Nicht meine Religion. Um ja, Gottes, alles gut. Weil ja, alles wenn ich gut. deine Religion angreife, so habe ich dich, deine Seele angegriffen. Verstehst du, was ich meine? Wir sind ja Gläubiger, du und ich. So, muss doch nicht eine Religion zum Beispiel wie die Trinität so klar wie Wasser sein, damit der Bauer versteht und damit auch ein Gebildeter versteht. Also frage an dich, kannst du Allah verstehen?
Guck mal. Vidaloka, du bist sehr intelligenter Mann, ja? Und ich habe deine Live beobachtet, wirklich. Und ja. Ich verstehe dich vollkommen. Mit der Welt umzugehen. Du nimmst wirklich vom Koran aus diesem Kontext raus und blockierst du Leute. Das machst du sehr gut, weil du diese Sachen sehr. Wer habe ich blockiert? Wer habe ich blockiert? Agim Berisch. Agim. Wer habe ich blockiert, Agim? Agim. Du weißt, was ich meine mit blockieren. Du nimmst Sachen aus dem Koran, wo viele Leute nicht Ahnung haben. Und dann sagst du, guck mal, hier. Ja, hier was zum Beispiel? Wegen mit Hider zum Beispiel. Kider. Ja, Hider. Aber Kider, wo nehme ich irgendetwas, was betrifft? Kider habe ich jetzt da vor mir. Was habe ich aus dem Kontext genommen? Allah hat befohlen, aus Angst, aus reiner Angst, nein, dieses nein. Kind, doch, ich kann zeigen und beweisen. Wo nehme ich irgendetwas aus dem Kontext? Hast du den Tafsir Ibn Kathir, Rahimallah, gelesen, den Kontext? Also in der Tafsir steht geschrieben, dass Allah befohlen hat aus Angst. Er fürchtete sich. Was bedeutet das, wenn ich geschrieben und okay. Und wir fürchteten uns, dass dieses Kind ihre Eltern zu Unglauben führen würde? Was bedeutet das? Erstmal wieder locker. Sind die Zeiten von Musa. Ich weiß nicht, ob du den Tafsir gelesen hast, aber ich glaube, du hast den Tafsir gelesen. Ich habe den Tafsir vor mir. Ich habe alles vor mir hier. Hallo zusammen. Guck mal, wenn wir miteinander den einzigen Grund haben, deine Religion zu verstehen, ich deinen und du meinen, ohne Emotionen und ohne den anderen deine Religion da schlecht darzustellen, dann können wir richtig uns amüsieren. Verstehst ja, du? Aber ich verstehe, aber guck mein Bruder, schau mal, du warte schnell bitte. Du sagst zum Beispiel, ohne die Religion schlecht zu machen. Ich bin hier, ich habe ein Bild und ich habe ein Hadith nach dem anderen plus Koran gelesen, dass es ist erlaubt, Frauen zu schlagen. Und dann hast du diese Hadith erwähnt, also diese Koran zu erwähnt, zu 18, Vers 80. Ich habe hier vor mir und hier steht, außer dass sie Angst haben, also hier steht, ich kann lesen nachher für dich, wenn du willst, und da steht, dass Allah Angst hat. Vidaloka, also, guck mal, weißt du, was meine Methode ist, den Islam zu verstehen? Meine Methode ist erstens, den Koran zu lesen. Das zweite, den Tafsir dazu und dazu einen Gelernten zu nehmen und zu fragen, mir richtig zu erklären. Zum Beispiel mit einem Kind, der ist überhaupt kein Kind gewesen, sondern ein Jugendlicher. Verstehst du? Ja. Ja, aber da drinnen bei Hitler, das war. Ja, sicher. Sondern ein Jugendlicher. Stimmt das wieder locker? Also wer war ein Jugendlicher? Habe nicht verstanden. Derjenige, wo der Hitler den Kopf abge. War ein unschuldiges Kind. Nein. War ein Jugend. Ich denke, du hast den Tafsir Ibn Kathir gelesen. Aber es steht hier, es ist ein Kind, der keine Sünde begangen hat. Es ist ein unschuldiges Kind. Es ist ein Jugendlicher. Nein. Kein Kind. Es ist ein unschuldiges Kind. Weißt du, warum ich sage kein Kind? Und in Tafsir steht nicht Kind, sondern Jugendlicher. Weil ein Kind ist sündenfrei und was er macht, wird nicht bestraft und wird nicht aufgeschrieben. Verstehst du? Natürlich. Schau mal, da hier steht im Hadith, dass also im Tafsir überall, das war ein Kind. Ich würde mir wünschen, mit dir privat. Freunde, darf ich auch etwas sagen, Yusuf? Ja, natürlich. Hallo zusammen. Hallo. Shalom. Hallo. Du bei mir zu Hause und die Bücher nehmen wir und lesen wir gemeinsam. Das würde mir echt wünschen. Adil. Weißt du warum? Darf ich was sagen? Ja. Hallo zusammen. Es geht einfach. Shalom. Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich so viel reingeredet habe. Ich entschuldige mich. Alles gut. Wenn wir alle als Gläubige, egal welche Richtung,
wenn wir an einem Gott glauben, dass ohne Fehler ist und ohne Angst, ohne was auch immer, dann widersprechen wir uns selber, wenn wir sagen, dass Gott Angst hatte, dass dieses Kind etwas tun würde. Es geht nicht um Angst. Gott wusste, dass dieses Kind etwas machen wird und hat dieses Kind vom Leben weggezogen, dass er sündenfrei im Paradies kommt und dass die Eltern ihr Leben weiterführen können in gute Taten. Die Verbindung auf dieser Welt ist es so, dass wir eine Lehre ziehen und dass Gott barmherzig ist. Das, wir müssen den Glauben so aufnehmen. Und dann haben wir keine Probleme mit anderen Gläubigen oder anderen Nationalitäten oder Rassen. Bitte, ja, aber du redest von Logik. Zeit, wie bitte? Du redest von Logik, während deine Religion überhaupt gar keine Logik hat. Doch, doch, ich rede mit Logik. Eigentlich, ich tue mit dem Logik interpretiere. Okay, dann sag mir, wo die Logik steht. Wie bitte? Sag mir dann bitte, wo die Logik steht, wenn der Mohammed angeblich den Mond gespaltet hat. Wo ist daran die Logik zu erkennen? Wir werden eigentlich nie auf dieser Welt eine Bestätigung haben, so wie wir als Menschen wissen, dass Gott. Ja, aber das ist nicht meine Frage jetzt. Es antwortet auch deine Frage. Nee, tut überhaupt nicht. Weil es gibt die heilige Bücher sagen, es gibt dieses Jenseits und es gibt diesseits und Jenseits. Warte aber mal, Bruder. Okay, Yusuf, ja? Warte mal, Bruder. Okay, du hast genug gesagt. Der weiß schon alles besser als wir. Warum hast du die Frage gestellt wegen Mondspaltung? Ja, das habe ich genau erklärt, weil er redet ja von Logik. Er redet ja von Logik über seine Religion und ich beweise ihm gerade, dass überhaupt keine Logik in seiner Religion ist und die Mondspaltung ist nur ein Beispiel davon. Wo ist dein Beweis? Wo ist dein Beweis? Was hast du für einen Beweis? Was hast du für einen Beweis? Dass Religion nicht Logik geht. Wenn du nicht gläubig bist, dann brauchst du nicht diskutieren, dass Religion nicht Das ist keine Logik. Ich war zehn Jahre lang Atheist. Du musst dir jetzt wach realisieren. Lass bitte aussprechen, HJ. Okay? Du sollst aussprechen. Hier bist du bei Christen. Also, so wie ich gemerkt habe, bist du ja kein Christ. Und hier tust du an unsere Regeln halten. Ja? Okay, danke. Also, bitte, Tetze. Nochmal, ich wiederhole. Warte schon, bitte. So, ich habe gesagt, dass er mit Logik argumentiert, aber scheinbar die Logik nicht auf seine Religion eingeht, weil ich ein Beispiel dann genannt habe, zum Beispiel die Mondspaltung. So, meine Frage war dann, wo ist die Logik bei der Mondspaltung? Was hat es für eine Logik? Ja, deswegen wollte ich dir antworten, aber solange du nicht gläubig bist, Muslim bist, für dich ist die Frage unwichtig oder nicht relevant. Für dich ist diese Frage nicht gedacht oder du hast diese Frage nicht zu stellen, weil du bist nicht gläubig. Du bist kein Muslim, du darfst diese Frage nicht stellen. Sobald du ein Muslim bist, dann kannst du diese Frage stellen. Wenn du kein Muslim bist, dann hast du keine Berechtigung, diese Frage zu stellen. Was sind das für okay, warte schnell, Tissi. Bitte. Also, er sagt, wir haben nicht die Erlaubnis zu Fragen stellen, dann kann er untergehen, hat er auch nicht die Erlaubnis mit uns zu sprechen. Also, ist der Mond da? Kannst du ihn fragen, vielleicht kann ich die beste Antwort. Ihr habt doch gerade Sura 8, Vers 77 erwähnt, da wo es geschrieben steht, er, Musa. Also, es geht um diese Geschichte, wo Musa. Und beziehungsweise der Kader, Khidr. Sura 18, Vers 80. 1880. Das kritisiert ihr. Nein, ich kritisiere gar nicht. Du hast vorher das gebracht, dass Kinder töten und bla 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 und keine Ahnung. Und dann habe ich das gebracht. Ich habe gesagt, schau mal da. Dein Allah befiehlt zu töten aus reiner Furcht. Okay. Hier steht ganz klar, wir fürchteten, das Kind zu betreten und unglaublich überfordert wurde. Und dann hat Allah befohlen, Kider seinen Kopf abzutrennen und gegen eine Wand zu schlagen. Das ist gut, okay. Okay, gut, also. Ja.
Sura 18, Vers 77 ist kein Befehl, sondern nur eine Geschichte. Es ist kein Befehl an Muslime. Es ist eine Kinder Israels. Eine Geschichte nur. So. Was aber ein Befehl ist, Ist dieses Geschicht passiert oder ist es das ist nicht passiert? Aber es ist kein Befehl. Aber jetzt geht's weiter. Jesus kritisierte die Pharisäer, indem sie das Gebot, der eigenen Kinder zu töten, aufgehoben haben. Jesus erinnerte die Pharisäer an die Gebote Gottes, indem er sagte, Komm nicht mit Jesus. Bleib bei deinem Koran. Istanbul, schau mal, ich schaue deine Videos. Jesus, ich finde, du machst warte schnell. Hör zu, jetzt fängst du wieder an. Du flüchtest die ganze Zeit. Ich habe zu dir gesagt, ich schaue deine Videos. Ich habe gedacht, du hast Wissen. Du hast aber gar kein Wissen. Die ganze Zeit fängst du an und dann gehst du die Bibel. Ja, Bibel. Tust du deine Buch, tust eine Antwort geben auf dein Buch? Ich habe doch nur von deiner Bibel vorlesen. Nein, du musst nicht über meine Bibel vorlesen und das Ganze aus dem Kontext ziehen, sondern bleib bei Koran. Bleib bei Koran, gib eine Antwort. Ich ziehe nichts aus dem Kontext. Doch, du fängst an, über Jesus und die Bibel zu sprechen. Bleib bei deinem Koran. Nein, wir bleiben jetzt bei der Bibel. Du sagst ja, du findest also, es nicht gut. Also, ey, hör zu. Willst du über die Bibel sprechen, können wir nachher über die Bibel sprechen. Du gibst erst ein Antwort auf dein Koran. Warte, ich möchte nur noch nicht warten, eingehen. Nicht warten. Du sollst Vater also, und Mutter ehren, wenn Vater und Mutter fragt, also, jeder, warte schnell, Yusuf, jeder also, kann sehen, was Jesus für eine Angst er hat. Also, jeder kann sehen, was für eine Angst er hat und dass er anfängt, in die Bibel zu gehen und zu lügen, zu philosophieren. Jetzt hat er gerade gesagt, Jesus befiehlt Kinder zu töten. Ich kicke jetzt dann raus, wenn du nicht richtig Antworten gibst. Geh auf dein Koran ein. Ich habe auch eine Frage, eine letzte Frage. Geh auf Koran ein. Komm nicht mit der Bibel. Ich habe eine Frage. Nein, keine Fragen, du gehst auf Koran ein. Du gehst auf dein Koran. Ich bin auch reingegangen. Ich habe auch gesagt, die Sure bezieht sich nicht auf einen Befehl, sondern eine geschichtliche Geschichte. Mehr auch nicht. Es passiert. Diese Geschichte passiert. Sagt jeder zu euch, Matthäus, wer Vater und Mutter fühlt, der soll des Todes sterben. Eben krass, Mann. Gott sei Dank kann jeder sehen, wie der reagiert. Also, noch einmal. Wir gehen eine Sache nach der anderen. Nicht flüchten. Nicht flüchten. Ich lasse dich nicht ausreden. Nicht flüchten. Ich flüchte doch gar nicht. Dann sei leise und hör zu. Du hast schon die ganze Zeit. Du bist hier bei uns Christen. Du bist hier. Dann lass du zuhören. Niemand ist am Angreifen. Du hast schon gegriffen. Jeder, der da drin ist, schau mal seine Angst. Erbärmliche Heuchler. Deine eigenen Kinder töten ist okay, oder was? Zeig mir, wo ich meine eigenen Kinder sollen töten. Zeig mir, wo ich meine eigenen Kinder töten soll. Also, jeder, der da drin ist. Deine eigenen Kinder sollen töten, sagte Jesus zu euch. Zeig Quelle jetzt. Ja, wieder, ich küsse dein Herz. Du bist in alle Ecke gedrängt. Er kann nichts mehr sagen. Oh mein Gott, Mann. Er flüchtet, jetzt ist er geflüchtet. Kein Wunder, dass er flüchtet. Ja, kein ist, Wunder. Komm rein, Istanbul. Er ruft mich zum Debatte auf YouTube. Kommt er hier? Was? Nichts, man hat null Wissen. Videos können die alle machen. Videos schneiden, Videos so. Ja, die können alle machen. Aber wenn darum geht, hier zu sein, wo ist jetzt Star Moon? Der Allwissende da. Komm, hör auf. Man. Komm rein, Star Moon. Beweise mir deine Aussage. Komm. Also. Alle anderen können reden, Entschuldigung. Shalom alle zusammen. Unglaublich, der Typ, Mann. Auch von mir aus, Gottes Segen an euch allen. Gottes Segen. Yusuf, was willst du sagen, Yusuf?
Ja, es sieht aus hier irgendwie, dass jeder kommt da und ich weiß nicht, wie soll ich TikTok sportlich etwas sagen, dass mir einen Vergleich machen mit uns, dass wir es in der Hose haben. Das dunkt mir und das ist traurig. Hey, schau mal, ich habe ein Vers gebracht, Yusuf, schau mal. Ich habe ein Vers gebracht. Es ging um Frauen schlagen. Dann ist er gekommen, hat angefangen erzählen, in dem Sinn, im Christentum darf ich Frauen schlagen, Kinder töten. Und dann habe ich diesen Vers gebracht. Ich gehe rein jetzt mit den Frauen schlagen. Ja. Wenn wir über das gehen, dann nehme ich einen Teil, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diejenige, wo ihre Frau hilft im Haushalt, ist der beste Mann und der beste Partner für ihre Familie. Und das widerspricht dieser Schlagen. Dann was ist mehr wert? Nein, es widerspricht sich nicht. Warte schnell, ich werde dir beweisen. Ein kleiner Klapser oder für die Familie und für eine eigene Ehefrau da zu sein? Nein, guck mal, ich werde dir beweisen. So meine Glauben. Okay, aber ich werde dir beweisen, dass das nicht stimmt. Schau mal. Schau mal. Ich weiß es nicht, wie du mir das beweisen. Ich beweise dir jetzt. Warte schnell, Yusuf. Warte schnell. Nein. Ich habe in meinem Herzen und ich versuche dir das zu vergleichen. Natürlich. Das, was du sagst, widerspricht, wenn der Prophet uns Moslem lernt, wie wir mit unseren Frauen umgehen sollen. Okay, schau mal, wie Allah. Für die unsere Kinder da sind. Okay, das habe ich nicht abgestritten. Okay, das streite ich nicht ab. Aber was Allah sagt und der Prophet gilt, oder? Natürlich. Okay, also Sure 4, 34 steht geschrieben, die Männer stehen den Frauen in ihrer Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen, die gehorsam sind, diejenigen, die ihre Gattin Geheimnissen mit Allah Hilfe wahren. Okay, wir sehen hier, gute Frauen müssen gut behandelt werden. So wie du gesagt hast. Ja. Aber, und diejenigen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, so sind keine guten Frauen. Allah sagt, gute Frauen gehören zu guten Männern, schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern. Warum sagt Allah das? Weil, und diejenigen, deren Widersprüche, ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wir sehen hier zwei verschiedene Sachen. Gute Frauen müssen wir gut behandeln, wie eine Königin. Aber die schlechten Frauen, die ich Widerspenstigkeit befürchte, muss ich sie ermahnen, muss ich sie im Bett meiden und schlimmster Fall, schlag sie. Und das ist es, was die Muslime in der ganzen Zeit leugnen. Alle genau gleich. Nein, keine Muslime, Liebe gilt für die Muslime. Alles Gute für die Muslime. Der Rest sind Menschen niedriger Wert. Das sind die Menschen. Soll ich jetzt am Anfang etwas sagen, wo der Schöpfer Adam erschaffen hat? Weil ihr wisst alles, wie die Geschichte angefangen hat oder wie die Menschheit angefangen hat. Warte schnell, also Said hat geschrieben, wie deine Widerlücke. Also, warte schnell, Yusuf. Said, du schlägst deine Frau und deine Kinder, okay? Eure Lügen, wie euer Prophet und euer Gott auf diese Welt gesetzt haben, ihr seid gleich wie eure Propheten, gern lügen und täuschen. Okay? Wenn jemand hier Frauen schlägt, dann ist dein Prophet, ist dein Allah dir erlaubt, Frauen zu schlagen? Okay? Und du, die deine Frau und deine Kinder schlagen tust, okay? Verprügeln tust. Das ist deine Meinung. Also. Und wenn du sagst, wenn du redest über meinen Prophet und vorher der Bruder wollte über Bibel reden und du wolltest ihm nicht weiterhören. Aber wenn wir die Geschichte sehen... Wir können gerne über die Bibel sprechen. Ich habe gesagt, ich flüchte nicht. Ich rede nicht über Bibel, aber wenn wir die Geschichte sehen, da werden wir schon rausfinden, in welchem Zeitraum oder in welchem Religion eigentlich die Frauen schlechter behandelt worden sind. Mhm. Okay, also Said, ich habe gesagt, halb TikTok redet über dich. Egal, was halbe TikTok über mir spricht. Verstehst du? Die Wahrheit zählt. Bruder, also Yusuf, wir gehen zu der Bibel. Sobald
einer hier zugibt, dass die Frauen geschlagen werden dürfen, dann sage ich, okay, dann gebe ich die Bibel. Du hast zugegeben, Frauen schlagen ist erlaubt in deiner Religion. Jetzt beweise mir, dass ich Frauen schlagen darf in meiner Religion. Wie der andere so, die schnell abgehalten ist. Sobald wir gesagt haben, beweise es. Ich habe ihn groß gemacht, habe gesagt, beweise es, bring die Verse. Und beweise mir, weg war er. Schlägt Frauen eigentlich. Da steht hier geschrieben. Und man missbraucht Frauen mehr. Welche Völker? Islam. Frauen entführen, Frauen und Kinder entführen durch Befehl Allahs. Frauen und Kinder entführen durch die Befehl Allahs. Wir sehen hier das Bild, wie Frauen geschlagen und ausgepeitscht werden. Wir sehen in der Sura 4,34, dass du sie ermahnen sollst, in Ehebett weigern und dann sie schlagen. Wir sehen im Hadith, eine Nacht war ich zum Gast bei Prophet. Also eine Nacht war ich Gast im Haus von Umar und mitten in der Nacht ging er und schlug seine Frau. Und ich trennte sie. Als er zu Bett ging, sagte er zu mir, O Atta, lerne von mir etwas, was ich von Gesandt Allahs gehört habe. Ein Mann soll nicht gefragt werden, warum er seine Frau schlägt. Es geht um den, dass nicht, wie soll ich sagen, es geht ihm nicht an, vielleicht, keine Ahnung, aber das. Warum er seine Frau schlägt, geht ihm nichts an, genau. Ich bin selber Vater und ich habe Eltern, Großeltern. Ich habe nie gesehen, dass jemand die Frau schlägt. Ja, Respekt. Ich sage nicht, dass jeder das macht. Ich sage, dass Allah erlaubt. Und wenn es passiert, ist Allah schuld und der Prophet Mohammed. Jede Frau, die geschlagen wird, ist Allah schuld und der Prophet Mohammed. Okay. Weil sie sagst, das erlaubt haben. Gut, weil ich habe so einen Anstoßgedanke. Ja. Okay, dann wir reden über Allah, sie reden über Jesus Christus als dein Gott. Mhm. Und dieser Welt gehört uns beiden. Dann in dem Fall, warum ist so viel Leid auf dieser Welt? Also, islamisch gesehen ist so viel Leid auf dieser Welt. Ich werde beides erklären. Islamisch gesehen hat Allah die Sünde von jedem Mensch vorausgeplant. Das steht in Hadith, das steht überall. Dass Allah, zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, ist Allah das gewesen. Weil Allah diese Sünde doch. Ich kann dir zeigen und beweisen. Allah sagt zu Adam. Adam sagt zu Moses, was kann ich dafür, wenn Allah 40 Jahre vor meiner Erschaffung schon entschieden hat, dass ich sünde. Die Sünde und Allah sagt, geschrieben, was passieren wird, aber nicht was er zulässt. Nein, doch. Ich kann dir auch der Hadith zeigen, die Allah ganz klar sagt, dass er die Taten der Menschen aufschreibt, was sie machen werden und was nicht. Nee, das ist, Bruder, ich verstehe dir, weil du, wenn du ein anderes Buch vom Religion liest, dann liest du so nur mit dem Gedanken und so wie du es verstehst. Wenn du verabscheust, dann ist es so, dass du dann, wenn etwas aufnimmst, dass etwas Schlechtes draufsteht und da blockierst du dein Herz und dein Gedanken und nimmst du das als schlecht. Wenn ich etwas lese, versuche ich rauszuziehen, was für Lehre ziehe ich daraus. Okay, was für Lehre, ich lese dir was vor. Wenn ich dieser Welt so nehme, es existieren alles, was in Bibel oder in Tora, okay, in Bibel oder im Koran steht. Gut, Yusuf. Ich lese dir was vor, Yusuf. Hat mir beigebracht, umzugehen mit dem. Okay, ich werde dir jetzt was vorlesen. Du erklärst mir, was du da verstehst, okay? Ja. Aisha, die Mutter der Gläubigen, sagte, dass der Gesandte Allahs berufen wurde, das Trauengebet für ein Kind der Ansa zu leiten. Ich sagte, Aisha, Allahs Gesandte, es gibt Glück für dieses Kind, dass ein Vogel unter dem Paradies folgen ist, denn es hat keine Sünde begangen, noch hat es das Alter erreicht, in dem man Sünden begehen kann. Mhm. Was denkst du, ist dieses Kind in der Himmel oder ist dieses Kind in der Hölle? Nur, ich hatte am Anfang nicht verstanden, weil du hast gesagt, wenn er stirbt, meinst du, oder wie? Nein, also ich lese nochmal vor. Aisha, die Mutter der Gläubigen, sagte, dass der Gesandte Allahs berufen wurde, das Trauengebet für ein Kind der Ansa zu leiten. Also dieses Kind ist gestorben, okay, und der Prophet wurde gerufen, ein Trauergebet für dieses Kind zu leisten. Ja. Aisha sagte,
Also ich sag, Taisha, alles Gesamte, es gibt Glück für dieses Kind, die gestorben ist. Ja? Dass ein Vogel unter den Paradiesvögeln ist, denn es hat keine Sünde begangen, noch hat es das Alter erreicht, in dem man Sünde begehen kann. Was denkst du, kommt dieses Kind in den Himmel oder kommt dieses Kind in der Hölle? Natürlich, Kinder kommen in der Himmel eigentlich. Okay. Er sagte, der Prophet Allah, Aisha, je nach Abenteuer kann es auch anders sein, weil Gott diejenige für das Paradies geschaffen hat, die dafür geeignet sind, als sie noch in den Lenden ihres Vaters waren. Und für die Hölle diejenige, die geschaffen hat, die in die Hölle kommen sollen. Er erschuf sie für die Hölle, als sie noch in den Lenden ihres Vaters waren. Wir sehen, dass ein Kind, ein unschuldiges Kind, auch in die Höhle gehen kann, weil Allah Menschen für die Höhle erschaffen hat und Allah schon entschieden hat, wo diese Menschen, wo dieses Kind geht, als sie noch in den Ländern ihres Vaters war. Dass ein Kind kommt, stirbt, Hölle. Ja, wo du das hast, weiß ich nicht, weil wenn wir beim Adam und Eva anfangen und nachdem die von Paradies entfernt worden sind, dann widerspricht das Ganze. Nein, widerspricht sich nicht. Gesagt, Buch, es ist zeitbedingt und es Buch, ist, nein, es ist nicht zeitbedingt. Buch 33 hat dies, also Sahih Muslim, Buch 33 hat dies 6436 bei sunnah.com Sahih Muslim 2662c. Es gibt vieles mit dem Glaube, dass man glaubt, und es gibt vieles, wo man rational bestätigen kann. Und ich bin so ein Mensch. Und das ist, wie gesagt, ich kann es so sagen. Seit ich praktizierter bin, ich bin als Moslem geboren, aber letzte 15 Jahren, bin ich praktizierter. Ich kann nicht alle Bücher lesen, aber den Koran versuche ich zu lesen. Und ich sehe mit den ganzen Details, wie Gott angefangen hat mit dem Geschöpf, mit Menschen. Und mit dem versuche ich, mit allen Menschen umzugehen. Der Rest liegt am Gott zu entscheiden, wer böse ist und wer schlecht. Und wer in den Himmel kommt und wer in der Hölle ist. Ich finde traurig, dass wir immer die andere Religion schlecht machen. Das finde ich traurig. Ich mache gar nichts schlecht, mein Bruder. Ich lese vor und sage, was dein Prophet erlaubt hat oder verboten hat. Verstehst du? Aber du leugnest es, weil es dir nicht passt. Verstehst du? Das ist die Sache. Du leugnest es, weil es dir nicht passt. Und das kann ich nicht dafür. Und dann heißt sie, wurde gegen den Islam schlecht sprechen. Nein, wenn hier steht, dass Frauen geschlagen werden dürfen, dann steht da. Wenn hier steht, dass Frauen verflucht werden, nur weil sie nicht mit ihren Männern schlafen wollen, dann steht da, wenn es steht, dass Allah Menschen für die Hölle erschaffen hat, okay. Dann steht da, ist nicht meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Aber warum macht jemand Angst, wenn derjenige nicht zu dem Glaube gehört? Warum macht diese Person Angst, wenn Allah sagt, ihr werdet in der Hölle schmoren? Das verstehe ich auch nicht. Wenn jemand, mein Gott. Wenn mir ein Christ sagt, du wirst in der Hölle schmoren, weil du nicht Christus als Gott ansiehst, das geht mir nichts an. Dann sage ich, ist halt okay so, weil ich Christus als eine wichtige Prophet sehe. Und ich weiß, Christus oder Isa a.s. ist der Weg, aber das Ziel ist eigentlich Allah. Oder nein, Gott, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn du ein Ziel hast, kannst du dieses Ziel bestreiten, ohne den Weg zu kennen. Nein, und der Weg ist also der, Punkt. Ohne einen Weg, ohne einen Weg hast du kein Ziel und ohne ein Ziel hast du auch keinen Weg. Darum ist Jesus der Weg. Jesus ist der Weg. Und dann kannst du nicht kommen und sagen, ja, er ist der Weg, aber nicht das Ziel. Aber du sagst, er ist der Weg, aber nicht das Ziel. Aber du hast kein Ziel ohne einen Weg und kein Weg ohne ein Ziel. Nein. Also. Ziel. Sag ist es das. Wir Menschen alle werden wir wieder zurückkehren. Wir gehören zum Schöpfer und wir kehren zurück zum Schöpfer. Aber Yusuf, ich bin jetzt gleich wieder offline, Bruder. Jetzt danke, dass du mich angerufen hast. Gerne, Bruder. Also Yusuf, fällt dir selber nicht auf, der sagt dir, was dein Prophet Mohammed gesagt hat? Dass Yusuf, bitte warte, ganz kurz. Dein Prophet sagt so und du widersprichst das andauernd. Also merkst du gerade nicht, dass du
eigentlich mehr Furcht haben solltest über deinen Allah. Eigentlich müsstest du sagen, ich kenne diese Hadith nicht, ich werde es prüfen. Aber nein, du widersprichst deinen eigenen Propheten. Da frage ich mich tatsächlich, warum? Ja, weil ich etwas anderes kenne, dass er liebevoll ist und hilfsbereit war. Ja, aber du hast ja, guck mal, du kannst ja diesen Hadith ja prüfen, was jetzt der Vitaloka gesagt hat. Dein Prophet hat das wortwörtlich gesagt. Menschen sind auserwählt worden von Kindesbein an. Dann sage ich so, ich glaube euch, was ihr sagt. Und dann nehme ich so an. Nein, du sollst ja nicht uns glauben. Uns ist es ja egal, ob du uns glaubst oder nicht. Ich habe gesagt, ich nehme so an. Aber diese Diskussion führt ja zu nichts. Guck mal, ich nehme es das so an, ist okay. Guck mal, es geht nicht darum, dass du das annimmst oder nicht. Es geht darum, dass diese Diskussion zu nichts führt. Verstehst du? Das weiß ich. Vitaloka blendet die Quellen ein, er liest es vor. Ja. Aber es ist auch jetzt egal. Wie gesagt, und das Zweite ist zu diesem Selamun, der gerade hochgekommen ist, den ich schon von Jahren schon wieder... Warte. Dieser Selamun... Wartet schnell, bitte wartet schnell, lassen wir Elia sprechen. Ich kann kurz aussprechen. Guck mal, warte schnell, ja. In der Offenbarung 2 will Jesus Christus quasi Kinder töten. Jetzt pass mal auf. Er sagt, der mit Isabel Geist vereint ist, so werde ich seinen Kinder töten. Es ist bezogen auf eine Gemeinde, auf Thyatira. Diese Gemeinde existiert nicht mehr. Also somit wird er keine Kinder töten. Das ist das Erste. Das Zweite, es spricht Isabel an. Isabel war eine Königin, also da steht in den Königen Kapitel, und sie hat andauernd die Propheten versucht zu verführen. Sie war eine Hexe, eine Zauberin, und dieser Geist herrschte noch. Gab es diese Lehre, die sie geglaubt haben, und das war die Gemeinde Thyatira. Und diese Thyatira existiert nicht mehr, also somit wird der Jesus Christus keine Kinder töten, und somit ist die Sache erledigt worden. Ja, aber gesagt, warte schnell, bitte. Warte schnell, Bruder. Ich bitte, Mo, kannst du bitte beten für Dodo, wenn er da ist und zuhört? Mo. Ah, Bruder, ich bin im Geschäft gerade. Okay. Jeder Luca, ich habe eine Frage. Warte schnell. Wir können kurz eine Minute im Geist Stille beten. Alle zusammen, alle auf Stumm und eine Minute kurz wieder dabei. Ich muss bald weiter. Gottes Segen, Bruder. Ja, der Bruder Dode ist da. Wir wollen für ihn beten. Koptik, bist du da, Bruder? Ja, Bruder, ich bin da. Kannst du bitte für Dode beten, Bruder? Natürlich kann ich das machen. Welches Anliegen ist am Gebet? Ja, der Bruder ist ja schon aufgewacht, er ist in Koma oder so. Oh, okay, mach ich, Bruder. Genau, oder vielleicht ist er schon aufgewacht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht er ist am Zuhören, hat geheißen, er ist da bei uns. Dann wäre gut, Baby, bitte. Mach ich. Freunde, ich muss weiter. Vielen Dank für das ganze Gespräch. Danke dir, mein Bruder. Es ist eure Ansicht so, aber ich versuche immer das Beste rauszunehmen. Und wenn etwas kommt, dann nehme ich das je nach Situation, wie ich umsetzen kann. Natürlich mit dem, weiß nicht, was gesagt wurde, Angst, Gott und dies, das. Egal, wir sind alle gläubig. Und wenn wir als Gläubiger denken, dass ein mächtiger Schöpfer Angst hat, das widerspricht schon die Logik eigentlich. Aber es steht im Koran, dass Allah Angst hat. Ja, nicht Angst an. Machen wir bitte uns laut los. Ja, okay, Yusuf, ich möchte, dass Koptik betet für uns, betet für Duda. Okay. Warte, Osan, noch. Shalom. Danke dir. Nicht für und gut. Und seid lieb Shalom miteinander, weil wir Shalom haben in dieser Welt. Schlussendlich im Jenseits werden wir uns treffen und hoffen wir das Beste. Genau. Das ist es so. Gottes Segen dich und deine Familie, Yusuf. Alles klar. Vielen Dank. Also, danke dir noch, Yusuf. Danke, tschüss. Also, Optik, konntest du bitte für unseren Bruder beten? Ja, mach ich gleich, Bruder. Ich mach auf Stunde, dann fange ich an. Tamam.
Hallo? Ja, warte schnell bitte. Was hast du schon, wenn ich fragen darf? Ja, warte schnell bitte. Wie bitte? Nur da bitte die warten, weißt du? Der Bruder ist am Beten jetzt für einen Bruder, der im Krankenhaus ist. Ist der Bruder lautlos? Ist er am Beten jetzt, oder? So, bin ich da. Betest du jetzt, Bruder, oder hast du jetzt gebetet? Ich habe gebetet für ihn. Okay, perfekt, Bruder. Ich auch, war ja auch am Beten. Also, Anwar. Aver. Ich hab mich vermisst. Ja? Wie geht's? Shalom, Ozan. Wie geht's dir? Mir geht's super, Bruder. Hab dich vermisst. Ja, ich habe dich auch vermisst. Was ist jetzt mit dir los? Bist du jetzt kein Koranit mehr? Bruder Luca, ich habe einen so witzigen Hadith gefunden irgendwie. Ich glaube das irgendwie nicht. Weißt du, was das für ein Hadith war? Guck mal, was dann? Die sagen, guck mal, ich bin jetzt zwar kein Koranit, aber das ist trotzdem witzig. Guck mal, die sagen doch eigentlich zu den Koraniten, ihr wisst nicht, wie ihr beten sollt. Das steht nicht im Koran, sondern in den Hadithen. Aber in Sahih al-Bukhari, 530. Hadith steht, der Sahaba, also der Gefährte Az-Zuhri, hat vom Propheten nur das Gebet gelernt, aber als vergessen wurde, wie man betet und was gesprochen wird im Gebet, hat er geweint. Hä? Ja, Bruder, verlass den Islam, habe ich schon 1000 Millionen Mal gesagt. Und? Warum bist du kein Koranit mehr? Die Al-Aqsa-Moschee ist nicht in Jerusalem. Wir wurden verarscht. Ja, siehst du. Ozan, ist kein Koranit mehr. Avar, wie geht's dir, Avar? Warum lügst du über mich, Avar? Ich hab doch gar nichts über dich gesagt, warum? Ja, letztes Mal, wo wir online waren, da hast du, ich denk schon, bekomme nicht mit, was du laberst. Ich glaube, du verwechselst mich. Es heißt Anwar und ich heiße Aware. Ja, ich weiß, du heißt Aware, aber mach deine Kamera an. Bist du nicht mit der Brille und so? Also nein, ohne Brille. Nein, das bin ich nicht. Ja, aber du bist doch der, wo... Nein, du verwechselst mich. Ja, vielleicht, okay, ich verwechsle dich vielleicht, ja. Aber warum bist du so aufdringlich? Okay. Oh, ja. Warum aufdringlich? Ja, Bro, du holst mich hier hoch, sagst, warum machst du das und das? Bro, komm doch erstmal. Ey, ich habe gedacht, du bist jemand anderes. Also ja, dein Gesicht, die kommt mir sehr bekannt, weißt du? Ja, dann chill doch erstmal ein bisschen. Kannst du Arabisch? Ja, ich habe gedacht, du bist jemand anderes, ey, sorry. Ja, okay, aber ich glaube, die meisten hier stimmen mir zu, dass du ein bisschen runterkommen sollst beim nächsten Mal. Warum runterkommen? Erkläre mir, warum. Weil bist du Muslim? Du ladest jemanden ein, okay, ich komme hoch, dann sag erstmal Hallo, das und bla bla bla. Ich lade mehrere Leute ein. Nicht direkt, ja, hast du das und das gemacht. Bro, chill doch runter. Ja, ich habe gedacht, du bist der Typ, der immer wieder kommt, da, weißt du? Ja, okay, dann frage ich, ist das Benehmen, was dir die Bibel gelehrt hat? Ja, das ist das Benehmen, das mir die Bibel gelernt hat. Ah, okay. Genau. Gottes Segen. Anzugreifen, stark. Gottes Segen. Habe ich dich angegriffen? Ja, ja. Warte, Ozan. Bist du Muslim? Ja, bin ich. Also, du bist doch der, wo immer wieder hierher gekommen ist. Ich kenne dein Gesicht, hundertprozentig. Anwar hat ähnliches. Nicht Anwar, ich meine nicht Anwar. Dich, genau dich, dieses Bild hier, dieses Gesicht kenne ich doch. Ja, kann sein. Ja, eben, also, nein, nicht kann sein, hundertprozentig. Das ist ja auch sehr auffällig, dieses Bild, oder nicht? Nein, dein Gesicht ist sehr auffällig. Darum habe ich dich erkannt. Aber ich habe gedacht, du bist jemand anderes. Aber was bringst du? Was willst du mir sagen? Ich wollte nicht sagen, du hast mich hochgeholt. Ich wollte nur zuhören, was du sagst. Ja, okay, also dann gehst du wieder runter. Wer sagt, dass man ohne den Koran nicht beten kann, möchte ich einen schönen Hadith zeigen. Weil der Hadith wird uns alle leider widerlegen hier. Wieder Luca hier für dich, ja? So. Kannst du mich größer machen, wieder Luca, kurz? Az-Zuhri erzählte, dass er Anas bin Malik in Damaskus besuchte, den weinenden Vorfahren, und ihn fragte, warum er weinte. Er antwortete, ich weiß nicht, was ich zu Lebzeiten des Apostels Allahs wusste, außer dem Gebet, das verloren gegangen ist, nicht so gesprochen wurde, wie es sein sollte. Wo steht das? Vida Loca. Ja.
Okay, Ozan, tamam. Liebe Brüder, ich will euch was sagen, deswegen bin ich reingekommen. Und zwar die Zeit ist angekommen, ja, das möchte ich nur sagen, dann bin ich auch wieder raus, wo wir unseren Fokus und unsere Zeit investieren sollen in Leuten, die für die Wahrheit offen sind. Also, ich habe nie gerne jemanden, der etwas sagt und dann wieder geht. Ich weiß nicht, ist er Christ, ist er Muslim, ich denke, er ist Muslim. Und dann will er irgendetwas sagen und dann, pup, raus. Wieder Luca, der hat das ist Katastrophe, wirklich. Ja, Bruder, das glaube ich dir. Miss Igbe, Shalom. Hi. Gottes Segen. Gottes Segen, ja. Gottes Segen. Ich glaube, also, er ist Christ. Ja, ich weiß nicht, aber er hat angefangen, etwas zu sagen und habe gedacht, geht dann gerade raus. Und das habe ich nicht so gerne. Weißt du, jemand kommt und sagt irgendetwas und ich weiß nicht, wer ist er, weißt du? Also, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Der ist Christ, glaube ich. Egal, ob Christ oder Muslim, egal. Ich bin Christ. Shalom. Ja, egal, Bruder, mir hat nur gestört, weißt du, dass du gesagt hast, du sagst, dann gehst du. Und dann habe ich überlegt, was ist er jetzt? Christ, nicht Christ? Aber egal. Also Bruder, die Dame, warte schnell bitte, Bruder. Ich lasse jetzt die Dame aussprechen, nachher kannst du aussprechen, okay? Okay. Aber bitte bleib, geht bitte nachher nicht gerade raus. also Miss, bitteschön. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass er Christ ist, ja. Okay. Danke. Wieder Loka, ich wollte, das war nicht böse gemeint, sondern ich wollte dir als Christ, Bruder, also vom Bruder zu Bruder sagen, dass wenn man eine Stunde mit jemandem redet, ja, der für die Wahrheit schon tausendmal gehört hat und nicht offen ist, dann ist das nur ein Tipp für dich und für alle Geschwister. Man könnte in dieser einen Stunde vielleicht drei Leute in der Realität erreichen. Das ist das, was ich sagen wollte, mehr nicht. Ja, da ist es so. Und ich, also, du glaube ich, hast es missverstanden deswegen. Nein, ich habe nur gehört, ich sage etwas, dann gehe ich wieder und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Muslim, der irgendetwas sagen will wieder gehen, weißt du? Darum habe ich gedacht, komm. Nein, aber nicht für gut. Ein paar Mal schon bei dir. Ja, ich weiß, Bruder. Doch, aber weißt du, ja, Luca, ab und zu. Okay, wieder alles Gute, Gottes Segen euch allen. Senata hat Angst. Daraus. Okay, mein Bruder, vielen Dank. Gottes Segen. Gottes Segen. Senat hat Angst, er kommt dachte, nur und... Ich dachte, die Überlieferung zeigt, wie man beten soll. Sie machen aber nur nicht, Videos, dass Bruder. Ist. Was machen wir jetzt? Ei. In dem Hadith steht, man soll den Miswak in sein Ohr halten, weil ohne das kann man nicht beten. Sahi eingestuft. Wieder Luca, warum holst du mich wieder hoch? Ich hole dich wieder hoch, weil du so groß sprichst und lachst gerne. Du kickst einen christlichen Brüder, nur weil... Ich kicke, wer ich will. Hat dir das nicht beigebracht? Nein, dein Prophet hat dich beigebracht, zu lügen, zu täuschen, zu betrügen. Nein. Und dein Gott hat dich beigebracht, kleine Kinder Bunga Bunga zu machen. Trug, in der Sura 65, Vers 4. Trug ohne Ende. Ozan, sei leise jetzt. Sura 65, Vers 4. Hast du einen Koran bei dir? Da geht's um die Scheidung. Hast du einen Koran bei dir? Guck mal, wieder Luca. Hast du einen Koran bei dir? Ich hab's dir getan. Guck mal, ich widerleg's dir. Hast du einen Koran bei dir? Gib mir kurz einen Moment. Sura 65, Vers 4, aufmachen. Ich kenn die Sura. Die wird auch schon okay, los. Endlich ist wie du, Alter, wenn, verstehst du? Ja, wir gehen jetzt schauen zusammen. Ja, also, wir gehen schauen. Dass dein Allah erlaubt, Sex mit nicht pubertärenden Kindern. Gehen wir jetzt schauen. Sura 65, Vers 4. Wieder Luca, kannst du mir was definieren? Versteht das nicht, ne? Wieder Luca. Definier mal Indoktrination. Sura 65, Vers 4. Erstmal definier Indoktrination, bitte. Das ist das, was du gern machst. Sura 65, Vers 4. Aber ganz kurz, mein Laptop liegt ganz an. Ja, jetzt hier. Gib mir kurz einen Moment, wieder Luca, okay? Du bist ein Intelligenzbestier, deswegen brauchst du ein bisschen Zeit für dich. Alles gut. Oh ja, warum bist du nicht mehr auf Discord? Ich hab nichts zu tun, ja. Ich hab ein Projekt am Starten, das ist ein bisschen groß. Ja. Ich hab wirklich keine Zeit für so eine Klausur und so lernen. Alles gut. Aber ich möchte eine Erklärung haben für die Hadith, die man beten soll. Ozan, was bist du? Welcher Akida folgst du? Ich möchte wissen, wie man betet.
Ich weiß es nicht. Kopfstand, Handstand. Wie macht man das? Du bist ja voll lustig. Islam verlassen macht man das. Kurz und praktisch. Ich bezweifle, dass du wirklich ein Muslim bist. Sag mal, ist nicht her, der Özan. Ich sag gar nichts. Ah, entlarvt. Zeig dich mal. Allah weiß, dass ich Muslim bin, das reicht aus. So, ich möchte einfach nur wissen, wie betet man? Das ist ja das gerade nicht Gesprächsthema. Wie betet man? Ich möchte wissen, wie man betet. Nein, wie zu beten. Wir sind jetzt zu der 65, Vers 4. Ja, Luca, ich möchte dir mal widerlegen. Wie betet man? Zeig mir bitte, wie man betet. Wie denn? Erzähl du. Nein, ich möchte wissen, wie man betet, weil ich hab's verlernt. Ich will deine Erklärung wissen. Nein, ich weiß es ja nicht. Deshalb okay, dann nimm ich die skeptische, agnostische Position an und sage, ich weiß es nicht. Und dir erklär's mir mal jetzt. Okay, ich weiß es doch nicht. Ich frage, weil ich das nicht weiß. Ehrlich jetzt? Ja, ich weiß, wie betet man. Okay, ich weiß auch nicht. Bitte schön. Okay. Wieder Luca. Ja, ich bin da. Sura 65, Vers 4. Bitte aufmachen und uns alle zeigen. Hast du Lust, auf Discord zu kommen, weil ich kann meine Kamera hier nicht öffnen. Das geht nicht. Warum nicht? Ich habe nicht genug Follower dafür. Ja, okay, dann ist egal. Sura 65, Vers 4. Vorlesen. Lies du mir mal vor, ich kann nicht lesen. Nein, du kannst sicher lesen. Tu vorlesen. Ich bin ein Analphabet. Du bist wie Mohammed, Analphabet. Ja, wie Johannes, ne? Wie Johannes, das Johannes-Evangelium. Ja, wie Mohammed, Analphabet. Wie Johannes, stimmt. Johannes sagt das selber. Er ist, wo steht, dass Johannes Analphabet ist? Komm auf Discord, wir machen das. Ist kein Analphabet. Komm auf Discord, ich bin hier. Was, komm auf Discord? Ich kann nicht öffnen, das brauchst du. Sura, tusch lesen, Sura 65, Vers 4, vorlesen. Was ist das denn? Um was geht's da? Erzähl mal. Das geht darum, dass dein Allah erlaubt Sex mit kleinen Kindern, die keine Pubertät hatten. Na, lies mal vor. Ja, du musst vorlesen, du hast dein Buch da bei dir. Ich bin ein Analphabet, lies vor. Schau mal, wer sich schämt, sein eigenen Koran zu lesen. Stellt euch vor, er schämt sich, sein eigenen Koran zu lesen. Wenn ihr Zweifel hegt über jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisst, dass ihr Frist 3 Monate beträgt. Und das Gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Also, du hast ein kleines Mädchen geheiratet. Das ist die Sura 65, Sura Talak. Ein Mädchen, die keine Menstruation gehabt hat, machst du Bunga und dann musst du 3 Monate warten. Hier, wenn ihr Zweifel hegt über jede eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisst ihr, dass ihr ihre Frist 3 Monate beträgt. Und das gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Ja, kleine Kinder, Bunga gemacht. Nein. Mit kleinen Kindern Bunga gemacht. Erzähl mal jetzt, dass dein Prophet erlaubt Bunga mit Kindern, die noch nicht einmal Menstruation gehabt haben. Mit kleinen Kindern. Erklär uns das einmal. Guck mal, du musst dir das so vorstellen. Ibn Battal schreibt: Die Gelehrten stimmen zu, dass es für Väter erlaubt ist, ihre jüngere Töchter zu heiraten. Auch wenn sie noch nicht in der Wiege sind, jedoch ist für die Ehemänner nicht erlaubt, die Ehe mit ihnen zu vollziehen. Das heißt, Geschlechtsverkehr zu haben, bis sie gefahrlos für den Verkehr bereit sind. Sahih Bukhari, Bruder, also wer hat dich jetzt verarscht? Also, soll ich, du, ey, verarscht. Also, warte schnell. Ey, sag Sahih Bukhari, wer hat dich verarscht? Oder Kayan Bukhari und bla bla. Ey, ich habe die Sura gelesen. Sura 65, Vers 4. Korrekt? Ja. Und er hat selber gelesen. Kleine Mädchen, die keine Menstruation gehabt haben. Wer ist damit gemeint? Okay, so. Wer ist damit gemeint? Und sein Ausspruch, wenn ihr verwirrt seid, gibt es 2 Aussprüche. Eines davon, der Ausspruch einer Gruppe von Vorgängern wie Mujahid und Suri und Ibn Said, also
Sahaba von Propheten, okay? Das heißt, wenn sie Blut sehen und Zweifel haben, ob es sich um eine Menstruation oder Istihada handelt und sie verwirrt sind. Was? Ey, hier geht es darum, schau, damit jeder sehen kann. Hier sehen wir, und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Okay, und dann tust du dieses Kind penetrieren. Wir haben hier Miss. Du tust dieses Kind penetrieren und machst da unter alles kaputt. Und dann kommt Blut. Und was ist die Aussage? Weil du nicht sicher bist, vielleicht hast du dich, wie viele Kinder verbluten? Wie viele Kinder verbluten in islamischen Ländern, weil sie aus kleinen Kindern Bunga Bunga gemacht werden? Wie viele Kinder muss ich die Seite aufmachen? Hör mal zu. Mädchen, da. Blut, wenn sie Blut, nein, das steht hier geschrieben. Und auch für kleine Kinder, die das Menstruations noch nicht erreicht haben. Dass ihre Wartefrist für Frauen entspricht, die ihre Menstruation hat. 3 Monate, du hast Bunga Bunga gemacht mit deinem Kind, die nicht einmal ihre Menstruation hatte. Du hast da unter alles kaputt gemacht mit deinem Pipi, okay? Alles kaputt gemacht und die Gelehrten sagen hier, welche Gelehrten? Welche Gelehrten, Jahil? Was steht hier, Jahil? Wer? Was steht hier? Wer ist das? Wer ist das? Erklär du mir, wer ist das? Sag mal, wer das ist. Du hast keine Ahnung. Du rufst mir zu Discord und hast keine Ahnung, Mann. Ja. Was soll? Ach, oh, Mann. Ich kann gerne auf Discord, ich kann dir meine Kamera. Komm auf Discord, mach das gerne. Topic wird sein, ob du indoktrinierte Stück. Ja, beweisen kann, ob die Trinität lernen. Logisch ist. Geh mal deine eigene Religion lernen, bevor ein fliegende Schienbein ist logischer aus der Trinität. Okay. Du hast recht. Eine fliegende Schienbein, die du anbeten tust. Eine fliegende Schienbein. Was willst du sprechen? Du bist Indoktrination. Also, Sura 65, Vers 4. Gibst du zu, dass da kleine Kinder gemeint sind? Ich gebe nichts zu. Okay, dann geh runter. Ja, ich geh runter, komm mal auf Discord. Dann geh runter. Was für Discord, Mann. Komm, sei leise, Discord. Du kannst hier nicht einmal eine Frage beantworten und rufst mit Discord. Gib's erst lieber zu, Mann, dass dein Gott erlaubt, kleine Kinder zu penetrieren. Und wenn man dort unter Blut sieht, ist vielleicht ein Istihad, vielleicht ist sie krank, vielleicht ist Menstruation. Nein, vielleicht hast du aber alles kaputt gemacht da unten, Mann. Ja, die. Was für ein Gott. So wie sie es brauchen. Wie es ihnen in den Kram passt. Unglaublich. Also, sie kennen sich nicht Discord. ihre eigene Religion, sie kennen nicht mal ihre eigenen Schriften. Ja, Ibn Kathir, wer ist das? Wer ist das? Sahih al-Bukhari zum Beispiel, wer ist das? Ja, Bruder. Wo nennst du dich? Keine Ahnung. Dann wollen solche Leute aber über Islam debattieren und denken, sie hätten jetzt krasse Argumente, um dich fertig machen zu können. Miss, bist du Christin oder bist du Muslima? Christ. Okay. Freut mich. Wahnsinn. Awar, wer oder wie du heißt, was willst du jetzt wieder? Warman TV, hör auf zu lügen, du warst nicht dabei. Na ja, komm. Komm, sei leise, komm. Ich dreimal hoch. Ja, komm. Und die wieder runtergeworfen, ja. Bravo. Das Problem ist, dass die Moslems nicht wirklich einsehen wollen, also sie tun es schon irgendwie, bemerken, dass ihre Religion fragwürdig ist, aber sie wollen es nicht akzeptieren. Die Muslime sind, schau mal, die Muslime, die hier auf TikTok sind, sie sind am Lügen, sie sind am Täuschen, am Betrügen. Sie täuschen sogar Konvertierung angeblich. Christen gehen in ihre Streams und dann werden Muslime und dann weiß jeder, dass das war gar kein Christ, das war ein Muslim, der sich getarnt hat. Und die Videos kursieren hier, sie lügen über mich, sie lügen über meine Frau, meine Ehe, mein Kind, meine Familie. Warum? Weil sie theologisch nicht weiterkommen. Sie kommen nicht weiter, darum müssen sie lügen und täuschen wie Allah. Der selber täuschen tut, der selber lügen tut.
Genau gleich wie der Typ, er kommt rein, Sure 65, Vers 4, nein, nein, ist nicht das so, dann liest er selber, kleine Kinder. Weißt du meine, da kommt er mit jedem Tafsir, ich mache die richtige Tafsir auf, lese vor, kleine Kinder. Die werden bunga bunga gemacht. Und dann heißt es, wenn du blutunter siehst und du nicht sicher, ob eine Menstruation ist. Aber vielleicht hast du da unten alles kaputt gemacht. Alles zerstört da unten von dieser Frau und sie verblühtet und stirbt. Wie in viele arabische Länder. Stell euch vor. Ja, das ist immer dasselbe Spiel mit denen. Ja. Ja, das ist auch. Unzählige Male habe ich das selbst auch erlebt, ja, so wie auch immer, das mit dem, das muss man alles im Kontext immer sehen, das was ihnen nicht in den Kram passt, das muss man im Kontext sehen und was ihnen in den Kram passt, das nehmen sie dann eins zu eins hin und sagen, das zählt für jetzt. Ja. So wie, am besten ist auch das so wie, ja, wenn du eine Menschenseele tötest, dann ist das so, wie wenn du alle tötest, ne? Da gibt es ja auch so einen Koranvers. Das ist dann auf einmal nicht im Kontext zu verstehen, aber die anderen Sachen schon. Bist du da? Ich sehe immer wieder da, aber wo ist da? Ah, da ist da, der Bruder. Ist er das oder ist jemand anderes mit seinem Account? Gottes Segen, mein Bruder Dode, wenn du dazu hörst. Gottes Segen dich und deine Familie, mein Bruder. Gottes Segen, Dode. Schön, dass du wieder Gottes zurück Segen. Bist. Gottes Segen. Seit wann bist du live wieder? Seit wann bist du drinnen? Seit ein paar Stunden, Bruder. Seit ein paar Stunden. Shalom, Dode. Hallo? 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 Man hört nichts. Doda! Also habe ich stumm geschaltet, ich höre nichts. Ja, yes. Keine Ahnung, was da abgeht. Komisch, ich kann nicht stumm schalten oder so. Was mich auch richtig ankotzt, echt diese. Ich meine, das zum Thema Palästina und Israel. Da sind Leute auf der Straße, die angeblich für die unschuldigen Zivilisten in Gaza auf die Straße gehen, die dann hissen sie Al-Qaida-Flaggen und rufen Allahu Akbar und halten Schilde in die Höhe, wo steht, das Kalifat ist die Lösung. Und dann wundern sie sich darüber, dass man ja, die nicht im Land haben möchte. Dann auf einmal ist das Rassismus, dann ist man islamophob, wenn man das kritisiert. Ja. Die zeigen so ihr wahres Gesicht und da fehlt mir die Selbstkritik, ja, von vielen angeblich, die sagen, wir sind liberale Muslime, wir haben mit dir nichts zu tun. Da fehlt mir die Selbstkritik, da sollten die sagen, hey, kommt nicht auf solchen Demonstrationen, ihr seid radikal, ihr habt hier nichts zu suchen. Aber nein, sie rufen zusammen Allahu Akbar. Gemeinsam gehen sie auf die Straße und das sind ja ihre Achis, ne? Ihre Glaubensbrüder. Ja, da ist es so, ja. Ihr kritisiert eh alles, was die Muslime machen. Aber okay, hat erstmal geschrieben. Wir kritisieren ja, nicht alles. Es gibt auch, und die Kritik ist auch berechtigt. Die unzähligen Terroranschläge, die unzähligen Messerattacken, ja, und so weiter. Da könnte man bis nächste Woche darüber sprechen, die unzähligen Einzelfälle, ja, die es jedes Mal gibt. Und da ist es auch wichtig, dass man nicht schweigt, sondern auch seinen Mund aufmacht und auf diese Probleme hinweist. Ja. Doda, bist du da? Du redest, aber man hört dich nicht, Bruder. Vielleicht redest du gerade, aber man versteht dich nicht. Mach mal auf stumm und dann entstumm dich nochmal, Bruder. Doda? Ja, ich glaube, man muss ja schon. Ich höre ihn nicht. Also ich kicke ihn wieder raus und dann wieder rein. Ich höre ihn auch nicht.
Weil ich komme, ich höre nicht. Einer schreibt, jo, alle Muslime sind schuld. Das ist deine Antwort, alle Moslems die Schuld, anstatt du sagst, ja, wir haben solche problematischen Leute bei uns. Es gibt islamistische Terroristen. Und wir machen uns am Anfang von denen. Ja. So, da? Doda? Shalom, Doda, Gottes Segen, Bruder, dich und deine Familie, wenn du so hörst. Wie, Bruder? Langsam, mach mal einen Stück durch alle, bitte. Ich muss wieder locken. Bro, man muss ihn ja sagen, man hört ja den Hintergrund. Ich habe eine Stimme. Er versucht zu reden, er ist aber noch schwach, heißt es. Ja, Bruder, entspann dich, Bruder, Dode. Tust dich ausruhen. Was ist los? Was hat er? Er ist in Koma gegangen und so. War lange im Spital. Ach so, wusste ich nicht, Bro. Tut mir leid. Hörst du uns? Sag mal, mach mal Stummen für Ja und Stummen für Nein. Ja, so, ich höre nichts. Aber er hat es geschrieben. Eben, er kann nicht reden. Also habe ich stumm geschaltet, die Hörung nicht. Es ist sehr laut dort. Oh je, das wusste ich nicht, oder? Gute Besserung, Bro, echt, Gottes Segen. Aber er ist jetzt komplett wach, aber er hat noch Kanüle im Hals. Deswegen ist das Reden bei ihm sehr schwer. Eben, dann muss ich nicht reden, ist schon gut. Hauptsache, genau. Hauptsache, ihm geht's gut, Bruder, wieder. Ja, voll. Ja, genau. Ich hoffe einfach, dass nicht so viel für ihn ist, da, wenn wir darüber sprechen, da Islam oder so, weißt du. Dode, Gottes Segen dir, mein Bruder. Schön, dass du wieder da bist. Tust dich ausruhen, mein Bruder. Kraft sammeln. Und dann... Wir treffen uns wieder hier auf TikTok, mein Bruder. Ja. Ich wünsche dir auch Gottes Segen, Doda. Auch wenn ich dich nicht kenne. Aber wenn du ein Christ bist, dann bist du mein Bruder in Christus. Also, ja. Amen. Amen. Worldwide Muslim hat gefragt, was heißt es, Christ zu sein und wieso seid ihr davon überzeugt? Worldwide Muslim. Was es heißt, Christ zu sein, wo hat er das geschrieben? Ich bin noch ganz oben. Okay. Was heißt es, Christ zu sein und wie seid ihr davon überzeugt? Christ zu sein, musst du die Bibel lesen. Dann erfährst du, was bedeutet Christ sein. Und warum wir überzeugt sind. Weil Allah ist nicht Gott, Mohammed ist ein falscher Prophet. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und was in der Bibel steht, ist die Wahrheit.
Und die Bibel besagt, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, er sei verflucht. Und das ist mit Mohammed passiert. Darum ist er nicht Gott. Also ist Allah nicht Gott. Ja, und ein Christ zu sein heißt, vom ganzen Herzen an Jesus Christus zu glauben und ihn angenommen zu haben. Also es ist eine feste Überzeugung, gemäß Hebräer 11, 2. Und der Glaube kommt ja aus der Verkündigung. Also Römer 10, Vers 17 besagt, der Glaube aber kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung ist das Evangelium. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Menschen das Evangelium bekommen, damit sie zum Glauben kommen. Also wenn sie wollen natürlich. Das ist ja eine individuelle Entscheidung, ob man daran glauben will oder nicht. Ich habe das Evangelium gelesen und ich habe daran geglaubt und habe somit Jesus Christus angenommen und bin errettet, weil ich glaube. Und allein der Glaube rettet den Menschen. Also ein ganz fester Glaube. Amen. Mein Bruder und Schwestern, ich will nicht weiter stören. Ich muss dann kurz weg. Ich hole meinen Bruder ab. Euch allen Gottes Segen und noch einen gesegneten Tag. Danke, gleich. Amen, Bruder, Gottes Segen, dir und deiner Familie. Maschallah, wieder Luca. Maschallah, dieses Bild. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Nein, gar nichts zu tun. Ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, weil jeder Mensch Sünde in sich hat. Jesus musste Mensch werden, also er musste uns gleich werden, damit er für uns sterben konnte. Und er nahm die Sünde auf sich, er nahm den Zorn Gottes auf sich, damit wir die Möglichkeit haben, vor Gott gerecht zu werden, gerecht stehen zu können. Und man kann nur gerecht vor Gott stehen, wenn man an ihn glaubt, wahrhaftig vom Herzen. Amen, ja. Sehr gut gesagt, Schwester. Ja, dann tauft sie mich endlich. Bist du aus Christ geboren? Ich? Ja. Ja, ich glaube vom Herzen, ja. Okay, schön, schön, freut mich. Hast du eine Gemeinde? Gehst du in eine Gemeinde? Leider habe ich keine Gemeinde. Also in meiner Umgebung sind nur liberale Gemeinden und da würde ich nicht hingehen. Okay. Wo wohnst du? Deutschland, Österreich? Deutschland. Deutschland. Ich kenne einen Bruder, er kennt viele Gemeinden, da er kann dich sehr wahrscheinlich helfen, wenn du Hilfe brauchst, um eine gute Gemeinde zu finden. Und wenn du willst, kannst du dich einmal bei mir melden und dann kann ich den Bruder dir empfehlen und dann kann ich dir helfen, eine Gemeinde zu finden. Jo, alles gut. Wenn du willst, ja. Wenn du willst. Und ihr kommt aus Österreich? Ich bin aus Wien. Ich bin aus der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. Ach so, okay. Wo findet jemand, der ermordet wurde, Gerechtigkeit? Ich meine, das Problem ist, wir Menschen tun Sünde bewichtigen. Wir sagen zum Beispiel, ja, Lügen ist nicht schlimmer als Töten. Oder Klauen ist nicht schlimmer als Töten. Wir geben der Sünde ein Gewicht, aber die Sünde ist gleich Tod. Jede Sünde ist tot. In dem Sinne, egal was du getan hast, egal was für eine Sünde du getan hast, du hast den Tod verdient. Ja, genau, alle Sünde sind gleich schlimm. Richtig. Amen, ja, da ist es so. Bist du schon da auf TikTok? Ich, meinst du mich? Genau, dich, ja.
Ich bin zum ersten Mal hier jetzt in deinem Live. Ich bin zum ersten Mal live. Ah, okay. Ja, freut mich. Gottes Segen. Pass auf hier auf TikTok. Ja. Da ist wirklich so verrückt auf TikTok. Mhm. Ja. Viele Verführungen, viele Lügen, viele Menschen, die wirklich um Lügen und Täuschen sind. Richtig krass. TikTok ist eine Arena. Ja. TikTok Kolosseum. Gottes Segen. Shalom. Gottes Segen. Gottes Segen. Shalom. Shalom, Schwester, Shalom. Shalom, alle zusammen. Jemand hat Esma hat geschrieben, deshalb muss man für seine eigenen Sünden büßen und nicht durch Jesus. Also wenn du, das heißt eigentlich, dass du den Zorn Gottes, also ja, der Mensch verdient. Also ich frage, diese Person, die das geschrieben hat, in dem Sinne betreffend, deswegen muss man für seine eigene Sünde büßen und nicht durch Jesus. Ich frage ihn einmal, warum hat dann Allah einen anderen Menschen Kreuz genagelt und nicht Jesus ein Kreuz gehen lassen? Warum hat dann Allah das Leben von einem Menschen verschont, Jesus zum Beispiel, und an seiner Stelle jemand anderes ein Kreuz genagelt? Warum musste jemand anderes für Jesus sterben? Wenn jeder für seine eigene Sünde stirbt. Das ist keine Täuschung, Esma. Weißt du, das Ding ist, das, was Esma gerade geschrieben hat, da ist mir 1. Korinther eingefallen, 1. Korinther 1. Hm. Und zwar, da spricht Paulus von der Weisheit der Menschen und der Weisheit Gottes. Also quasi die Weisheit des Menschen tut die Kreuzigung Jesu verleugnen und als töricht ansehen, weil sie Gott nicht erkennen. Das ist das Problem. Genau. Das Kreuz ist für solche Menschen eine Torheit. Ja, genau. Und die dämonische Weisheit. Ja, das ist... Gottes Segen. Shalom. Gottes Segen, mein Bruder. Shalom. Shalom. Gottes Segen. Shalom. Also. Wo sagt Jesus, ich bin Gott, bete mich an? Nein. Überall! Nein. Wieder locker, warum flüchtest du vor dieser Frage? Wir haben genug Brüder hier, die auf diese Frage eingehen kann. Alles Jahils, oder wie? Alles Jahil, ja. Ich bin ein Jahil. Ich weiß nicht. Ist auch gut, dass so. Ich bin so gesehen genau... Das, was ihr nicht seid, ich bin ein Atheist. Und vollkommen. Ja, auch mal interessant. Ich glaube nicht an Gott, respektiere aber allen Lebens. Ich unterscheide nicht zwischen Religion, sondern nur den Menschen, den Tieren. Ich respektiere die Natur, was ihr Gott nennt. Aber ich habe keinen Glauben in puncto Bibel, Koran, Tora oder Ähnlichem. Dürfte ich dir eine Frage stellen, Tanja? Ich möchte dich jetzt nicht auf den Prüfstand bringen. Ich will einfach nur aus Interesse. Würdest du dich eher Atheistin nennen oder Agnostikerin? Also falls du den Unterschied nicht kennst, ein Atheist ist einer, der sagt, es gibt keinen Gott. Ein Agnostiker ist einer, der sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich würde eher sagen, ich bin Atheist. Okay. Also es gibt kein Gott. Woher kannst du schon mir beweisen, dass es kein Gott gibt? Beweise mir, dass es einen gibt. Ja, aber ich frage dich zuerst, ob du beweisen kannst, ob ein Gott gibt. Dass es kein Gott gibt, Entschuldigung. Wieder locker kannst du mich nochmal hochholen, weil ich ja mich doppelt. Ich kann dir persönlich nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, wie du mir auch nicht beweisen kannst, dass es einen gibt. Doch, ich kann beweisen, dass es einen gibt. Ja? Ja, ich kann beweisen. Also der Beweis... Es gibt Argumente dafür. Also der Beweis, dass es einen Gott gibt, ist, dass... Erst einmal, wir haben eine Bibel, die...
von Gott kommt, ein Buch. Und dann haben wir diese ganze Welt und Weltall und alles, was so perfekt gemacht wurde. Wir sehen zum Beispiel, dass wenn die Welt ein wenig näher, ja, so perfekt in dem Sinn, dass wenn die Welt zu nah an der Sonne wäre, würde kein Leben geben, oder zu weit weg würde auch kein Leben geben. Wir sehen ja im Weltall, wie der Weltall gemacht ist. Ja. Oder? Genau. Ja, das sehe ich auch, aber das sehe ich genau. Eher wissenschaftlich. Aber, ja, aber darf ich was dazu sagen? Ich bin da locker gleich. Ja, sicher, Bruder, sicher. Ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht, da der Weltraum unendlich ist, dass es auch irgendwo anders Leben geben könnte, wo es ähnlich ist. Darf ich darauf eingehen, wieder locker? Ja, Bruder, sicher, Bruder. Ich lasse dich, sprich nur, Bruder. Weil ich finde das interessant, weil genau das Thema war, also Atheismus an sich, das war genau mein Thema, als ich mit Apologetik angefangen habe. Also Tanja, es geht nicht darum, zu beweisen, ob Gott existiert oder nicht, weil ich kann ihn dir nicht auf ein Serviertablett bringen, weißt du, das ist klar. Ich hoffe auch nicht, dass du das erwartest. Aber es gibt gewisse, es gibt halt gewisse Dinge, wo wir sagen, es liegt nahe, dass es einen Gott gibt, weil sonst gewisse Dinge nicht Sinn machen würden. Jetzt allein schon, weil wir sagen Wissenschaft. Ja, der Konsens der Wissenschaft, wie überhaupt die Untersuchung von Wissenschaft angefangen hat, war, indem man Gesetze in der Natur gesehen hat und man davon ausgegangen ist, dass es einen Gesetzgeber gibt. Das heißt, selbst der Ursprung der Wissenschaft hat einen theistischen Ursprung und nicht einen atheistischen. Jetzt gibt es aber in der Wissenschaft zwei Bereiche, einmal den experimentellen Bereich und einmal den theoretischen Bereich. Der experimentelle Bereich lässt sich wunderbar nachweisen, Tatsachen, wir können das beobachten, wir können damit experimentieren. Der theoretische Bereich ist genau dieser Bereich, wo wir uns im Thema Atheismus bewegen. Weil ich würde sagen, der Wissenschaft steht mit dem Glauben zu Gott überhaupt nicht in einem Widerspruch, sondern eher in einem perfekten Einklang. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Wissenschaft ist ein großes Problem für den Atheismus. Weil, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel der Kosmos und alles, was existiert, es gibt gewisse Naturgesetze. Es gibt gewisse, ich sag mal, Umstände, die existieren müssen, damit gewisse Dinge passieren können. Wie zum Beispiel der Urknall. Sagen wir mal, es gab einen Urknall. Also bis heute sind sich alle Wissenschaftler, die es gibt, einig, ist ganz normaler Konsens, dass das Universum einen Anfang hatte. Da sind sich alle einig. Ja. Und jetzt kommen drei Prämissen. Prämisse 1 ist, alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. So wie du, so wie ich, so wie die Bäume, Häuser, Tiere, Vögel, Pflanzen. Alles, was einen Anfang hat, alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Prämisse 2 ist, das Universum hat einen Anfang. Prämisse 3 ist, das Universum hat eine Ursache. So, jetzt gibt es festgelegte drei Umstände, die es geben muss, damit man die Ursache des Universums erklären kann. Und diese unverursachte Verursachung muss drei Eigenschaften haben. Es muss einmal außerhalb von Raumzeit und Materie existieren können, weil Raumzeit und Materie erst dann entstanden durch den Anfang des Universums und den Kosmos, den wir heute kennen. Zweitens muss dieses Etwas den Willen dazu gehabt haben, das zu tun. Weil wir können nicht fragen, wann es war, weil es gab noch keine Zeit. Wir können nicht fragen, wo es war, weil es gab noch keinen Raum. Nein. Die einzige Frage, die wir stellen können, und jetzt kommt das Dritte, wer war es? Jetzt können Menschen natürlich dieses eine, keine Ahnung wie, nenn es wie du willst. Wir nennen dieses Etwas Gott. Ja. Und jetzt kommt natürlich das Highlight des Ganzen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Im Endeffekt ist es folgendermaßen. Würdest du, also versteh mich nicht falsch, das sind keine Trickfragen. Wirklich überhaupt nicht. Nur ich möchte einmal deine Position kennen. Und zwar, würdest du sagen, dass Mord und Mord an Kindern absolut objektiv böse ist? Natürlich. Das Problem ist aber, dass du aus atheistischem Standpunkt dies nicht tun kannst. Denn jede Meinung, die es gibt, bleibt subjektiv. Du hast kein Fundament, worauf du sagen kannst, dass ein moralisches Gesetz besteht, das objektiv ist.
Wer bestimmt, was gut und weiß böse ich nicht. Ist? Es gibt Leute, die sagen, der Mord an Kindern einer Ethnie, eines Glaubens, eines was auch immer, ist gerechtfertigt mit irgendetwas. Hey, wieder locker. Ja. Wieder locker. Ja, ich? Shalom. Ich hab mal nur eine Frage. Meine persönliche Meinung ist... Tisch, warte schon mal. Warte bitte ein wenig, zwei Minuten oder so, bitte. Ich bin da noch kurz raus, ich will dich nur kurz was fragen. Nein, aber du kannst nicht Fragen stellen, dann rausgehen. Wenn du mir Fragen stellst, dann ich würde gerne darauf eingehen und dann wäre es schön, wenn du da bleibst. Verstehst du? Ja, okay, dann mach mal, weil ich habe nicht so lange Zeit. Ja, also, was ist los? Was hast du für Fragen? Ganz kurz, da reden zwei Leute und da kommt rein, ich habe eine Frage, mach mal schneller. Was glaubst du überhaupt? Verpiss dich, Mann, du Opfer. Ist gut, Bruder, nicht beleidigen, Bruder, ist gut, Bruder. Kennst du ihn, Bruder? Ich kenne ihn nicht. Okay, Bruder, okay, also, Jamal, was ist los? Nein, wir gehen nachher. Ja, also, was ist los, bitte, was ist los, komm. Guck mal, du stellst gerade den Islam als gefährlich dar, während Palästina gerade von den Juden bombardiert wird, auch ihr Christen werdet da bombardiert. Warum greifst du nicht ein einziges Mal das Judentum an? Warum greifst du immer nur den Islam an? Okay, schau mal, wenn ich dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise angegriffen habe, es tut mir leid. Okay? Das erste Mal, das ist nicht meine Absicht. Das zweite ist, alles was ich hier geschrieben habe, ist die Wahrheit. Ich habe nicht gelogen. Ich stelle nichts schlechter dar, wenn es so ist, wie Frauen schlagen, Sure 4, Vers 34, die Hadithe, die das bestätigen. Oder dass zum Beispiel, ich habe geschrieben, dass der Prophet Mohammed besessen war. Er war besessen, das kann ich beweisen. Verstehst du, alles was du hier siehst, die du zu mir sagst, es wäre ein Angriff an deine Religion oder die würde deine Religion schlecht machen, ich kann es beweisen. Ich frage mich gerade nur, warum erzählst du nicht, dass im Judentum das Auslöschen jeglicher Lebewesen erlaubt ist? Da ist es doch noch schlimmer. Ja, aber. Wir sehen hier auf TikTok kein Jude, die meine Religion angreift, aber Muslime, die lügen, die täuschen, Muslime, die sogar über meine Religion dann auch lügen und täuschen. Und ich sehe hier auf TikTok kein Jude. Ich sehe auf TikTok kein Jude, die meine Religion angreift? Nein. Siehst du nicht. Tanja, am besten du stellst dich stumm, weil man hört, dass das Telefon klingelt. Oh. Nein, ich sehe hier keinen Juden auf TikTok. Okay, aber du brauchst doch keinen Juden auf TikTok zu sehen. Du brauchst einfach nur nach Palästina rüber zu gucken und da siehst du doch, was die Juden mit euch Christen auch machen. Ja, aber okay, Palästina. Warte ganz kurz. Wieder locker, Bruderherz. Das ist ganz einfach, Bruderherz. Das Problem ist, die Frage ist, was ist die Intention der Hamas hier? Die was? Sag mal. Was ist die Intention der Hamas? Die Intention der Hamas. Ja, was möchten die? Ah, du bist so ein typisches Medienopfer, was gerade einer auf Experte spielen will, dass die Hamas jetzt schuld ist, dass der Völkermord passiert. Das ist eine ganz einfache Frage. Das habe ich nicht gesagt. Also, warte schnell. Wer ist schuld? Schau mal, warte schnell bitte. Der Prophet Mohammed hat alle Juden... Warte schnell bitte. Warte schnell, Pate, bitte. Alle warten. Also bitte warte schnell. Also, zuerst einmal müssen wir beachten, dass der Prophet Mohammed angefangen hat mit Völkermord. Er ist von Mekka bis nach Europa gekommen mit über 700 offensive Dschihad. Er hat Frauen entführt, Kinder entführt, Länder geklaut, alles übernommen und das von Mekka bis nach Europa. Warum tust du das nicht kritisieren? Ah, er hat auch Kinder getötet und so? Hat er das auch? Wenn der Prophet Mohammed befiehlt, dann hat er auch getötet, ja? Er ist schuld. So komisch. Bei uns gibt es eine Kriegsregel im Islam. Es dürfen weder Kinder getötet werden, noch Frauen getötet werden. Wenn ich dir zeige, dass Kinder getötet werden dürfen. Bitte? Wenn ich dir aber zeige, dass Kinder getötet werden dürfen und Frauen, was ist dann? Bäume zerstört werden. Bei uns im Islam dürfen weder Frauen noch Ältere noch Gebäude dürfen nicht mal zerstört werden. Wenn ich dir zeige, dass es erlaubt ist im Islam Kinder zu töten,
Was ist es? Was ist es dann? Komm, zeig's mir. Okay. Das ist Sure. Moment, schnell. Nein. Genau. Sure 18, Vers 80 fängt an. Hier befiehlt Allah, ein unschuldiges Kind zu töten. Man hat diese einblenden. Natürlich. Moment, schnell. Damit es nicht Liga heißt, Liga natürlich über der Lüge. Halb Maschine. Da. Schau mal. Was den Jungen betrifft, seine Eltern waren gläubig und wir fürchteten, also Allah fürchtet sich. Allah hat Angst, dass er sie durch Übertretung und Unglaube überfordern wurde. Dieses Kind wurde umgebracht. Von der Prophet Kidr. Eine Frage. Ja. Darf ich reden? Ja, bitteschön. Eine Frage. Da steht doch, Allah soll sich von jemand fürchten, was ich da lese. Eine Frage. Warte schön. Warte, und was die Jugend betrifft, seine Ungläubigen überfordern, Würde. Weiterlesen. Genau. Allah ist doch angeblich allmächtig. Warum soll er sich fürchten? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, das verstehen viele nicht. Warum Allah sie fürchtet. Ja, aber Allah fürchtet sie. Aber jetzt gerade, es geht nicht um sich zu fürchten, weil Allah fürchtet sich. Sowieso, Allah hat Angst. Aber es geht darum, dass dieses Kind umgebracht wurde von der Prophet Kidr. Hört ihr mich? Ja, ich höre dich, Jamal. Ja, ich hatte gerade einen Anruf. Okay, aber warte mal. Was hat das jetzt gerade damit zu tun, was gerade in Palästina passiert? Du hast gesagt, ihr dürft keine Kinder töten. Wo steht, hier das, steht, dass wir Kinder töten dürfen? Also hier steht geschrieben, dass dieser Junge getötet wurde. Wollen wir tiefer reingehen? Hat die diese Frage nicht schon Achi Schwitzkasten und alles beantwortet? Ach, der soll hierher kommen und antwortet auf irgendetwas. Er antwortet auf gar nichts. Auf alle deine Fragen mit der. Hör auf alle meine Fragen. Hey, hör zu. Ihr Muslime kommt gern, schneidet Videos, Lügen und Täuschen. Ich habe alles geantwortet. Wo sind die Leute hier? Die Leute rennen alle weg von mir. Alle rennen weg. Ich bin online, keiner kommt. Und dann kommen Menschen wie du. Ja, aber ach, die Schweizer Kaste haben ja, die Mann, und bla. Nichts. Ich habe dir gezeigt. Schau mal. Bleiben wir mal ehrlich, wie oft war Achim Schwitzkasten da, hat dir gesagt, wieder locker, komm hoch und du bist nicht hochgekommen. Du bist einfach in irgendeinen anderen Stream gegangen. Also wer lügt hier gerade? Was für Stream? Der junge Mann, der tut die ganzen hier, ich sehe das selber, ey. Das ist wirklich jeder Muslim, der hier reinkommt, sagt zu mir eine Sache. Respekt, du bist der Einzige, der überall und jede Muslim-Streams reingeht. Und jetzt kommst du, will ich mir so etwas erzählen, jemand hat mich gerufen, hör zu. Ich gehe zu jeder rein. Der Punkt ist, ich werde überall bei euch beleidigt, defamiert, meine Frau, mein Kind, meine ganze Familie. Hier zeige ich nur die Quellen. Interpretation, warum der Junge getötet wurde. Warum hat ein Allah die Junge getötet? Warte mal. Wo du bei mir einmal in den Stream kamst, ich weiß nicht, wie lange du drin warst. Bitte lass mich ausreden. Ja? Da hab ich zu dir gesagt, wieder locker, falls du irgendwie denkst, ich will hier debattieren, ich habe kein Interesse an sowas. Vielleicht hast du es nicht gehört, vielleicht hast du es nicht gehört. Mag sein. Ja, es kann sein. Aber trotzdem, warte schnell, Pate, bitte. Warte, bitte. Warum streitet ihr euch? Also, warte schon. Also, die Sache, Jamal, ist, okay, du hast gesagt, du darfst kein Kind töten. Hier steht, warum das Kind getötet wurde. Und dann kann ich noch diese zeigen, die Kinder getötet wurden, und der Prophet gesagt hat, sie gehört zu ihnen. Okay, dann bist du gekommen, und hast erzählt wegen Palästina. Okay, und ich habe zu dir gesagt, der Prophet Mohammed hat Völkermord befohlen, von Mekka bis nach Europa. Warum sind Kinder entführt worden, Frauen entführt worden? Okay, weil die Kinder sind eure zukünftige Frauen und zukünftige Krieger. Und die Frauen sind eure Sklavinnen. Darum sagt der Prophet Mohammed nach gewisser Zeit, tötet keine Frauen, keine Kinder. Weil die Frauen sind eure Sklavinnen und die Kinder sind die zukünftigen Krieger des Islams
Und die kleinen Frauen sind eure zukünftigen Frauen. Okay. Also weißt du, auf diese Frage wirst du auch eine Antwort bekommen. Islam ist einfach Terror auf der ganzen Welt. Grüße, warte schon, Grüße. Warte schnell. Wenn ich mir angucke, wer hier der Terrorist, dann guckt man nur nach Amerika und guck mal die muslimischen Länder. Okay, die alle es gibt Terroristen, gibt es überall. Terroristen gibt es überall. Das, was okay. da passiert, das ist aber wir haben, okay, Völkermord, genau. Du hast gesagt, was in Palästina passiert ist, ein Völkermord. Von Mekka bis in Europa sind mehrere Völkermorde in. Mehrere Völkermord an die Juden, an Christen und andere Gläubige. Das waren Völkermörder, was Mohammed befohlen hat. Von Mekka bis Europa. Was waren die Kreuzritter? Was waren die Juden, die damals nach Palästina gegangen sind? Die Kreuzritter, warte schnell, eine nach der anderen. Die Kreuzritter. Steht denn nicht in diesen fünf Büchern Mose, steht da nicht, tötet Kinder, tötet Frauen, tötet Männer, tötet Tiere, tötet Babys. Steht das da nicht drin? Wo steht das? Zeig mir bitte, wo steht das? Warte, Jungs, nein, warte. Das? Zeig mal. Jungs, Pate, warte schnell. Schau mal, ich gehe nachher auf das ein. Zuerst einmal will ich hören. Okay, er hat gesagt, Völkermord in den Palästinensern. Ich habe gerade gesagt, ist dann kein Völkermord, was Mohammed befohlen hat, von Mekka bis Europa. War kein Völkermord. Und du kannst auch deine war kein Antwort Völkermord. Auflegen? Das war kein Völkermord. Die Länder, die erobert wurden von den Christen, war Palästina Palästina oder war Palästina Israel? Palästina war nie Israel und das kann ich nicht sagen. Es gibt nicht einmal Palästina. Es gibt nicht einmal. Was lügst du? Die ersten Menschen auf diesem Boden waren die Kaaniter oder nicht? Und die Kaaniter waren die Araber. Und die Juden kamen erst. Nein, hör zu. Palästina, Palästinenser, woher kommt das palästinensische Palästina? Woher kommt früher, das? Früher hatten wir nicht das Land Palästina, Syrien. Wie hießen alle früher? Bled Sham. Es mag sein, aber dieses Land steht sogar im Koran, dass Allah dieses Land die Juden gegeben hat. Nein, da steht, er hat es dem versprochen, wenn die sich dran halten. Nein, er sagt nein. Gehört. Nein, er hört zu. Nein, ich erzähle die Wahrheit. Bruder, da steht. Darf ich reden? Ja. Ja, bitteschön. Der sagt doch irgendwas mit Palästina, dass es uns gehört, ne? Ja, aber das war schon vor 3000 Jahren. Vor 3000 Jahren, das gehörte schon vorher, wo Moses das erst für die gegeben hat, das gehörte schon vorher schon die Juden. Okay. Wir machen so. Und das Land Palästina. Ja, lass mich reden, Bruder. Warte schnell. Warte schnell. Das Land Palästina. Ja. Ganz klar, an dieser Berg heißt, dass Adam dort erschaffen wurde. Dort wurde auch Abraham, also Adam wurde dort erschaffen. Und Abraham war dort. Dieses Land gehört von Anfang an. Die Juden. Von Anfang an. Das hab ich gerade auch gesagt. Oh. Wieder locker dein Mikrofon. Du Vogel, ey. Okay, warte. Israel gab es noch nie. Im Koran wird nicht das Wort Israel erwähnt. Warte, du meintest, Israel gab es schon vorher. Beweis es mir jetzt aus der Tora, dass da steht, O ihr Söhne Israels, geht ins Land und nennt es Israel. Gibt es nicht. Es heißt immer nur das Volk. Oh mein Gott. Nee. Ey, warte schnell, bitte. Ey, könnt ihr mal ein Wort Arabisch, Alter, und wollt uns den Koran erklären, ihr Vögel, Alter. Wo seid ihr denn? Was seid ihr denn für Islamexperten, ihr Vögel, Alter? Wartet schnell. Was bedeutet Mutawafika? Was? Was bedeutet Mutawafika? Frage jetzt. Nein, ich sag, die kann kein Arabisch und so. Ah, ich sprich Deutsch, du kannst selber nicht Arabisch. Du kannst nicht einmal Arabisch. Du kannst selber nicht Arabisch. Ich kann Arabisch. Ich kann Arabisch. Volk Israel, du Vogel, du. Also, nur einmal. Was bedeutet das Wort, das arabische Wort? Bitte macht euer Lautlos. Was bedeutet das Wort auf Arabisch? Mutawafika.
red Deutsch mit mir, dann verstehe ich. Aber du kannst nicht Arabisch. Du kommst rein, sind bitte alle lautlos. Du kannst nicht Arabisch, du kommst da rein. Du kannst nicht Arabisch und willst uns den Koran erklären. Sag mal, ich habe gerade Arabisch gesprochen. Ich habe mit dir gerade Arabisch gesprochen. Was bedeutet das Wort Mutter oder Israel? Palästina gab es schon immer, du Vogel. Wir Araber waren schon lange da, seit über 1000 Jahren, du Vogel. 1000 Jahre, die Israelis waren über 3000 Jahre waren die Israelis dort. 3000 Jahre waren die Israelis dort. Aber erkläre mir, warum hat Mohammed. Warum hat Mohammed Völkermord? Warum? Die wollen schon immer vertrieben und waren Sklaven, du Vogel. Lies dir die Geschichte der Juden mal vor. Sei doch nicht mit uns beschäftigt. Warum hat Mohammed Völkermord befohlen von Mekka bis Europa? Bitte schön. Wo steht das? Wo steht wo das, hat, du Medienopfer? Wo hat, ja, hat Mohammed nicht von Mekka? Hat Mohammed nicht. Hat Mohammed nicht befohlen, die ganze Welt zu erobern und die Gefährte von Mohammed sind von Mekka bis nach Europa. Länder. Bravo, bravo. Willst du meine Antwort hören oder nicht? Bravo. Ja, Liz, sag mal. Ja, dann sei jetzt ruhig. Ich gebe dir eine Antwort drauf. Okay, los. Es steht im Koran, vertreibt sie von wo sie euch vertreiben, denn Verfolgung ist schlimmer als Mord. Das steht im Koran. Ja, witzig. Du hast ein Witz. Lies Sura 9:29. Sura 9:29. Beschäftige dich mal erstmal mit deiner Sura 9. Bibel, ja? Ey, Jahi, der Pädophilist, dein Prophet. Sura 65, ja? Vers 4. Sura 65, Vers 4. Erlaubt dein Prophet Sex mit kleinen Kindern. Vögel bist du. Dein Prophet erlaubt dir Sex. Mit kleinen Kindern, die keine Menstruation gehabt haben. Könnt ihr jetzt auf eine Frage eingehen? Welche Frage? Wo steht das Land Israel in der Tora? Das Land Israel in der Tora? Genau, da steht das Volk Israel. Ihr habt gesagt, es gibt das Land Israel. Zeigt es mir bitte. Wenn das Volk dort war und Gott befohlen hat, das Volk dort reinzugehen, ist das Land Israel. Das ist das Land Israel. Wenn Gott befiehlt, du zu hören, wenn Gott befiehlt, jemand in ein Land einzugehen und Gott ihnen dieses Land gibt, dann gehört dieses Land Israel. Okay, wo ist dieses Land? Wird das geografisch dargestellt? Ha? Ja, ha? Wird das Land geografisch dargestellt? Wegen dieser Jahil hier, die ständig beleidigt, wurde mein Life jetzt eingeschränkt, Mann. Was für kranke, verfluchte Menschen, Mann. Ich würde trotzdem gerne eine Antwort auch von diesem Paten bekommen. Wo steht das Land Israel? Habe gerade geantwortet. Allah hat das Land Juden gegeben und somit ist das Land Israel. Punkt. Punkt. Du kannst sagen, was du willst. Allah hat dieses Land, das Volk Israel, gegeben. So, jetzt will ich mit diesem Junge hier über die Pädophilie sprechen von seinem Prophet. Er hat Pädophilie in der Bibel gesagt. So. Also, Jahil. Zeig mir in der Bibel, wo Pädophilie steht. Sura 65, Vers 4. Du bist ein Jahil. Du bist ein Jahil. Sura 65, Vers 4. Pädophilie ist in deinem Koran. Sura 65, Vers 4. Sura 65, Vers 4. Pädophilie ist dein Islam. Dein Prophet hat ein kleines Kind geheiratet. Dein Prophet hat ein kleines Kind geheiratet, Bunga Bunga gemacht und sie hat nicht einmal ihre Menstruation. Genau in der Sura 65, Vers 4, die Allah erlaubt, kleine Kinder, die keine Menstruation hatten, zu penetrieren. Okay? Wenn jemand hier Pädophilie spricht, dann spricht über dein Buch und dein Prophet. Okay? Also, jetzt geh raus. Wegen der Jahil, Mann, ist mein Life jetzt eingeschränkt worden. Unglaublich. Er sagt, dass es ein Prophet ist. Unglaublich. Wegen so einem Typen wird mein Life eingeschränkt. Nee, Bruder, was für Prophet, ich bitte dich. Ganz ehrlich, wenn es doch einen Gott gibt. Ja, bitteschön. Warum sich die Religion so bekriegen? Ich verstehe es nicht. Wieder locker. Also, darf ich reden, ja, oder? Erzähl es. Ja, Bruder, ich spreche. Wie sagt,
Ihr glaubt an den einen einzigen Gott. Das machen alle drei großen Glaubens. Wir glauben, wir haben nicht den gleichen Gott wie die Muslime. Nein, das ist nicht der gleiche Gott. Allah ist kein Gott. Nummer eins. Zweitens, der wahre Gott, der allmächtige Gott, der die Welt erschaffen hat, das ist Jesus Christus. Sein Name ist Jahuwah. Jahuwah ist Joshua. Joshua ist von den Juden. Das ist der wahre, allmächtige Gott, der die ganze Welt und die ganze Menschheit erschaffen hat. Mhm, alles klar, deswegen wurde er von einer Handvoll Juden umgebracht. Also, was zu dir? Warte schnell, bitte. Warte schnell. Was meinst du mit Juden? Jesus wurde gefragt nach der Stunde. Er kannte die Stunde nicht. Ich dachte, euer Gott ist allwissend. Jesus wurde gefragt nach der Stunde. Er kannte die Stunde nicht. Was? Warte. Du redest, ich rede mit dir jetzt. Ein Gott sterben von einer Handvoll Juden, der allmächtig sein müsste eigentlich? Ein Gott. Nein, wir sprechen jetzt. Sind alle ruhig jetzt. Hey, sind alle ruhig jetzt, bitte. Nein, warte schnell, warte. Hey, warte schnell jetzt. Warte, jetzt will ich diese Typ eine Frage stellen. Bitte schön, Bruder. Pädophilie hatte gesprochen. Wer sind die kleinen Mädchen, die keine Menstruation gehabt haben? Was ist das? Was zeigst du mir da? Das ist der Koran. Was ist das? Was zeigst du mir das? Das ist Pädophilie. Pädophilie in dein Koran. Was ist das für ein Text? Du sollst es mir sagen, du Vollidiot. Sure 65, Vers 4, Vollidiot. Sure 65, Vers 4. Mach dein Koran auf, lies vor. Wer sind diese Frauen, die keine Menstruation gehabt haben? Geh mal zurück, ich möchte den ganzen Text sehen. Was steht hier? Was steht hier? Auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Kleine Kinder. Und wenn du Blut siehst, okay, du hast vorher gesagt, Pädophilie hast du mir gesagt, in meine Bibel. Ich zeige Pädophilie in deine Bibel. In deine Bibel. Gib's zu. Warte, gib's es selbst zu. Die Frauen sollen manchmal sagen, wenn sie ihren Ehemännern nicht gütig sind. Was hältst du davon? Frauen schlagen habe wir hier. Frauen schlagen ist hier. Die Frauen werden unterdrückt im Islam. Du kannst schlagen, was du willst. Frauen schlagen ist hier. Nee, Frauen schlagen steht in deiner Bibel, mein Freund. Frauen schlagen, ich zeige dein Bibel, dein Koran. Beschäftige dich mal mit deiner Bibel. Mach meine Bibel auf, beweise mir das. Ich beweise dir gerade, dass du deine Frau schlagen darfst. Ja, in der Bibel, ja. Nein, das ist der Koran. Das ist der Koran. Schlag sie, das steht im Koran. Schlag sie. Zeig mir das in der Bibel jetzt, Jahil. Du Munafik. Zeig mir das in der Bibel jetzt. Murnafik, schlag sie, Murnafik. Schlag sie, Murnafik. Also, schau mal, er glaubt. Die Männer stehen die Frauen in Verantwortung vor. Bla 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 bla. Wir sehen hier. Und deshalb wegen Unzucht und bla bla. Nein, hier steht. Und jene der Frau ihr Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie in Ehebett und schlag sie. Nicht wegen Unzucht, du Jahil. Schlag sie, wenn sie Unwiderspenstigkeit befürchtest. Nur wenn du befürchtest, sollst du deine Frau schlagen. Was heißt denn Ehebett? Schlagen. Vermeiden in Ehebett. Vermeiden. Sie in Ehebett. Und schlag sie. Das heißt nicht schlagen. Was heißt denn Ehebett? Und schlag sie. Schlag sie. Willst du wissen, was da steht oder nicht? Da steht geschrieben, ermahnt sie, meidet sie in ihrem Bett, wenn du sie ihre Widerspenstigkeit befürchtet, sollst du sie ermahnen, sie ihrem Bett meiden und sie schlagen.
Schlagen. Absolut verstanden. Schlagen. Nicht mit denen mitmacht. Du musst schlagen. Dir das erklären, bevor das du. Schlagen. Ehrwert, du Spaß. Schlagen. Was hat wer? Was Ehrwert? Was heißt schlagen? Du kannst doch nicht einfach ein Wort aus dem Kopf schlagen ziehen und damit den ganzen Wert erklären, du Vogel, du. Schlag sie. Zeig mir ey, jetzt in der Bibel. Zeig mir in der Bibel jetzt ein Vers. Dumm bist du. Zeig mir jetzt in der Bibel ein Vers, wo es heißt, ich darf meine Frau schlagen. Bitteschön. Ich zeig dir einen Scheißdreck, weil du keine weil Ahnung du ein, hast. Weil du ein Jahil bist. Weil du ein Jahil bist. Jahil, Murnafik. Murnafik. So, fertig. Krass, Bruder, Mann. Bruder, der wird das nie verstehen. Nein, Berlin. Da bist du von. Der wird das nicht verstehen, der wird das nicht verstehen. Er sagt Pädophilie in mein Buch. Ja. Frauen schlagen in mein Buch. Ich habe gezeigt in sein Buch. Ich warte jetzt, dass er zeigt in mein Buch. Wir wollen nicht mal weg. Ja, Schwester. Shalom, hallo. Bitte. Ja, Miss. Ja. Bitte lasse, bitte, ey, mach. Macht ihr euch bitte lautlos, ich höre nicht, was die Schwester sagt. Ja, sprich, Schwester. Nicht böse gemeint. Ach so. Aber guck mal, ich weiß, es ist sehr schwer, mit den meisten Moslems zu reden und so. Und natürlich rastet man da ein bisschen aus, weil man das nicht verstehen kann, wie man halt so, du weißt selber. Aber glaub mir, geh nicht mit denen in Streitigkeiten. Also ja? Tu nicht in diese Streitigkeiten eingehen, weil. Grüß euch. Amen. In Timotheus oder so steht es auch. Ist ein Streit. Bitte, bitte, seid leise, wenn jemand spricht, bitte. Macht euch laut los, bitte, wenn jemand spricht. Also, Miss, bitteschön. Was ich sagen wollte, ist, dass natürlich, wir müssen mit den Moslems reden, aber du siehst ja selbst, die meisten reagieren ja so und wir müssen Streitfragen aus dem Weg gehen, also Streitigkeiten aus dem Weg gehen. Wenn man denen das Evangelium sagt und die das zum Beispiel nicht annehmen wollen, dann ist es leider so. Aber glaub mir, dieses Rumgestreite, also du hast jetzt nicht gestritten, aber du hast ja selbst gesehen, diese Reaktion und so. Das muss man echt vermeiden. Ja, du hast recht. Du hast recht. Also, Jesus lebt, Schwester. Grüß dich. Shalom. Wieder vor. Ich habe das Gleiche eigentlich sagen wollen, dass es eigentlich gar nicht viel bringt, zu diskutieren, weil die bleiben auf ihren Bestandteil. Bleiben die stehen. Die kennen unseren Glauben und unseren Herrn Jesus Christus nicht. Ich denke, dass es auch nichts bringt, mit denen rumzudiskutieren, ja, weil sie einfach Jesus Christus nicht kennengelernt haben. Und das kann man ja nur, wenn man zuhört, was andere Menschen über ihn sagen, also Zeugnisse und so weiter. Aber ich habe auch schon Muslime zum Glauben gebracht. Dafür danke ich meinen Herrn. Es war zwar lange, aber sie haben es dann eingesehen, dass es nur also unser Jesus ist, unser Gott, der für uns gestorben ist, weil kein Allah oder Buddha ans Kreuz ging. Ja? Er ging den Deal ein. Er musste leiden für uns, damit wir ewiges Leben erreichen, ganz einfach. Und die sind ja von klein auf schon geprägt, zu dem islamischen Glaube, also Koran und so weiter, die wissen gar nichts über unsere ja, Bibel. Wieder Lukas TV, ganz kurz. Ja, das Ding ist, weil es vorher über unschuldige Zivilisten ging und so, na, mit diesem Jamal, mit dem du diskutiert hast, da hätte ich ihm gerne einen Hadith gezeigt von Sahih Muslim, wo ganz klar die Sahaba den Propheten, also zu ihm gesagt haben, wir töteten die Kinder der Polytheisten bei dem nächtlichen Überfall. Und der Mohammed hat darauf gesagt, die sind von denen, so auf die Art, die sind eh von denen. Ja. Der, er hat das nicht beurteilt, er hat nicht darauf hingesagt, hey, das ist falsch, warum habt ihr das getan? Nein, er hat gesagt, ja, die sind von denen. Diesen Hadith hätte ich ihm gern gezeigt und das ist auch ein Hadith, der Sahih ist, also Sahih für die Leute, das ist ein authentischer Hadith. Ja.
Das wollte ich nur mal hier nochmal kurz sagen. Ja, ich kenne den HDS-Bilder. Also lassen wir Ergeben mal zum Wort kommen. Shalom Ergeben. Bruder, ich bin mit von einem Bruder einen Account hochgekommen. Ich bin zur Tat. Ah, okay, okay. Und hier bezüglich dem Vers 65, Vers 4, denken manche Leute, dass die Pubertät noch nicht erreicht worden ist, dass man heiraten kann. Genau, das stimmt aber. Das gibt sogar Liebe zu Hadith zu. Aber das ist eine mehrdeutige Aya, Bruder. Sie hat mehrere Bedeutungen. Du kannst dich nicht auf eines festlegen. Nein, nein. Was für mehrere Bedeutungen gibt es da drin? Warte, lass mir das erklären. Ja. Wenn wir jetzt eine Übersetzung lesen, steht hier, und wenn ihr bei diejenigen von euren Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten, irgendwelche Zweifel hegt, soll ihre Wartezeit im Fall der Ehescheidung 3 Monate betragen. Ebenso bei denen, die ihres jugendlichen Alters wegen noch keine Menstruation gehabt haben, und bei denen, die schwanger sind, ist der Termin maßgebend, an dem sie zur Welt bringen, was sie als Furcht ihres Leibes in sich tragen. Wenn einer gottesfürchtig ist, schafft Allah ihm von sich aus Erleichterung. Es ist natürlich nicht völlig falsch, den Vers so zu übersetzen, aber es ist zu beachten, dass das, was in Klammern steht, also hier kein Bestandteil des arabischen Originaltextes ist. Genau. Des Weiteren ist zu beachten, dass es im Originaltext keine Zeichensetzung gibt. Würden wir dies und die hinzufügen, in Klammer weglassen, so ergebe sich folgendes Bild. Achtung, jetzt ist jetzt die Verse. Und wenn ihr bei denjenigen von euren Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten, Zweifel hegt, soll ihre Wartezeit 3 Monate betragen. Ebenso bei denen, die keine Menstruation gehabt haben und bei denen, die schwanger sind, ist der Termin, an dem sie zur Welt bringen, was sie tragen. Wenn einer gottesfürchtig ist, schafft Allah von ihm aus Erleichterung. Schon jetzt ist zu sehen, dass dieser Text weit weniger eindeutig wirkt. Es kann sich jetzt auch um Frauen handeln, die noch nie eine Menstruation hatten. Und zwar unabhängig vom Alter. Es können aber auch welche sein, die irgendwelche Erkrankungen haben, sodass sie keine Menstruation mehr haben. Es haben aber noch mehr Fremdungen. Genau, aber in diesem Text sind aber beide Frauen gemeint. Du hast gesprochen wegen mehrere Deutungen und ich habe nur 2. Ich bin jetzt gerade dabei, deswegen warte. Es haben aber noch mehr Verfremdungen in der Übersetzung stattgefunden. Oben habe ich das Wort ebenso kursiv gesetzt, weil auch dieses Wort im Original nicht vorkommt. Man könnte also auch die, die keine Menstruation haben, zu den Schwangeren hinzulegen und davon ausgehen, dass es sich um Frauen handelt, die keine Menstruation haben, weil sie schwanger sind. Die Übersetzung würde dann so aussehen. Für die Frauen, die in der Menstruationsphase sind, betreten Wartezeit 3 Monate. Kannst du dich bitte stumm? Achso. Kannst du dich bitte stumm? Ja, der Zuschauer. So, nochmal der Vers. Warte schnell bitte, Bruder, warte schnell. Dode, der Bruder ist eben im Spital, weißt du? Ein Moment bitte. Dode, tust du bitte dich entstummen, Bruder, wenn du kannst? Der ist was nicht, Bruder? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Er ist eben im Spital, weißt du? Er ist im Spital gewesen, so. Bruder Dode, wenn du... Ist noch im Spital? Bruder Dode, wenn du was sagen kannst, kannst du gerne sagen, Bruder. Es ist eben so laut bei dir, weißt du? Also ergeben, sprich weiter. Also jetzt nochmal der Vers, wie er noch aussehen könnte, jetzt gut zuhören. Für die Frauen, die in der Menstruationsphase sind, beträgt die Wartezeit 3 Monate, wenn ihr Zweifel hegt. Die Wartezeit für Frauen, die keine Menstruation haben und schwanger sind, endet mit der Entbindung. Wer auf Gott hört, dem erleichtert Gott seine Angelegenheiten. Es ist also klar erkennbar, dass nein, dieser Vers... Nein. Wer ist Ibn Kathir? Bruder, das sind natürlich Gelehrte, aber glaubst du... Aber der Gelehrte sagt, und die Sahaba sagen, es sind Kinder. Wo steht das? Da steht, Gott, der Allmächtige, erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Warte. Sie beträgt 3 Monate, statt der 3 Monate Zyklung für die Frau, die menstruiert, wie im Vers angegeben, Al-Baqarah. Und auch für kleine... Warte schnell. Nein, du sagst eine Sache, die nicht stimmt. Und auch für kleine Frauen, du zuhören. Hey, ich habe die lang zugehört jetzt, wirklich. Wir haben lang zugehört. Guck mal, ihr wirft etwas in den Raum. Nein, ich werfe nichts im Raum. Das sagt die Bekatier, der Gelehrte. Verstehst du? Es ist nicht meine Sicht, es ist die Sicht des Gelehrten. Ein Ibn Kathir. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist der Tafsir von Ibn Kathir.
Zeig ihm, lieber Luca. Groß. Zeig ihm, vorhin hast du es auch gezeigt. Wahnsinn. Ibn Kathir. Das ist die Erklärung. Und hier geht es um kleine Kinder. Es geht um kleine Kinder. Und hier sehen wir dann, in Ausspruch, wenn sie verwirrt sind, gibt es zwei Aussprüche. Einer davon, der Ausspruch einer Gruppe von Vorgängern, wie Mujahid al-Suri, also sind bekannt, und Ibn Said sind alle bekannte Sahaba. Okay? Und hier heißt, das heißt, wenn sie Blut sehen und Zweifel haben, ob es sich um ein Menstruationsblut oder Isihade handelt und sie darüber verwirrt sind. Hier geht, wenn man dann Blut sieht, du hast Bunga Bunga gemacht mit einem Kind, der keine Menstruation hatte. Du tust dich scheiden lassen. Sura 65, Vers 4. Ja, ich meine, der Tafsir, wo ist er aufgelistet? In welchem Band? Tafsir, Sura 65, Vers 4. Ja, von wem aber? Wo ist die Quelle da, von dem, was da draufsteht? Das ist da, Interpretation, Erklärung, Ibn Kathir. Ja, aber welches Buch, Brudi? Mach eine Buch? Auf, welche du willst. Hä, das hat doch mehrere Bände. Ich weiß doch nicht, mach was eine ist. Auf zu der Sura 65, Vers 4. Es hat mehrere Bände. Hol der auf, die über die Sura 65, Vers 4 spricht, von Ibn Kathir. Ja, aber wo steht denn dort oben, Bruder, dass es zum Beispiel von Tafsir Band 6 ist, basierend auf der authentischen Überlieferung und den Tafsir von Tabarani und Ibn Kathir? Wo steht das? Ey, mein Gott, Mann, ey, hör zu. Also, es hat krass, Mann. Mein Bruder. Tatsache geht es hier um kleine Kinder. Ja, das behauptest du jetzt wieder. Nein, das behaupte nicht ich, das habe ich nicht geschrieben. Ich habe doch gerade gesagt, guck mal, ich sag dir jetzt noch was zu diesen mehrdeutigen Aya, weil das hast du auch, glaube ich. Wer bist du im Gegensatz zu Ibn Kathir, Mann? Oder wer bist du? Aber noch, hör doch mal zu, diese Aya ist doch eine mehrdeutige Aya, deswegen spielt das keine Rolle. Du kannst dich nicht auf eine eindeutige Übersetzung festlegen. Guck das mal, sagst du, hör zu. Ganz kurz. Ja, ja. Er ist derjenige, Gott sagt, er ist derjenige, der dir den Koran offenbart. Darin befinden sich eindeutige Ayat, welche die grundlegenden Ayat des Koran sind, und mehrdeutige Ayat. Diejenigen, in deren Herzen sich Neigung zur Abweichung vom richtigen Glauben befindet, halten sich an die Bedeutung der Mehrdeutung, die ihrer Abweichung entspricht, und den Menschen ihrer Religion zu schaden und um den Koran gemäß ihrer Neigung zu interpretieren. Niemand kennt die wahre Bedeutung der Ayat außer Allah und diejenigen, die über tiefgründig greifendes und fundiertes Wissen in der Religion verfügen. Sie sagen, wir glauben an den Koran, alles, sowohl die eindeutigen als auch die mehrdeutigen Ayat, genau, wurde von Allah offenbart. Und nur diejenigen lassen sich ermahnen, die gescheit sind. Punkt. Das ist wie ein Punkt. Also, aber genau. Alle, die das sind. Ihr habt die mehrdeutige Ayat genommen und sie nach euren Neigungen interpretiert. Okay, jetzt. Ergeben, du hast gesprochen, Also, jetzt lesen wir nochmal vor. Der dir das Buch herabgesandt hat. Darin sind eindeutige, klare Verse. Sie sind die Grundlage dieses Buches. Und andere, die verschieden zu deuten sind. Doch diejenige, in deren Herzen Neigung zu Abkehr ist, folgen dem, was darin verschieden zu deuten ist, um Zwietracht herbeizuführen und Deuterlei zu suchen, indem sie nach ihren abwegigen Deutung trachten. Aber dann kommt das Entscheidende. Aber niemand kennt ihre Deutung außer Allah. Was hat die jetzt ergeben bis jetzt gemacht? Das ist ein mehrdeutiger Vers, wollte er uns irgendetwas erklären. Aber nein, es ist aber kein mehrdeutiger Vers. Nein, du jetzt, lass mich jetzt aussprechen. Also, da steht ganz klar, niemand kennt ihre Deutung außer Allah. Ich habe die Sura 65, Vers 4, dort steht geschrieben, und diejenigen, die keine Menstruation mehr haben, die noch keine Menstruation hatten, und das ist ganz klar, jeder gibt zu, jeder wahre Muslim gibt zu.
Das sind zwei Menschen gemeint. Kinder und die Kinder, die zum Beispiel krank sind, die noch keine Menstruation bekommen haben. Das gibt ein lieber Suhadis zu, das geben andere Muslime zu. Aber du kommst rein und sagst, das ist ein mehrdeutiger Vers. Aber der mehrdeutige Vers kennt niemand ihre Deutung außer Allah. Also solltest du ruhig bleiben und sagen, ich kenne die Deutung genau, nicht. Du solltest auch dann sag, nein, weil diese Deutung ist eindeutig. Es geht hier um kleine Kinder. Egal, also Salaf. Ich möchte dir mal erstmal grüßen. Shalom, shalom, echter Salaf. Gottes Segen gegen deine Familie. Mir geht's gut. Mir geht's gut, Alhamdulillah. Ich hab mich an dich. Ja, bitteschön. Barilani, das war ein Gelehrter. Er lebte zu Zeiten von einem christlichen König, der mehrere Muslime gefangen hatte. Er sagte, wenn jemand kommt und mich debattiert und fertig macht, dann sind sie frei. Dann ging dieser Gelehrte Barilani zu ihm hin. Dieser König hatte die Tür kleiner bauen lassen, damit er sich erstmal vor ihm verbeugt. So drehte sich der Barilani um und ging rückwärts rein und gab ihm sein Po. Als er drinnen war, standen da mehrere Nonnen und mehrere Pfarrer an der Seite. Dann sagte er, hallo, wie geht's euch und wie geht es euren Kindern? Dann sagten die, hä, weißt du nicht, dass wir Gottesmänner sind? Wir heiraten nicht, das ist was Weltliches, wir haben keine Kinder. Dann sagte er lachend, euch ist es weltlich, Kinder zu haben, aber Gott schreibt ihr einen Sohn zu. Komische Menschen seid ihr. Dann sagten sie zu ihm, aber in der Geschichte hörten wir, dass die Frau eures Propheten unehrlich war. Dann sagte er, in der Geschichte wurden es zwei beschuldigt. Die eine hatte ein Kind und die andere nicht. Und wir glauben trotzdem, dass beide unschuldig sind. Hör mal, Vita Loco, wenn du mit einem Muslim sprichst. Also, warte, kannst du bitte die Luft, kannst du die bitte, kannst, nein, tust du bitte jetzt warten, tust du bitte jetzt warten. Also, du sagst nicht mir ruhig, ruhig bleibst du. Ich stehe hier über dich. Okay? Echter Salaf. Er ist gegangen, nicht ich habe gekickt, er ist gegangen. Ich stehe hier über dich. Lass mich aussprechen jetzt. Ich habe nicht gekickt. Er habe ihn nicht gekickt. Warte schnell. Lass mich bitte aussprechen. Lass mich aussprechen, bitte. Lass mich aussprechen. Jeder hat gesehen, er ist gekommen, hat gelabert. Ich habe ihm die Möglichkeit. Niemand hat dich gekickt. Du bist gegangen. Niemand hat dich gekickt. Hey, hol ihn wieder hoch. Aber jedes Zeuge hat gelabert, seine dumme Geschichte, seine Blabla. Ich habe zugehört. Was hat er bewiesen? Nichts. Nichts hat er bewiesen, außer dass wie jeder Muslim nur dumme Sachen von sich aus gibt. Blabla und irgendein König und ihr schreibt Gott zu Kinder zu Kindergarten. Ja, Bruder Mario, bitteschön. Lassen wir bitte Mario zu Wort kommen. Lasst die doch alle reden. Fakt ist, vor Jesus Christus wird sich jedes Knie beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Wenn sie ihn annehmen, gehen sie verloren. Wenn sie ihn annehmen, werden sie errettet. Aber Fakt ist, ob was der Koran sagt oder was andere Gelehrten sagen, das spielt gar keine Rolle. Ja, hol den mal hoch jetzt weil wieder. Die Wahrheit mal, ist doch sagt, nur eine Person. Und das stimmt nicht. Er lügt. Er ist ein Täuscher wie sein Prophet. Ich schicke die ganze Zeit in Frage. Er kommt nicht. Er ist ein Täuscher wie sein Prophet. Schreibt, ich hätte ihn gekickt. Dann lügnerisch. Er ist sehr, sehr emotional. Ja, was, Mann? Er schreibt hier, er hätte ihn gekickt. Niemand hat gekickt, mein Bruder. Jeder redet vernünftig, jeder redet sachlich. Und du bist gerade richtig emotional. Hol ihn doch jetzt. Es tut mir leid. Er kommt nicht, er hat Angst. Ich habe ihn 10 Mal schon eingeladen. Er kommt nicht, mein Bruder. Das nervt mich. Wenn die Leute runtergehen und erzählen, ich hätte gekickt, weil er wurde widerlegt hier. Warum kommt er nicht hoch? Weil er Angst hat. Jetzt lassen wir bitte Mario sprechen. Tatsache ist, Jesus Christus ist die Wahrheit. Egal welche Philosophie hier die Menschen reinbringen oder welche Überlieferung von irgendein Platier, Gucci, Bucci oder wie die da heißen. Fakt ist, an Jesus Christus kommt keiner einfach so vorbei. Er muss an Jesus Christus vorbeikommen und jedes Knie wird sich beugen. Alle Zungen werden bekennen. Also ich bin mein Teil. Ich folge lieber jemandem, der den Tod besiegt hat, anstatt jemand, der irgendwo in Mekka begraben liegt. Weil so einer kann dich nicht retten. Egal welche Religion du ausübst, es kann dich nicht retten. Allein Jesus Christus, weil er die absolute Wahrheit ist. Warte mal, willst du mir sagen, Gott alleine kann dich nicht retten?
Jesus allein kann dich retten, mein Freund. Was ist mit dem Vater? Jesus Christus und Gott sind ein und dieselbe Person, mein Freund. Wem beten wir an? Also ihr betet auf jeden Fall nicht Jesus an. Denn wer Jesus Nein, wir beten nicht Jesus an. Richtig, wir beten den Vater. Ihr betet einen Stein an. Nein, wir beten keinen Stein an. Ihr betet nicht den selben Gott. Seid ihr alle so emotional? Kann man nicht mit euch sachlich reden? Ihr habt einen gemachten Gott, weil unser Glaube, Jesus Christus, existiert länger wie euer Glaube. Also der Koran ist gemacht und der muslimische Glaube ist ein satanistischer Glaube. Ja, du bist ein Steinanbeter. Sorry, aber es ist so. Und wenn du ohne Jesus bist, gehst du verloren. Das ist Fakt. Okay, darf ich jetzt, das ist Realität. Ja? Weil Jesus ist Gott. Es gibt nur einen Gott und sein Name ist Jesus Christus. Ja, okay, du kannst doch an ihn glauben. Ich muss nicht an Jesus glauben. Ich glaube an den Vater. Dann gehst du verloren. Dann geh verloren. Dann geh bewusst verloren. Geh verloren, weil dann bist du eine arme Seele, die in Höllenfeuer geworfen wird. Ja, du kommst auch in die Hölle. Auch du musst an Gott vorbei. Ja, du auch. Also, du hast eine Minute Zeit zu sprechen, bitteschön. Okay, jetzt nochmal. So. Warum ich niemals an einen Menschen als Gott glauben kann, ist eigentlich ganz einfach, weil hier draußen Naturgesetze, physikalische Gesetze herrschen. Und wenn sich Gott der Schöpfung anpasst oder in der Schöpfung wäre, dann wäre das niemals Gott. Das könnte niemals Gott sein. Warum? Weil er sich diesen Gesetzen anpassen muss. Ganz einfach. Und ich glaube nicht an einen Menschen, der bedürftig ist, und als hätte es Gott nötig, ein Mensch zu werden. Audhu billah, wir reden von den ewig Lebenden. Wir reden über denjenigen, der der Erste ohne Anfang ist und der Letzte ohne Ende ist. Punkt. Dazu brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Ihr werdet mich nicht überzeugen können und ich muss euch nicht überzeugen. Ich bin hier, weil ihr einfach ein paar Aussagen getätigt habt. Okay, also jetzt. Mario, ich gebe dir nachher gerade die Möglichkeit. Er hat gesagt, wir beten ein Mensch an. Ich habe die Hadithe hier vor mir. Okay, und das steht geschrieben. Du bist nicht unser, also, warten auf unseren Herr, dann wird der Allmächtige in eine andere Gestalt zu ihnen kommen. Also, Allah verändert seine Gestalt. Als die sie beim ersten Mal gesehen haben, wer hat Allah gesehen? Mohammed, wie? In Form eines Mannes, mit locker Haar, rasiert und. Und er wird sagen, ich bin dein Herr. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr. Und niemand wird zu ihnen sprechen, außer dem Prophet. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendeine Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt, wer Allah, wie soll man Allah erkennen? Sie werden sagen, das Schienbein. Und Allah wird Allah sein Schienbein entblößen, woraufhin sie jede Gläubige vor ihn niederwerfen wird. Vor ein Schienbein wirst du niederwerfen, Mann. Ein Schienbein. Okay? Du kommst rein und sprichst, sagst du Sachen, wegen, ich glaube, ein Mensch, Gott und, ey, ehrlich, peinlich. Verstehst du? Weil dein Gott ist ein fliegendes Schienbein. Fliegendes Schienbein. Also. Bitte, Mario, du bist dran. Also, was ich sagen wollte, ist, ne? Nur mal als Vergleich. Jesus, Mohammed. Wie Mohammed kann doch jeder Mensch sein. Aber wie Jesus Christus. Da kann keiner sein. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Mohammed wurde von einer gewöhnlichen Frau geboren. Jesus diente Gott, als er ein Kind war. Mohammed war ein Götzendiener. Jesus las die heiligen Schriften. Mohammed war ein Analphabet. Jesus predigte auf Befehl die frohe Botschaft Gottes und lebte von den Spenden anderer. Aber Mohammed begann ohne Gottes Befehl von anderen zu stehlen und lebte von ihrem Besitz. Jesus vollbrachte Wunder, Mohammed keine Wunder vollbringen konnte. Jesus machte blinde Augen sehen, Mohammed machte sehende Augen blind. Jesus machte die Lahmen gehen, aber Mohammed machte die Gehenden lahm. Jesus heilte verdorrte Hände. Mohammed hackte Hände ab. Woman, du hast jetzt eine Minute, Bruder.
Ja, ich meine, ich möchte, du weißt ja, ich bin ja noch, also kein Christ, ja, ich bin noch nicht getauft. Aber was ich halt schon gern sagen möchte, wenn ich einfach beide vergleiche, wenn ich Mohammed vergleiche und Jesus, ist ganz klar, Jesus für mich der viel barmherzigere, der sympathische. Wir wissen von Mohammed laut den, aus den Hadithen, dass er eher gefangene Frauen als Kriegsbeute gesehen hat und sie auch für Sex benutzt hat. Ja, die gefangenen Frauen wurden als Sexsklavinnen gehalten. Und der Unterschied ist auch also die Tatsache, dass Jesus eine Steinigung verhindert hat, aber Mohammed hingegen hat steinigen lassen. Sagt auch vieles aus, ne? Mohammed hat unzählige Kriege geführt, Jesus hat nicht einen einzigen Krieg geführt. Das ist auf jeden Fall mein Argument. Amen, Bruder, genau zum Punkt gebracht. Shalom, Schwester. Schwester RK, du bist dran. Bist du da? Shalom, Schwester, Bruder. Shalom, sorry. Schwester, ja, Shalom. Ja, und zwar, die Frage ist, wer hat Mohammed zum Propheten ernannt? Er wurde weder in der Tora noch in der Bibel prophezeit. Er tauchte auf und seine eigene Frau hat ihn zum Propheten gemacht, sonst niemand. Er hat gedacht, er hatte riesige Angst, ist zu seiner Frau gelaufen und wusste selber nicht, was mit ihm passiert. Und seine Ehefrau hat gesagt, du bist ab jetzt ein Prophet. Das heißt, heute Abend gehe ich zu meinem Mann, sage, ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig. Und wenn er sagt, ich bin eine Prophetin, dann laufe ich auch rum und erzähle das. Also das ist schon, da sind so viele Widersprüche auch. Also, naja, keine Zeit mehr. Vielen Dank, Schwester, vielen Dank. So, Tanja, du bist dran. Ich habe als solches eigentlich nicht ganz so viel zu erzählen. Wie gesagt, wenn es einen Gott gibt, ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, Atheist, aber wenn es einen Gott gibt, glauben doch alle an diesen einen Gott. Es ist nur... Das ist eben nicht so. Das ist, Tanja, das ist eben leider nicht so. Der Gott des Islam ist nicht der Gott der Christen. Verstehst du? Und die viele nennen sie Gott. Es gibt Menschen, die sagen, ein Stein ist ein Gott. Verstehst du? Darum Gott ist nicht gleich Gott. Und es gibt natürlich nur einen Gott. Aber welcher Gott betest du an? Welcher Gott dienst du an? Verstehst du? Das ist die große Frage, Tanja. Welcher Gott betest du an? Ich bete gar keinen Gott an. Doch, indirekt betest du einen Gott an. Verstehst du? Indirekt betest, weil wir dienen alle Geld, Macht oder die wie heißt das da, die Evolutionstheorie, diese Wissenschaftler und. Aber Jesus lebt, du hast das Wort, Entschuldigung. Ja, und zwar folgendes. Ich habe jetzt hier schon so einige auch Atheisten und das Ganze erlebt und gesehen, wie auch eben gerade mit diesen Muslime. Ich kann euch immer wieder nur sagen, ohne Jesus gehen alle verloren. Es gibt nämlich nichts, was vor Gott muss. Jeder muss vor Gott stehen. Ja? Und es ist nur einer gestorben für uns. Das war Jesus Christus. Es ist kein Allah, kein Buddha, gar nichts gestorben für uns Menschen, denn nur Jesus Christus durch seine Gnade und Liebe zu uns haben wir überhaupt die Miss, du bist dran. Hört man mich? Ja. Ja, man hört dich. Also, Johannes 1, ganz einfach, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Johannes 1 sagt ganz klar, dass Jesus Gott ist und dass durch ihn ist die Welt entstanden und das, was wir sehen um uns herum, das sogar wir selbst, sind ein Beweis dafür, dass Jesus Christus uns erschaffen hat und ohne ihn wären wir nicht existent. Und ja, Jesus kam. Er ging ans Kreuz, er nahm die Sünden von uns, er nahm nicht nur die Sünden, er nahm den Zorn Gottes auf sich, ja, weil jeder Mensch, der nicht glaubt, hat den Zorn Gottes auf sich und somit, also...
Um einiges hier klarzustellen. An allererster Stelle an die Frau, Jesus lebt. Gott muss nicht für uns sterben, ja, um uns zu vergeben. Ja, und für uns, und vor allem die Aussage, Jesus hat Wunder vollbracht, Jesus hat Tod, ja, das wissen wir. Ist Jesus der einzige Prophet, der Wunder vollbracht hat? Nein. Was redet ihm vom anderen? Das sagt er natürlich, weil er aus dem Bauch seiner Mutter gekommen ist. Und es gibt noch viel, viel mehr Propheten, die... Zeige mir einen Prophet, ich werde das jetzt abstellen. Du zeigst mir jetzt einen Prophet, der behauptet, dass er selber irgendetwas machen kann, ohne dass er sagt, dass Gott durch ihn gewirkt hat. Das ist der Unterschied bei uns. Bei uns gibt es keinen Götzendienst wie im Islam. Wir sagen, Jesus Christus, ja, ganz genau. Wir sagen, Jesus Christus ist Gott. Okay? Wir sagen, Jesus Christus ist Gott. Und alles, was passiert, ist er hat Gott gemacht. Okay? Jetzt, im Koran sehen wir, dass Jesus ein Vögel erschafft aus Lehm und er selbst blasst Lebensodem in diese Vögel ein. Mhm. Mit Gottes Erlaubnis. Zeig mir jetzt das so etwas in der Bibel. Ist es nicht mit Gottes Erlaubnis? Nein, ich habe dich gefragt, ich habe zu dir gesagt, schau mal, zeig mir in der Bibel, dass jedermann irgendetwas gemacht hat, von sich selbst. Im Koran steht geschrieben, Jesus hat einen Vogel aus Lehm gebaut und er selbst hat Lebensodem eingehaucht. Zeig mir so etwas in der Bibel. Ja, das steht auch im Koran. Nein, das steht im Koran, eben, das habe ich gesagt. Das steht im Koran. Das geht auch noch weiter. Zeig mir das in der Bibel. Was soll ich in der Bibel zeigen? Wie jemand die irgendetwas erschafft. Selbst. Dass er Lebensodem einhaucht. Kann er es ja selbst erschaffen? Nein. Es geht nicht darum, um Gottes Erlaubnis. Es geht darum, dass Jesus es gemacht hat. Zeig mir jetzt das in der Bibel, dass irgendein Prophet von sich aus irgendetwas gemacht hat und es ist entstanden. Egal, Moses, egal welcher Prophet, egal wer, bring mir nur ein Bibelvers, wo da drin steht, dass zum Beispiel irgendein Prophet wie Lehm, also ein Vögel aus Lehm erschaffen hat und Leben eingehaucht hat. Gott ist, weil er ja, von sich aus machen kann. Was sagt allein Koran? Niemand kann ein Flieger erschaffen. Ohne die Erlaubnis Allahs. Nein, niemand kann ein Flieger erschaffen. Allah ist der einzige Schöpfer. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah, korrekt? Ja. Also, aber Jesus ist ein Schöpfer. Er hat Leben gegeben, diese Vögel. Erkläre mir das. Ja, okay, das ist ein Wunder bei den Propheten. Nein, es geht nicht um Wunder. Was ist da mit den anderen Propheten? Nein, wir bleiben jetzt bei dem. Was hatten die denn für eine Religion? Willst du mir sagen, Jesus... Nein, ich habe zu dir gesagt, dass im Koran geschrieben steht, nur Allah ist der Schöpfer. Ja, wenn es dein Maßstab ist, du sagst, also ich soweit... Nicht mein Stab, das sagt der Koran, der Koran. Ich meine gerade was anderes, und zwar, dass wenn es dein Maßstab ist, zu glauben, dass nur Jesus was von sich aus gemacht hat, ja, und deswegen er Gott ist, dann verstehe ich dich nicht. Nein, es geht nicht darum, also ich wiederhole mich, damit alle hier verstehen. Du zuhören. Was dich schnell überzeugt, dass das Christentum die Wahrheit ist. Okay, also, du zuhören. Meine Aussage war, Jesus hat im Koran ein Vögel aus Lehm erschaffen und er selbst sagt, und ich werde Leben einhauchen. Also, Jesus hat eine Sache gemacht. Er hat ein schöpferische Fähigkeiten von Allah bekommen. Allah hat keinen Partner. Und im Koran steht, dass es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Ja. Also, aber Jesus hat erschaffen. Allah hat einen Partner. Das ist nur Gott. Allah hat einen Partner. Er hat dich zerstört. No Bist Gott. Du blöd, Brudi? Verstehst du das nicht? Ja. Das ist mit Gottes Erlaubnis passiert. Nur mit seiner Erlaubnis.
Ja, so biegst du dir das jetzt wieder zurecht. Nein, warum machst du denn da? Jesus, bitte Gott bete zu Gott, wenn er doch der zum Erschaffen. Er kann das selber, wenn er will. Er braucht doch keinen Partner. Hier ergibt keinen Sinn. Jeder möchte nur reden, aber lass mich mal auch mal ausreden. Wir waren noch bei dem einen Thema. Wir sind vom Thema zum Thema gesprungen. Wir sind von 5 verschiedenen Leuten verschiedene Aussagen rausgekommen. Wie soll man darauf eingehen? Hier geht's euch nur darum, das wäre jetzt meine nächste Frage, wenn ihr doch wollt, dass jeder Jesus Christus annimmt, warum macht man keine Atheisten-Streams? Warum macht man keine Hinduisten, Buddhisten oder Atheisten oder Agnostiker-Streams oder Deisten-Streams? Warum macht man nur Islam-Streams? Bitte antwortet. Ich will's von Weil mir das Spaß hört. Ich bin da, der Stream macht, mir macht das Spaß. Also, aber zurück zum Thema jetzt. Hey, ich will's von jedem hören. Ganz nein, ehrlich. Ich will von dir hören, was du dazu sagst. Ja, bitte. Shalom. Wieder, Shalom. Mein muslimischer Freund, du bist einfach nur in einer Bubble drin. Das heißt, weil du Moslem bist und weil du nicht mit dem Thema ganz dann kurz, lass mich bitte aussprechen. Nein. Du bist bei TikTok. Was soll die Scheiße? Lass mich doch bitte aussprechen. Okay. Du bist bei TikTok in einer Bubble drin. Weil dich gewisse Themen interessieren, kommen die immer wieder. Wir reden mit allen möglichen, wir reden mit Atheisten, wir reden mit Theisten, wir reden auch mit unseren eigenen Unitariern. Du siehst das nur nicht, darf ich bitte? Tanja, ich Atheistin, Wormann, ich Atheistin, über Atheist, über was sprichst du? Er sieht das nur nicht, weil bei TikTok werden dir die Sachen vorgeschlagen, die du magst. Und wenn du da nicht ausbrichst, kriegst du immer das Gleiche vorgeschlagen. Okay, deshalb machst du hier gerade eine Bewertung, die mich auf Fakten willst du wissen, wie viel TikTok basiert. Ich benutze? Matt, ich frage dich ganz was Einfaches. Woher willst du wissen, wie viel TikTok ich benutze, dass du mir unterstellst, dass ich nur, weil ich auf TikTok bin und diesen Algorithmus habe und ich diese Streams gar nicht sehe? Ja, weil du Blödsinn erzählst. Wir reden mit Warum erzähle ich Leuten. Blödsinn? Du erzählst ja, weil wir eben nicht gerade. Nur mit Muslimen. Du sagst zu mir, ich bin in einer Christen, Bubble. Nein, hör mal zu. Bei den Christen ist es eine kleine Minderheit. Da bist du auch in einer Bubble drin. Bei den Christen, ich suche mir die aus. Bei den Christen ist es nur eine kleine Minderheit, die mit dem Muslimen redet, Mann. Check das mal. Die meisten Christen interessiert das gar nicht. Soll euch doch nicht interessieren. Wir haben doch unsere Religion und ihr habt eure Religion. Aber was ihr hier tut, ist Hetzen. Das ist Hetze. Wo habe ich gehetzt? Aber das Hetzen ist doch zentral des Islam. Hier wird schon genug sich über den Propheten gemacht, über die Religion gemacht. Ich war doch die ganze Zeit dabei. Ich habe doch gesehen, ihr habt euch auch witzig gemacht, wieder auch wieder, war emotional. Alles schön und gut. Aber ich muss nicht eine andere Religion schlecht reden, um meine besser dastehen zu lassen. Wo habe ich deine Religion schlecht geredet? Warte bitte schnell. Wo habe ich deine Religion schlecht geredet, Ergeber? Du hast vorhin, als du die Aussagen gelesen hast, hast du dreckig gelacht beim Lesen? Hast du dich darüber was? Wo habe ich dreckig gelacht? Nein. Warte schnell. Pädophil betitelt? Nein. Warte schnell. Man ist da reingekommen und hat gesagt, Pädophilie in dein Buch. Und da hat man mich betitelt hier so. Und dann habe ich geantwortet, Pädophilie ist in dein Buch. Habe ich dann Sura 65, Vers 4 gebracht. Nein, man hat mich immer wieder so betitelt und so getan, als wäre in mein Buch Pädophilie. Und dann habe ich zurückgegeben. Das ist ein Unterschied. Wenn ich mit dir spreche, sage ich nicht zu dir so etwas. Ich bin ganz normal drauf, ich muss gleich wieder rausgehen, weil ich bin auf einer Konferenz. Ich wollte nur eine Sache meinem muslimischen Freund sagen. Leb in deiner Bubble weiter. Gibt es? Ich möchte mit dir nicht reden. Wessen Religion? Sei mal still. Sei du mal wessen still. Religion, wessen Gott, welcher Religion geht hin und sagt, ich nehme die Sünden meiner Nachfolger und werf die auf die Schultern der anderen. Halt doch mal den Mund, Mann, meine das Gute. Das interessiert mich das, woran ich glaube, muss so, ich mich da... Das ist das Problem. Du sagst, du lebst in einer Bubble, du bist respektlos ganz Zeit. Sagst du mir, ich soll still sein und lässt dich mal ausreden. Ja, genau. Showtime ist perfekt. Okay, ich habe dir...
2 Minuten, super. Also, das Problem ist, dass unser Freund nicht versteht, der Islam greift uns an. Nicht wir greifen den Islam an. Und zwar tut das die Essenz des Islam. Und das zum Beispiel, indem es Sahih Hadithen gibt, wo sein Gott sagt, ich nehme die Sünden meiner Leute, meiner Muslime, auch wenn sie groß sind wie ein Berg, und ich werfe sie auf die Christen und auf die Juden. Deine Religion sagt, dass das Zentrum unseres Glaubens, dass Jesus Gott ist, die größte Sünde ist. Deine Religion macht eine religiöse Aneignung. Sie versucht, die Propheten, die Geschichten der anderen Religionen sich anzueignen, sich zu verändern und zu verfälschen. Deine Religion redet schlecht über uns. Dein Gott beleidigt uns. Dein Gott sagt, wenn du nicht so glaubst, wie ich das will, dann seid ihr das Letzte der Kreation. Das ist das Problem. Nicht wir tun das, das ist nicht Teil unserer Religion, sondern wir verteidigen uns gegenüber den Angriffen deiner Religion. Und das müsst ihr, lieben Muslime, mal verstehen. Warum bin ich denn so? Am Anfang, als ich nichts vom Islam wusste, hat mich das alles nicht interessiert. Ich habe sogar gedacht, ach komm, die Leute, die da irgendwie vor dem Islam waren, die sind alle ein bisschen paranoid. Dann habe ich mich mit dem Islam beschäftigt und das ist alles wahr. Diese ganzen Stellen gibt es, das ist im Koran, das ist in den Sahih Hadithen drin. Und deshalb nochmal ganz deutlich, nicht wir greifen den Islam an, wir verteidigen uns gegen den essentiellen Angriffen in euren Schriften. Dafür brauche ich nicht mal euch Muslime, das machen schon eure Schriften selber, das macht euer Gott selber und das macht der Prophet selber. Und wir verteidigen uns nur dagegen. Das ist der Punkt und das ist der wichtige Fakt hier. Danke. Es sind noch 13 Sekunden, Bruder, oder 9. Ja, aber das war, ja, glaube ich, sehr deutlich. Ich finde eigentlich immer sehr direkte Worte. Wenn ich dann was zu sagen habe, dann reicht das so. Ja, Bruder. So, Ergeben, du hast die Möglichkeit nach ihm. Nochmal, du sagst, dein Gott macht es und nicht meiner. Hä? Wir glauben doch alle an den einen Gott. Das heißt, dein Gott hat den Islam hervorgebracht, um uns zu schaden. Dann könnte ich nein, sagen, mein Gott hat keinen Islam gebracht. Hör auf, so Sachen zu sagen. Ich rede doch, du hast ihn auch nicht unterbrochen. Lass mich doch jetzt. Ja, aber sag nicht, ob es wohl nicht stinkt. Das sind sinnlose Argumente und Aussagen. Du sagst das als Christ, das ergibt keinen Sinn. Zweitens sagst du, wir greifen eure Religion an. Wo? Wo? Wenn es am Tag der Auferstehung sein wird. Ja, okay. Wieder. Darf ja, du hast gefragt, wo? Entschuldigung. Ja. Nein, ich wollte ja weiterreden. So. Aber das Gegenteil ist, ihr hasst unseren Glauben und wir hassen das, woran ihr glaubt. Warum? Wir sagen, ihr stellt Gott Kinder bei. Punkt. Ob wir das so sagen oder nicht, das ist unser Glauben. Wir glauben daran. Und ihr sagt, ah, weißt ihr was, ihr betet nicht Jesus Christus an. Ey, ihr widerspricht euch da vollkommen. Das sind zwei verschiedene Gottesbilder. Und wir, und was ist denn mit den Juden? Glauben die auch an Jesus? Nein, sie leugnen Jesus. Was ist denn dann mit den Juden? Warum sagst du nichts zu den Juden? Glaubt ihr an denselben Gott? Auch nicht. Tut ihr auch nicht. Die Juden sind auch Monotheisten. Auch Monotheisten. Ihr stellt Gott Kinder bei und sagt und prangert uns an, warum wir nicht daran glauben. Das ergibt gar keinen Sinn. Und dann sagt ihr, wir greifen euren Glauben an, obwohl ihr uns angreift. Wir sagen euch eure Religion und uns unsere Religion. Lasst uns zufrieden. Fertig. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir können gerne quatschen, uns austauschen, aber das, was hier getrieben wird, ist öffentlich Hetzen. Ja, das ist Hetze, das ist Feindstiften zwischen Religionen, als ob uns die Regierung nicht genug spaltet. Also Hetzen tust du. Also das ist so viel. Hier zu labern, ich wurde Hetzen. Nein, sei leise. Hier zu labern, ich wurde Hetzen. Hetzen tut dein Prophet und Mohammed Hetzen. Jesus ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. Jesus lebt. Jesus ist der Einzige, der den Menschen die Liebe in ihre Vollkommenheit gezeigt hat. Nicht indem er ihnen ein Gesetz hinterlassen hat und sagt, macht ihr mal, sondern er hat es uns vorgelebt, wie wir leben sollen, in Liebe und Demut. Jesus ist der Einzige, der von Anfang bis zum Ende rein war, unbefleckt und sündenlos. Jesus ist der Einzige, der gesagt hat, liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Jesus ist der Einzige, der Blinde sehend gemacht hat. Jesus ist der Einzige, der Lahme gehend gemacht hat. Jesus ist der Einzige, der einmal hauchen musste und schon begann ein Lebewesen zu leben. Jesus ist der Einzige, der die Toten auferweckt hat. Wem willst du lieber nachfolgen?
einen toten Propheten, der den Tod nicht überwinden konnte und jetzt unter der Erde liegt, eine Holzfigur, fühlst du dich von menschlicher Weisheit inspiriert und richtest deshalb dein ganzes Leben darauf aus, in der Hoffnung, ein besserer Mensch zu sein? Oder willst du doch lieber dem nachfolgen, der den Tod überwunden hat? Jemand, der dein Schreien und dein Flehen hören kann. Jemand, der noch am Leben ist. Halleluja. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist der Einzige, der dich retten kann. Der dein Ende ein Ende machen kann. Mohammed nicht, denn der ist tot. Allah nicht, denn der ist eine Erfindung. Aber Jesus Christus ist wahrhaftig. Er ist die absolute Liebe. Die Hauptnotwendigkeit jeder Religion. In Jesus Christus hast du Leben, in Mohammed nicht, denn er ist tot. Er ist begraben, aber Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Und ihn allein brauchen wir. Er ist der Einzige, der alle Anbetung verdient. Amen. Sehr schön gesprochen, mein Bruder. Ja, was soll ich noch sagen? Eigentlich wollte ich mich verabschieden. Sorry. Explosionen. Ups, sorry. Alles gut, mein Bruder. Ich wünsche dir dann Gottes Segen, dich und deine Familie. Und euch auch alle, Gottes Segen an alle. Und vielen Dank. Passt auf euch auf. Bis du bald. Auf dich. Aran. Bis bald, mein Bruder. Aran. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wann gehe ich hier raus? So. Ich. So. Ja, Schwester, jetzt bist du dran. Ja. Also zu der Geschichte mit den Juden wollte ich sagen. Der Herr Jesus sagt, ich bin in mein Eigentum gekommen und die meinen haben mich nicht erkannt. Also er hatte schon gewusst, dass seine eigenen Leute ihn nicht erkennen. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, ja. Genau. Und und was der Bruder Mario gesagt hat, da gebe ich ihm vollkommen recht. Jesus ist der einzige Gott und in der Bibel steht in Galater 1,8, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und was anderes sagt, als das, was Jesus gesagt hat, der sei verflucht. Und das ist die Prophezeiung für mich auf Mohammed. Also er hat uns schon gewarnt. Dankeschön. Bitte, bitte. Also die Person, die da unterschreibt, Hetze, tut dein Prophet und deine Religion. Also, bitteschön, Tanja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Es war so viele Informationen auf einmal, dass mir so die Luft wegblieb. Ich habe das Neue Testament, habe ich durchaus auch gelesen, ist schon ein bisschen länger her. Was Jesus verkörpert hat zu seiner Zeit, empfinde ich als das, wie ich lebe. Ich mag keine Gewalt. Er hat immer Frieden gepredigt. Ob nun Jesus Christus Gott ist, Gottes Sohn oder ein Mensch, der seiner Zeit weit voraus war, war es ein toller Mensch, der viel Frieden und viel Schönes geschaffen hat in seiner Zeit. Das wollte ich dazu sagen. Er ist jemand, der wirklich Tolles gemacht hat und mir wollte, die das Judentum nun nicht wollte. Aus dem Grunde haben sie ihn ja auch verraten. Und ich sage niemals, dass es Jesus nicht gegeben hat. Das nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es Jesus gegeben hat. Und er war ein toller Mensch, definitiv. Sollte es mehr von geben, gibt es leider nur sehr wenige, die auch nur ansatzweise an seine Herrlichkeit kommen. Das war eigentlich das, was ich noch dazu sagen wollte. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Dir auch, komm wieder. Gott segne dich und deine Familie. Und dann sprechen wir ein bisschen intensiver. Hol dich eine Bibel, Tanja, und dann werde wir eines Tages dich auch taufen, wenn Gott es will. Miss, du bist dran. Und zwar, davor war ja der eine, der
davor gegangen ist, der meinte ja, also ich glaube, du hast gesagt, dass er Atheist war, oder? Wann er ist Atheist, ja. Also, er ist oder er kommt, ich weiß jetzt nicht genau, er hat vorher gesagt, er ist noch nicht getauft, aber er ist Atheist, sage ich jetzt einmal so. Und wenn er zu uns, zum Christentum kommt, dann ist er herzlich willkommen, das weiß er immer. Genau. Also glaubt er nicht an Jesus oder nein. Wie? Dann ja auch nicht, nein. Ach so, ich dachte, er glaubt an Jesus. Ja, er findet Jesus gut, sozusagen. Also wie jeder Atheist eigentlich, jeder Mensch sagt, Jesus Christus ist ein wunderbarer Mensch und das ist ja die Wahrheit. Und ja. Okay. Was verstehst du unter Taufe? Also wie meinst du, was ich verstehe unter Taufe? Also Taufe ist die Taufe. Also weiß nicht, was, wie meinst du das jetzt? Also in dem Sinne, wie man zu Gott kommt. Also wie man zu Gott kommt. Also eigentlich, du glaubst, wirst ja berührt vom Heiligen Geist. Und dann, wenn du geglaubt hast, dann gibt es die Gehorsamschrift und das ist dann die Taufe. Okay. Ist es so? Oder wie siehst du das? Wie meinst du das? Ja, also mein Timer geht gleich vorüber und ich glaube, es reicht. Schon gut, warte, ich nehme den Timer raus. Aber sonst wird der Typ ergeben dann, was weiß ich, was sagen. Andere kommen zum Wort. Wir haben Selmina da. Doda will auch noch reden. Auf jeden Fall. In Römer 10, Vers 17 steht geschrieben, dass der Glaube kommt aus der Verkündigung. Mhm. Und die Verkündigung ist das Evangelium. Okay? Und das Evangelium ist Priorität. Zum Beispiel in 1. Korinther oder ich glaube, ja, in 1. Korinther 2 oder so, hat sogar Paulus gesagt, er hat nur das Evangelium im Kopf. Das heißt, er ist gekommen, um das Evangelium den Menschen zu predigen, damit sie errettet werden, wenn sie daran wahrhaftig glauben. Und das ist das Allerwichtigste, was wir Christen machen sollten. Wir sollten in die Bibel hineingehen und lesen, was das Evangelium ist und dann den Menschen da draußen das Evangelium lehren. Denn das ist das, wodurch der Mensch zum Glauben kommt. Und wer an das Evangelium glaubt, wird errettet für immer. Das heißt, für immer und ewig bist du errettet und bist ein Kind Gottes und hast nicht mehr den Zorn Gottes auf dich. Und das ist das Allerwichtigste. Denn Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Ja, das steht sogar in der Schrift. Er will, dass jeder errettet wird. Aber leider kann nicht jeder errettet werden, weil das ist ja eine individuelle Sache. Wir sehen ja selbst, ich habe mich dazu entschieden, Jesus Christus anzunehmen. Es war meine eigene Entscheidung, genauso wie du dich dazu entschieden hast. Dann gibt es aber auch welche, die sich nicht dazu entscheiden wollen. Und wie gesagt, es ist ja, man zwingt ja niemanden. In Matthäus steht ja selbst, wenn euch keiner aufnehmen will, ne, dann geht raus aus dem Haus, tut den Staub wegfischen und dann geht einfach weg. Ja, aber wirklich, das Evangelium ist Priorität, sollte Priorität bei uns Christen sein. Amen, ja, da ist es so. Als Helmine? Amen, Schwester, sehr schön gesagt. Hört man mich, ja, oder? Ja, man hört dich, ja. Okay, sehr gut. Ich hab, ja, auf jeden Fall erstmal der Herr segne euch alle hier. Und Gottes Segen. Gottes Segen, Schwester. Gottes Segen. Und ich denke, wir sollten uns alle, also jeder Mensch sollte sich mal bewusst machen, wie lange beziehungsweise wie kurz wir hier auf dieser Welt leben. Richtig. Hallo, wir hören dich nicht mehr. Hört man sie? Ich glaube, das ist, was sie sagen. Man hört dich nicht mehr. Man hört sie nicht. Vielleicht muss sie noch mal raus oder so. Oder dann wieder rein. Aber das, was sie gesagt hat, stimmt. Weil das Leben ist eine Gunst. Das Leben ist nichts. Ja, du lebst nur für eine kurze Zeit und dann gehst du wieder. Ja, das ist es so. Amen, ja.
und man darf sich, man sollte sein Leben nicht einfach hinwerfen, wegwerfen, wie zum Beispiel die meisten sagen einfach, oh, leb dein Leben, du lebst nur einmal, oder das Leben ist viel zu kurz, tu, was du willst, aber das ist falsch, ja, also ich meine, es ist nicht richtig, das ist einfach nur, lenk dich davon ab, um nicht errettet zu werden. Lenk dich mit anderen Dingen ab, um nicht errettet zu werden, um nicht die Realität zu sehen. Denn zum Beispiel davor, bevor ich errettet worden bin, war die Welt so anders. Ich meine, ich habe die Dinge nicht erkannt, was gerade so passiert. Aber dann bemerkst du auf einmal, wie die Welt, also wie dunkel es eigentlich ist. Und da willst du auch nicht mehr ein Teil dieser Welt sein. Ja, das ist es so. Und das Schöne daran ist, du erkennst dich, ja, du hast eine Identität in Jesus Christus. Du bist ein neuer Mensch und du hast einen Sinn des Lebens und eine Hoffnung bis für die Ewigkeit. Ich bin so zu 1000% sicher, ja, wenn ich heute sterbe und ich vor Gott stehe, wird Gott mich annehmen, weil ich sein Kind bin. Nicht, weil ich Werke getan habe, sondern weil ich an seinen Sohn geglaubt habe. Denn das ist der Wille des Vaters gewesen, dass wir an seinen Sohn glauben. Das ist der Wille des Vaters gewesen, von Anfang an. Amen. Dass wir ihn annehmen und errettet werden. Und deswegen kann ich nur sagen, wer Jesus Christus annimmt vom Herzen aus, wird für immer errettet und wird vor Gott stehen und Gott und wird vor Gott gerecht sein. Amen. Hallo. Kurz auch noch was dazu sagen. Amen. Und wer den Sohn leugnet und den Vater, dieser ist der Antichrist. Ne? Das steht auch ganz klar geschrieben. Mhm. Wer nicht an den Sohn Hallo glaubt, zusammen. Das ist der Antichrist. Hallo. Hallo, Gottes Segen. Also lassen wir Shalom, Bruder. Lasse wie Schwester. Salam alaikum. Salam zwar, alaikum. Weil die Schwester wollte diese Hallo, Leute. Die Hallo. Meinte gerade, dass wer den Sohn leugnet, quasi den Jesus alaihissalam, weil wir geben ihm nochmal Respekt, sagen alaihissalam, weil alle Propheten waren Herren und nicht nur so einfachem, ne? Jesus. Ein Herr nee, kann man sagen, alaihissalam. Zum Beispiel. Leute, Entschuldigung, also, ganz kurz. Entschuldigung, ja. Bei mir stand gerade, der Peter hat dich gekickt, also rausgeschmissen hier. Nein. Also Leute, ich wurde warte schnell bitte. Warte schnell. Ich bitte euch ja um Hilfe, irgendeine Kirche oder so, mich zu helfen, weil ich bin ja seit 2 Jahren weg von Deutschland. Ja, mein Bruder, warte schnell bitte. Da wurde ich von der Polizei geschlagen. Ja. Komm nachher wieder. Du wurdest von der Polizei geschlagen. Ich weiß es nicht. Komm nachher wieder, bitte. Also, Schwester Selmina, bitteschön. Darf ich noch was ganz kurz sagen? Ja. Weil ich war jetzt dabei und ich gehe gleich wieder raus. Wie gesagt, ja, ich war gerade so nicht. Im Redefluss. Ich weiß nicht, was ihr alles jetzt, also bis wohin ihr gehört habt, aber gut. Nein, du. Ja, Beispiel, sonst rede du erstmal. Vielen Dank für das Respekt. Danke sehr. Möge Gott alle mit Gutes belohnen, die alle Respekt haben füreinander, miteinander. Wir sind alle Kinder Gottes, sind wir alle, weil wir sind von Gott gekommen. Adam hat war eine, der hat, erste hat ein Mensch. Gott Kinder? Kinder Gottes so gesehen, ne? So, man muss so ein bisschen pauschal sehen, nicht so gleich okay. Meiner, deiner, seiner, einer, keiner, weil das ist dann Egoismus und das ist dann Rassismus. Okay. Lieber sagen wir so allgemein, wir nehmen das so komplette Paket. Doc hat mich auch gekickt jetzt. Wo ist er? Er ist ein Basking, ist nicht mehr da. Ich rede mich nicht mehr, es reicht ja. Jetzt eine Stunde gequasselt. Hört ihr mich noch? Ja, man hört dich, ja? Ja, ich höre. Weil das hängt irgendwie, keine Ahnung. Ja, sprich nur, also, ja, lassen wir es schon mal. Ich habe schon lange ergeben. Sonst lasse ich erst Selmina zum Wort kommen. Worldwide. Ja, worldwide, ich weiß, aber du bist mit ergeben, mit dem Mohammed-Account da drin. Ja, mit seiner Kopie. Eben, ich weiß. Also, ich möchte gerne auch was sagen, weil was wir auch verstehen müssen, dass Gott heilig ist und keine Gemeinschaft mit Sünde hat. Ich wollte mich nur kurz verabschieden, tut mir leid.
Also, ach so, schade. Ich bin, schade, okay. Ich wollte gerne auch auf einige Dinge eingehen, aber ja gut, dann hat das jetzt leider nicht geklappt. Dann ist das so. Bist du fertig? Seid ihr noch da? Ja, ich bin da. Entschuldigung, ich habe gedacht. So irgendwie, ja. Hakt TikTok spinnt, ja, genau, ja. Habe ich auch gemerkt jetzt gerade. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Selmina, aber der Baschkim, der reingekommen ist, der hat ja gesagt, sie würden Jesus ehren, aber sie leugnen ihn als Sohn Gottes. Das ist der Punkt und das sagt die Bibel. Nur dass die, genau, die das machen, ne? Ja, genau, das wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Ja, und das ist ja auch das Gefährliche, weil es ist ja nun mal so, es kann ja nur eine einzige vollkommene Wahrheit geben. Oh, Doda! Wow! Doda ist wieder da. Wie schön. Ich habe schon gesehen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut, wenn du mich hörst hier. Ja, anscheinend hört er uns, aber kann noch nicht so richtig sprechen. Aber ja, wir sind froh, dass er da ist bei uns. Ja, das ist schon ein gutes Zeichen, TikTok dass er schon unsicher machen. Gott sei Dank. TikTok unsicher machen hier. Der Herr Jesus lebt. Er hat unsere Gebete erhört. Amen. 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 Ja, also schön. Ich habe mir gestern auch so Gedanken gemacht und ich habe mir so gedacht, ich wünschte mir, die Menschen würden sehen, wie wundervoll Gott ist, wie wundervoll der Herr Jesus ist und wie mächtig und wie schön und wie voller Liebe auch. Diese Liebe kommt nicht von dieser Welt. Diese Liebe findet man nicht in dieser Welt. Und ich wünschte mir so sehr, die Menschen könnten es sehen. Aber es ist, ich meine, ich selber war auch mal an dem Punkt, wo ich es nicht gesehen habe. Und ich bin blind rumgelaufen und dachte, ja, habe mir überhaupt wenig Gedanken gemacht. Oder ja, auf jeden Fall so, meine Augen wurden geöffnet, weil ich auch mein Herz dafür geöffnet habe. Und Gott ist wirklich lebendig und das sehen wir auch anhand der Bibel, wenn man sieht, wie viel sich schon prophezeit hat und selbst Jesus wurde prophezeit und das alles hat sich erfüllt und außerbiblische Quellen bestätigen das genauso. Historiker haben das schon bestätigt. So viel, also es gibt so viel Bestätigung. Man muss einfach nur ein bisschen mal die Ohren öffnen und zuhören oder selber mal auf die Suche gehen. Und weil das Leben, wie ich das vorhin auch sagen wollte, es ist so kurz. Wir leben wirklich ein paar Jahre hier, 100 Jahre vielleicht. Und ja, Gott weiß es so und dann kommt die Ewigkeit und es, ja, und man verschwindet nicht einfach so, dann wird das ganze Leben ja gar keinen Sinn machen. Und ich habe erkannt, dass hinter allem einfach Sinn steckt. Es passiert nichts und wirklich gar nichts aus Zufall. Es steckt hinter all dem Sinn, aber leider ist die Lüge so groß auf dieser Welt, weil es täglich neue Lügen dazukommen und Täuschungen und das ist so gefährlich, weil Gott sagt ja auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf und das ist es auch wirklich, weil jedes Mal, wenn wir geöffnet sind für die Wahrheit, dann kommt der Teufel und will uns wieder die Augen zuschließen. Er will einfach nicht, dass wir zur Wahrheit kommen. Und wenn wir sehen, wie viel Böses hier herrscht, dann sehen wir einfach, was der Teufel alles angerichtet hat. Und ja, und wir brauchen Gott, weil ohne Gott können wir uns nicht schützen. Und ich meine, selbst der Koran bestätigt, kann noch nicht mal die Gottheit Jesus Christus verleugnen. Das ging gar nicht. Klar wird da immer wieder gesagt, ja, wer den Sohn hat, der ist ungläubig. Das ist einfach nur Angstmacherei und auch immer dieses, ja, Allah ist allbarmherzig und all das. Das ist Zuckerbrot und Peitsche. So, weil auf der einen Seite wird da ganz viel Angst gemacht, auf der anderen Seite stehen da wieder gute Sachen, die einen irgendwo Hoffnung geben. Und das ist so gefährlich und auch, dass wir so, ja,
Ich meine, der Islam verhindert die Menschen, ihr Herz dafür zu öffnen, Jesus als Gott zu erkennen. Und das ist ja echt eine sehr krasse Sache und auch ein sehr krass geistlicher Kampf. Und es gibt viele Muslime, das kann man überall nachschauen auf YouTube oder auch die Bücher geschrieben haben, die Gott gefunden haben, die Allah gesucht haben und Jesus gefunden haben. Und das sind das so wundervolle Zeugnisse. Das war bei mir so. Ich habe auch den Koran gelesen. Ich habe den geschenkt bekommen vor 4 Jahren und die Bibel. Und ich war auch auf der Suche und habe Gott sei Dank den Herrn Jesus gefunden. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Amen. Und du warst Muslimin gewesen oder? Nee, aber ich war so in so einer ganz schlimmen Situation in meinem Leben und habe nach der Wahrheit gesucht. Ja. Und dann kam so ein Moment, wo ich das erste Mal nach Gott gerufen habe, weil ich keinen anderen Ausweg mehr hatte. Und ich hätte auch einen Hijab getragen. Also wenn das wirklich so, der Herr mir das so gezeigt hätte, dann hätte ich das gemacht. Ich wollte einfach nur wissen, wer Gott ist. Mhm. Und dann hat mich der Herr Jesus irgendwie zur Bibel geführt und ja, das hat sich irgendwie alles so ergeben, so ganz langsam und ganz sanft habe ich auf einmal Dinge in meinem Herzen gewusst, die ich in der Bibel noch gar nicht gelesen hatte, aber die waren schon irgendwie in meinem Herzen und das war so schön und ja, also das, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, wie das war, weil in dem Moment hat Gott mir gezeigt, ich soll die Bibel öffnen. Und dann habe ich plötzlich angefangen zu danken. Aber so zu danken, als wenn nicht ich das wäre, der spricht, sondern irgendwie, als wenn mich etwas drängt, dass ich das ausspreche, diesen Dank zum Herrn. Danke für alles, wirklich. Ich habe für jede Kleinigkeit auf einmal gedankt. Das schoss so aus mir raus wie so eine Pistole. Und von dem Tag an hat sich mein ganzes Leben verändert und ich kann wirklich nur dieses Zeugnis immer weiter erzählen. Und meine Cousine war Satanistin und die wollte nie was von Gott hören und der Herr hat uns beide zu ihm gezogen und ich sag nur, Gott ist so gut und so wunderbar und einfach nur die Liebe und das, was im Islam ist mit diesem tötet die Ungläubigen und tötet irgendwie, da stehen ja so viele Tötungsbefehle, das ist einfach nicht von Gott. Also das ist, diese ganzen Sachen haben nichts mit Gott zu tun. Ja, genau. Also, sag nicht töte. Ja. Satan sagt töte. Ja? Also im Islam oder ja, der Koran erklärt das ja auch so, dass Allah das Böse auch erschaffen hat und die Menschen auch für die Hölle erschaffen hat. Und das ist ja genau das Gegenteil, was die Bibel sagt, weil die Menschen wurden nämlich nicht für die Hölle erschaffen. Im Gegenteil, wir sollen in Frieden und Herrlichkeit leben. Das wünscht sich Gott für uns. Nur leider ist halt das Böse da, was uns davon hindern will, ne? Und das ist wirklich echt auch ernst zu nehmen. Also ich weiß, man sieht es einfach, diese geistliche Welt, man sieht sie nicht, aber sie ist realer und existiert mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und wir werden durchgehend, also ja, die geistige Welt ist einfach, ja, existiert. Ja. Und wir haben so viele Einflüsse auch. Und das ist ja immer schwierig zu sagen, weil viele Menschen sind dafür nicht geöffnet und ich kann das auch immer verstehen, weil ich selber war dafür auch nicht geöffnet. Aber wenn man mal anfängt, einfach ja zu recherchieren und auch sein Herz für das zu öffnen, was einem so ein bisschen als unglaublich erscheint, dann ja, kriegt man peu à peu auch die Erkenntnis. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ja. Genau, und wenn es tatsächlich so wäre, wie es im Koran und in den Hadithen steht, dann hätten wir ja einen sadistischen Gott. Dann hätten wir ja einen Gott, der bewusst Menschen erschafft, um sie leiden zu lassen in der Hölle. Und das ist einfach nicht Gott. Aber weißt du, ich musste in letzter Zeit auch immer an den Bibelvers denken, wo Jesus Petrus fragt, was er glaubt, wer er ist.
Und als er sagt, du bist der Sohn Gottes, dann sagt doch Jesus, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart. Und das ist genau das. Der Herr weiß, er gibt, wem er will. Das heißt, diese Erkenntnis ist ein Geschenk. Ja, und nicht jedem ist es gegeben, weil er kennt ja unser Herz. Er sieht ja, ob wir tatsächlich gut oder böse sind. Wir können ja viel erzählen, aber der Herr sieht in unser Herz. Und genau das ist so, wo ich mal drüber nachgedacht habe, weil viele haben ja auch das Herz. Moment, es wird gerade laut, Entschuldigung. Viele haben das Herz verhärtet, ja, und ihre Augen sind geschlossen und ihr, ja, sie sehen, aber sie erkennen nicht. Und das ist ja auch eine Sache, die Gott auch schon gesagt hat. Ja, dass ihr Herz verhärtet bleibt und sie niemals die Wahrheit erkennen werden. Und deswegen müssen wir umso dankbarer sein, dass wir die Gnade bekommen haben, dieses Gnadengeschenk, wirklich den Herrn zu erkennen, die Wahrheit. Weil er sagt ja, als einzigster sagt der Herr Jesus, ich bin die Wahrheit. Und das ist wie, also bei mir war das so, als wenn ich einen Schleier, als wenn mir jemand die Augen geöffnet hätte, als wenn mir einer einen Schleier vor den Augen weggemacht hätte. Und das ist so schön. Und das ist, wir waren blind. Ja, und wir waren tot. Ja, es ist auch wirklich so. Man läuft so blind durch diese Welt und macht sich wenig Gedanken über irgendwas. Oder ja, man ist... Entschuldigung, schnell. Semine, du hast Moderation. Du kannst Leute hochnehmen oder runterwerfen. Falls jemand kommt, ich muss schnell etwas holen. Ich komme in 10 Minuten wieder. Okay, warte, wie mache ich das? Ja, wenn jemand Anfrage schickt, dann siehst du unter Rot. Und wenn jemand draufkommen will, sonst eben normal stummen und so. Ich gehe einfach schnell für 5 Minuten, höchstens 10 Minuten schnell. Ob ich so trinken hole. Ah, da oben ja, bei mir kommen. Ich lasse euch. Wir gucken auf die Uhr. Wir gucken auf die Uhr. Jetzt muss ich rennen. Ja, nein, ja. Ich lasse euch da Frauengespräch führen, ich komme dann nachher wieder. Oh, das wird gefährlich, Bruder. Ja, mies ist Frau selber, du bist, also ich lasse euch da Frauengespräch führen, ich komme nachher wieder. Ja, also, Shalom, bis später. Shalom. Bis später, Shalom. Bis später, Shalom. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch einen muslimischen Hintergrund und ja, da ist okay. Ja, also meine Hälfte der Familie sind alle muslimisch und es ist ja, also es ist ja bei denen auch einfach so, dass sie auch nicht dürfen, wenn sie an den Sohn Gottes glauben oder ja, also das ist so verpönt und dadurch, also da wird schon mit Mord auch gedroht. Also heutzutage ist alles natürlich ein bisschen liberaler geworden, auch gerade hier im Westen. Aber damals war das auf jeden Fall schon extrem auch so. Und ja, wenn wir uns mal einfach ganz logisch die Geschichte anschauen, dann sehen wir einfach, dass ja erstmal die Tora kam, dann das Evangelium, wie das auch in der Tora prophezeit wurde, in Jesaja 9, Vers 5, im ganzen, also eigentlich im ganzen Alten Testament, kann man sagen. Und dann hieß es, also dann kam 635 Jahre später deren Prophet Mohammed und hat dann gesagt, dass ja, alles war Lüge da in der Bibel und hat plötzlich alles verdreht. Und das hat so ein Chaos angerichtet, so ein Chaos, weil da mit Angstmacherei, ja, die Leute... Oh, die ganze Bibel verdreht, ne, Schwester? Ja, das ist so Wahnsinn, wirklich. Ja, die ganze Bibel verdreht. Genau, und es ist... Ja, ich meine, ich kann verstehen, dass die Muslime auch oft denken, man greift deren Religion an oder so,
Ja, weil das wirkt auch oft so. Dabei zitiert man ja lediglich nur Stellen aus deren Schriften. Und sie kommen mit, also daran, dass sie sagen, wir greifen diese Religion an, zeigt ja, dass sie damit eigentlich gar nicht in ihrem Herzen einverstanden ist, was da drinnen steht. Und das macht mich auch richtig traurig, weil man merkt, eigentlich wollen sie das gar nicht. So, sie sagen, ja, ihr hetzt nur und so weiter und so fort. Dabei steht es ja selber in den Schriften drinne. Und die versuchen, alles so, also Ausreden zu finden, damit es einfach so, doch noch so schön oder so aussieht. Genauso wie das mit Aisha, wenn sie dann sagen, ja, damals war das normal, dass man ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und ja, der Mann 53 war. Dieser Altersunterschied war ganz normal. Also das ist so wirklich... Ja, Schwester, ich kann dich voll verstehen. Vor allem, die Sache ist auch die, in der Bibel wird ja schon gewarnt vor den falschen Propheten, die nach dem Herrn Jesus kommen. Denn die Bibel schließt ja mit der Offenbarung ab. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Und wenn wir mal schauen, im Koran wird ja genau, guck mal, der Herr Jesus ist ja Jude gewesen. Und der Herr sagt, sie werden euch hassen, weil sie mich vor euch gehasst haben. So, und dann schau mal in den Koran. Ich habe mal einen Hadith gelesen, ich glaube, das ist Sahih Muslim 2226. Da steht drin, O Muslim, spricht der Stein, hinter mir verbirgt sich ein Jude, komm und töte ihn. Und wenn ich dann eins und eins zusammenzähle, ja, wie der Satan die Juden hasst, weil der Herr Jesus Jude war und weil die Juden das auserwählte Volk sind, passt das eins zu eins zusammen? Ja? Ja. Dieser Hass gegen die Juden, das ist der Hass gegen den Herrn Jesus Christus. Ja. Aber wir brauchen die Erkenntnis vom Herrn, das zu verstehen oder das durch oder das irgendwie in diesen Sachen zu erkennen. Das ist alles ein Geschenk, weil wenn du nicht dein Herz und deine Augen wirklich geöffnet hast, kannst du die Sachen gar nicht erkennen. Dann denkst du, oh ja, ne, das ist ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber hat es ja schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also allein, dass ein, die nennen ihn ja Gott, Allah, allein, dass ein Allah dazu aufruft, ein ganzes Volk zu vernichten, was du da gerade, du hast ja die Quelle auch genannt, die habe ich auch gelesen und das ist auf jeden Fall auch richtig heftig, dass sogar Steine sagen werden, Allah töte diesen Juden, also da, ja, man sieht dieses Böse da drin einfach auch, ne? Also wirklich, es ist ja einfach nur böse, weil es auch in, also das sind auch einfach Menschen, genau wie wir. Wir sind alles Menschen, wir haben alle Fehler, wir haben alle gute und auch böse Seiten an uns. Und ja, und Gott will nicht, dass wir uns gegeneinander bekriegen oder sonst was. Es ist ja genauso wie, wenn Eltern mehrere Kinder haben, dann wollen sie ja auch, dass Frieden unter den Geschwistern herrscht und nicht, dass sie sich da alle bekriegen. Das wollen Eltern für ihre Kinder ja auch nicht. Und noch mal viel höher ist es ja mit Gott. Gott will ja auch nicht, dass wir uns Menschen hier bekriegen. Dafür hat er uns ja nicht erschaffen, aber da wird das ja der Allah sagt das halt ganz anders. Er sagt uns, dass er den Satan schon, also Iblis, glaube ich, erschaffen hat und dann die Menschen auch schon für die Hölle. Ja, es macht halt wenig Sinn alles, ne? Und die Bibel sagt uns, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und auch Lucifer als Engel war mal gut, aber er ist der Vater der Lüge und hat die Lüge zum Leben gebracht. Und er ist der Vater der Sünde, der Lüge einfach. Und hat uns Menschen einfach verführt. Die hinterlistige Schlange Satan hat uns verführt, womit wir wegen nur einer Sünde von Gott getrennt wurden. Wegen einer einzigen Sünde, weil Gott ist heilig und in ihm steckt keine Finsternis. Und Amen. Ja, somit musste Jesus Christus als Mensch kommen, als heiligen Menschen, weil Gott ist gerecht, er kann ja nicht ungerecht sein. Und richtig. Das ist, und darf ich kurz noch was sagen, Schwester? Die frohe Botschaft. Genau. Und bitte, ihr lieben Menschen hier draußen, jeder, der es hört,
wirklich, öffnet euer Herz, vor allen Dingen auch Muslime. Ich weiß, wie schwer es ist, wie schwer es ist. Ihr habt Familien, Freunde und ja, die sind vielleicht auch die meisten von denen Muslime. Ich kenne das selber. Aber es ist so wichtig, einfach mal sein Herz dafür zu öffnen, weil wenn man nicht will, dann hat man selber Schuld. Das ist auch eine Entscheidung, nicht zu wollen, ne? Ja. Nicht verstehen zu wollen, ist auch eine Entscheidung. Genau, und was ich sagen wollte ist, die Muslime sagen ja immer, also ganz, ganz oft, Gott kann nicht sterben oder warum sollte denn Mensch werden? Also ich wollte jetzt einmal auch hier sagen, unser Herr und Gott ist allmächtig. Er kann alles das, was er möchte. Es gibt bei ihm keine Grenzen. Und wenn wir als kleine Ameisen Menschen sagen, dass er nicht Mensch werden kann, dann beleidigen wir Gott. Mhm. Weil dann beleidigen wir seine Allmacht. Gott konnte durch einen Dornbusch zu Mose reden. Warum sollte er nicht Mensch werden? Gott ist allmächtig. Und wenn er sagt, ich möchte ein Mensch werden und der Geist Gottes ist in mir, weil in der Bibel steht ja geschrieben, da sagt ja Philippus zu Jesus, sagt ja zu ihm, Lehrer, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und dann sagt Jesus, Philippus, so lange bin ich schon bei euch und ihr sagt, zeigt mir den Vater. Wisst ihr denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Ich und der Vater sind eins und jetzt habt ihr ihn gesehen. Und daran gibt es keinen Zweifel, dass er Gott ist. Und deswegen wollten die ja auch damals ihn steinigen. Ja? Also ich meine, ja. Genau so ist es, Schwester. Und ich meine, im Islam steht ja auch, dass Allah sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und das sagt Jesus ja auch in der Bibel. Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Bevor Abraham war, war Jesus schon. Und Jesus ist, wie die Schwester Miss auch vorhin schön gesagt hat, Jesus ist das Wort Gottes, das Wort. Das Wort, was gesprochen hat, ist Fleisch geworden. Ey, diese Erkenntnis zu haben, das ist so eine Ehre. Ich fühle mich so geehrt, dass ich diese Erkenntnis haben kann und darf. Und es ist so wundervoll. Und ey, ich möchte das am liebsten, diese Erkenntnis allen anderen so mitgeben. So ein Stückchen, so ein Häppchen, jedem so ein Häppchen geben. Aber ja, leider sie ist jeder für sein eigenes Leben ja auch verantwortlich. Und ja, natürlich. Wirklich so viele Lügen. Ich meine, auch in der Christenheit Zeugen Jehovas, Charismatiker oder dieses Ganze, ne? Es gibt so viele Täuschungen und Lügen, dass ist die Verführung halt auch immer größer. Also umso mehr Lügen es gibt, umso mehr Verführung ja auch für die Menschen. Und genau. Darf ich kurz antworten? Hier ist jemand, der geschrieben hat. Na, alles gut. weil jemand hat hier geschrieben, der Alimor, ist Jesus dann auch gleich Vater? Er hat es ja bestätigt, das habe ich ja eben gesagt. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt habt ihr ihn gesehen. Das heißt, das ist ganz klar gesagt von Jesus, dass der Vater in ihm ist und er im Vater ist. Weil das Fleisch ist am Kreuz gestorben, nicht der Geist. Gott ist Geist. Und er hat eine menschliche Gestalt angenommen, um uns ein Beispiel zu sein, wie wir sein sollen. So demütig, ja. Die Menschen damals haben erwartet, dass ein König kommt, ein reicher Mann und ein toller Mann. Nein, er hat gesagt, dass wir demütig sein sollen. Er hätte am Kreuz hätte er eine Schar Engel kommen lassen können, die ihm helfen. Aber er wollte uns ein Beispiel geben, wie sehr er uns liebt und wie sehr wir unsere Nächsten lieben sollen. Dass er sogar sein Leben gegeben hat, ja, dass er sein Fleisch geopfert hat. Und das ist so eine große Liebe. Ja. Und genau deswegen dürfen manche Menschen das erkennen, weil der Herr sieht in unser Herz. Ja. Wer hat wirklich ein offenes Herz dafür? Danke. Ja, Schwester Miss, möchtest du auch was sagen? Vielleicht. Also,
Jesus, das Krasse an der Sache ist, ist, dass er ist Gott und er ist einfach hier runtergekommen. Er hat sich, also einfach seine Stellung hat er runtergemacht und wurde Mensch. Und bevor er gekreuzigt worden ist, ne, da war er perfekt. Also er hatte keinen Makel an sich, nichts. Und er wurde uns fleischlich gleich. Und er hatte dann am Ende, hat er voll die Sünde auf sich und den Zorn Gottes auf sich, als er da am Kreuz war. Und er war komplett befleckt. Ja, also das, was wir Menschen hatten, also jetzt zum Beispiel derjenige, der neugeboren ist, das, was wir davor hatten, diese Flecken und so, das hat Jesus Christus auf sich genommen. Das heißt, er war voll befleckt. Amen. Er hatte den Zorn Gottes auf sich. Und das war der Grund, warum er davor im Garten zum Vater gesagt hat, also, nee, als er am Kreuz war, da hat er ja was gesagt. Da hat er gesagt, dass Gott mich verlassen hat. Oder, warum hast du mich verlassen? Und zu dem Zeitpunkt wurde Jesus genauso wie wir. Ja, er war Mann, komplett befleckt. Und deswegen hat er gesagt, warum hast du mich verlassen? Dabei hat Gott ihn eigentlich gar nicht verlassen, aber er wurde wie wir, ja. Muss man darüber nachdenken. Damit Amen, du und ich Amen. Errettet werden können. Amen, ja, genau so ist Amen. Es. Wir haben alle Schulden, wir haben alle ja. Sünden. Und der Herr hat für uns bezahlt, damit wir nicht leiden müssen. Ne? Also was für genau. eine Liebe ist das? Das ja. Vor allen Dingen, da heißt es aber nicht, dass wir jetzt machen können, was wir wollen. Das sagen ja auch manche. Dürft ihr denn jetzt tun, was ihr wollt? Nein. Aber wenn wir den Herrn erkannt haben und der Herr unser Herz berührt hat, von dem Moment an wollen wir dem Herrn folgen und nicht mehr sündigen. Wir werden immer mal wieder sündigen, weil wir Menschen sind. Aber zum größten Teil geben wir uns natürlich Mühe, dem Herrn Jesus das zu machen, was er gemacht hat, ihm nachzufolgen. Ja, genau. Das sowieso nicht. Und wie gesagt, das ist ja das, was zum Beispiel Katholiken oder Pfingstcharismatiker gerne mal sagen, so ja, aber das ist jetzt ein Freifahrtschein, ihr dürft machen, was ihr wollt. Das stimmt nicht. Jesus verändert dich. Also die Begegnung mit ihm verändert dich. Du siehst die Welt nicht mehr in dieser Perspektive, die du davor gesehen hast, dass du irgendwie mit so einem, ich weiß nicht, dass du blind rumgelaufen bist. Du erkennst die Dinge, du erkennst, wer du bist. Du erkennst, was in deinem Leben passiert ist. Und natürlich tut man die Sünde, ja. Aber man will sie nicht tun. Und das hat auch Paulus gesagt. Paulus hat gesagt, ich tue die Sünde, aber ich will sie gar nicht tun. Ich will das Gute tun, aber ich kann nicht. Und das ist ganz normal. Ja. Also, okay, wir haben den Geist Gottes in uns. Aber wir können aber wir nicht. Sind auch noch im Fleische. Und ja, also, genau so ist es, Schwester, ja. Und das ist unser Kampf, ja. Auf jeden Fall, das ist wirklich ein Kampf. Also ich meine, die Bibel spricht ja auch von einer geistlichen Wiedergeburt. Und nachdem ich zum Beispiel wiedergeboren wurde, ich möchte gar nicht sündigen. Ich habe mir vorher darüber ja wenig Gedanken gemacht, ne? Aber als ich die Erkenntnis dann hatte, habe ich auch erkannt, wie böse das ist und dass es auch nur vom Bösen kommt. Und dass ich möchte nicht sündigen. Und natürlich ist man im Fleisch ab und zu schwach und dann kann man auch fallen. Aber Gott kennt das Herz und Gott weiß ganz genau, wie sehr man es nicht will einfach. Und wir müssen abwarten, weil alles hat seinen Sinn und sein Plan. Alles muss geschehen hier auf dieser Welt. Und Gott weiß es. Gott ist so groß.
Amen, Amen. Es sind 95 Amen. Leute hier. Ja, so, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. Nee, ich wollte den Bruder oder die Schwester begrüßen, die hier dazugekommen ist. Jesus ist mein Retter. Shalom. Ja, hallo. Shalom. Shalom. Jesus segne euer Leben. Eine Schwester, kein Bruder, bin ich auf jeden Fall. Ah, danke, Schwester. Danke auch. Deins auch. Ja, ich finde euer Live so schön. Es ist so beruhigend und so schön, über Jesus immer zu reden. Es ist unser Erlöser, unser Retter. Also ohne Jesus kann ich mein Leben auf gar keinen Fall vorstellen. Er ist einfach mein Eins und Alles, ehrlich. Also wenn ich nur immer an Jesus denke oder nur darüber rede, bekomme ich ehrlich nicht Tränen im Auge, weil einfach, ich weiß nicht, er berührt mein Herz. Es ist einfach so schön immer. Amen, Schwester. Amen, ja. Der Herr Jesus verändert. Das Wort Gottes, die Bibel, verändert einen, hat mich verändert. Ja, das ist wundervoll, wirklich. Ich hoffe, dass jeder ehrlich das Gott endlich lebt, mal erkennt. Leute. Gott auf jeden Fall. Amen. Lebendiger Halleluja. Als alles andere. Amen. Ich wollte nur kurz was sagen. Und zwar, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Herrn Jesus annehmen, damit wir errettet sind. Das wollte ich nur auch nochmal sagen, weil nur der Herr Jesus rettet. Und der Herr Jesus sagt ja in seinem Wort, erst wenn das letzte Volk meine frohe Botschaft gehört hat, dann wird das Ende kommen. Weil der Herr Jesus gibt jedem die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Weil damit niemand sagen kann, ich habe davon nichts gewusst. Und auch, dass hier die Menschen die Botschaft auf TikTok hören, das ist kein Zufall, wenn du in irgendeinem Stream bist, wo über Jesus geredet wird. Das ist ein Gnadengeschenk von Gott, dass du diese frohe Botschaft hören darfst und dein Leben, also praktisch diese Entscheidung triffst. Ja, ich möchte diesem Herrn kennenlernen, den Herrn Jesus, oder nein. Ne, also wir haben einen gerechten Gott. Ja, das wollte ich nur ganz kurz noch sagen. Assalamu alaikum. Der Herr segne Salam dich und deine alaikum. Familie, Abu Akira. Gottes Segen. Und deine Familie. Danke. Wie geht's euch so? Bist du Muslim oder? Alhamdulillah, Christ bin ich. Alhamdulillah. Oh. Sehr schön. Schön. Bist du Deutscher, ja, Abu Akira, oder? Ja. Er ist kein Christen, sagt er, und sagt er Alhamdulillah. Das heißt, er lebt in Deutschland. Deutschland füttert ihn, bezahlt ihn, versichert sein Leben und er ist nochmal undankbar. Natürlich sagt er am Ende, Land vom Koffar, ist egal, wir nehmen einfach alles, was sie uns geben und leben einfach da, ja, am Ende, ja, während wir das machen. Das ist keine Frechheit. Meine Schwester. Kein Christ. Deutschland ist das Land der Jahids. Was machst du da? Aus welchem Land kommst du? Ich bin Deutscher. Du bist kein Deutscher, nie im Leben. Dann soll ich meinen Pass und soll ich Kamera anmachen? Auf dem Pass sind viele Deutsche, das ist kein Problem. Wenn du B1 bekommst, hast du schon einen deutschen Pass. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Deutscher und ich bin hier geboren. Ich bin Deutscher. Aha. Und du bist Moslem geworden? Ich bin kein Moslem, ich bin doch ein Christ. Du hast gesagt, ihr dürft ja lügen in der muslimischen Welt. Ich bin ein Christ. Ihr dürft ja Takir machen. Nein, er hat gesagt, Alhamdulillah, Christ. Er hat gesagt, er ist Christ. Ich habe gesagt, Alhamdulillah, sorry, Jesus. Ich muss mich dann entschuldigen. Sorry. Weißt du, das ist ein. Aber du hast doch gesagt. Ich habe gesagt, Alhamdulillah, Jesus. aber du hast gesagt, ein Kufa-Land ist Deutschland oder irgendwie sowas. Also ein Jahil-Land. Ein Jahil-Land, ja. Jahil. Jahil sind ja nur, Unwissende. Das ist ein unwissendes Land. Ach so. Ja, genau. Okay. Sorry. Alles gut. Also. Entschuldigung. Irgendwie wäre ich sehr oft gefragt, ob ich ein Muslim bin. Ja, dein Profil, also dein Name und so, ne, das wirkt halt erstmal so. Und es ist nun mal auch so, dass viele Muslime sich in... also das habe ich jetzt so gehört öfters schon, dass ein paar Muslime sich auch als Christen ausgeben. Und ich weiß nicht, Gott kennt dein Herz, aber
Ich hoffe mal, dass du den Herrn erkannt hast, die Erkenntnis zwischen Gut und Böse und alles Mögliche. Nee, meine Flagge, das ist ja Vatikan. Vatikanflagge im Hintergrund von meinem Profilbild und im Vordergrund ist ein Kreuzritter. Ja. Also bist du Katholik? Ja. Auch schon geboren oder? Ja, ich bin gebürtiger Katholik auch, ja. Politius will rein. Also sorry, Janis, ne? Ich muss mich nochmal entschuldigen, das habe ich anscheinend falsch gehört. Ne? Tut mir echt sehr leid, Bruder. Nein, meine Schwester, das passiert. Ja, das passiert. Das Kira. Entschuldigung. Hast ich habe hier keine Einladung. Was? Aber die Bibel hast du schon gelesen, ja? Natürlich. Sehr schön. Auch Johannes 3, wo das... Shalom, Bruder. Wir haben Johannes 3, hast du auch gelesen schon? Ich habe mit der Wiedergeburt? Ja, klar, die Wiedergeburt, wo Jesus gefragt hat, wie kann ich wiedergeboren sein, wenn... Denn wie kann ein alter Mann in seine Mutter wieder... ne? Amen, Amen, Bruder, sehr schön. Freut mich. Gleichnis habe ich gehört. Alles gut. Sehr schön. Ja. Wer mit dem Herzen glaubt und mit der Zunge bekennt. Amen. Ja. Lieben, ich muss jetzt rausgehen. Es war sehr schön, mit euch hier zu reden. Aber meine Hündchen, die gucken mich schon traurig an. Die müssen nach draußen. Oh. Danke, Bruder, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass wir auch mal gesprochen haben. Und diese Ruhe ist jetzt auch sehr angenehm hier. Und dann einen schönen Spaziergang wünsche ich dir. Möge der Herr dich beschützen und segnen, dich und deine Familie. Dankeschön, das wünsche ich euch allen auch. Gottes Segen. Also, Gottes Segen, Schwester. Shalom. Einmal ganz kurz hier. An hulitissus.de und an lonewider.no. Was denkt ihr, wer ich bin? Er sagt, ihr sollt mich fragen, ob ich glaube, dass Jesus Gott ist. Das ist für eine Frage. Also das ist ja wohl Standard, dass man weiß, dass Jesus Gott ist. Und dann kommen die auch... So, ich muss jetzt abbrechen. Ich komme nachher in 20 Minuten wieder hoch mit da was Märchenstunde. Und dann werde ich dort weitermachen. Maria ist die Mutter Gottes. Also, ich wünsche alle Gottes Segen euch und eurer Familie. Bis später. Na gut. Der Herr segne und beschütze euch alle. Shalom Aleichem. Also in 20 Minuten bin ich wieder da mit Davas Märchenstunde. Öffnest du live oder? Ja, ich muss live eröffnen, ja. Ah, okay, jeden Donnerstag. Ey, Gott, wie sollst du das in der Tour nicht trennen? Das ist also. Nicht. Okay, Bruder Abu, Akira, anderes Mal sprechen wir darüber. Okay, Shalom. Also Shalom Aleichem, Gottes Segen alle zusammen. Ja.